Miss Marple, das ist ja eine freudige Überraschung. Guten Morgen, Inspektor. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Privat. Aber ja, natürlich. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Dankeschön. Hier. So, nehmen Sie Platz, Miss Marple, bitte. Also, was kann ich für Sie tun? Sie sind doch nicht etwa hier, um mir zu sagen, dass ich schon wieder ein Verbrechen übersehen doch, habe. Genau deshalb bin ich hier gekommen. Es ist ein sehr schwerwiegendes Verbrechen. Es handelt sich um einen Mord. Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Diesmal ist kein Irrtum möglich, Inspektor. Also gut, rücken Sie schon mit der Sprache heraus. Wer hat wen ermordet diesmal? Was den Mörder angeht, so erfordert das natürlich eine sorgfältige Untersuchung. Sein Opfer war der alte Mr. Enderby. Enderby? Das sind doch Hirngespinste. Er ist an einem Herzschlag gestorben. Ja, aber es fragt sich, was die Ursache des unerwarteten Herzschlages war. Ich kenne den ärztlichen Befund, Miss Marple. Es kam nicht unerwartet. Er litt seit vielen Jahren unter Herzbeschwerden. Natürlich, genau. Ein wohlhabender alter Mann, der unter chronischen Herzbeschwerden leidet. Interessant, wie sich die Begleitumstände in den beiden Fällen gleichen. Ganz egal, wem sie nur noch immer gleichen. Sie deuten nicht auf einen Mord hin. Entschuldigen Sie bitte, Inspektor. Sie kennen doch sicher Agathe Christies bemerkenswerten Roman, Der Wachsblumenstrauß. Der Wachsblumenstrauß habe ich nie gelesen. Dann braucht man sich nicht zu wundern, dass Sie den Zusammenhang nicht sehen können. Agathe Christie sollte Pflichtlektüre werden bei allen Polizeibehörden. Zu Ihrem Opfer kam das Verderben in Gestalt einer Katze. Aber ich bitte Sie, Miss Marple, das führt doch wohl etwas zu weit. Ein wohlhabender alter Mann mit einem schwachen Herzen und einer absolut krankhaften Furcht vor Katzen. Was könnte leichter sein für jemanden, der ihm nach dem Leben trachtet, als eine Katze in sein Haus zu schaffen? Eine Katze, auf die der alte Mann in einem unerwarteten Augenblick stoßen wird? Ja, der alte Enderby wurde vorsätzlich zu Tode erschreckt. Das ist wirklich eine geniale Theorie. Aber ich möchte Ihnen raten, Miss Marple, weniger Kriminalgeschichten zu lesen. Ein hübscher Liebesroman wäre viel beruhigender. Wollen Sie etwa damit andeuten, dass Sie in dieser Sache nichts unternehmen werden? Nicht das Geringste. Ich bin Kriminalbeamter, Miss Marple. Mich interessieren nur Tatsachen. Also bitte gut, dann bleibt mir nur noch ein Weg offen. Einen Augenblick mal, Miss Marple. Nein, Herr Inspektor, ich kenne meine Pflicht. Ich verzichte auf Ihre Hilfe und werde das selbst untersuchen. Guten Tag. Sie werden wieder von mir hören, und zwar, wenn mein Fall abgeschlossen ist. Ach, du liebe Güte, meine Pastete. Ach, hey. Ich habe sie nicht aus Versehen anbrennen lassen, wie Sie vielleicht annehmen. Alles Absicht, Sie werden gleich sehen. Ich habe das Stück Lehm, das wir in Enderbys Haus gefunden haben, in Teig gebettet und dann den Abdruck mit Gips ausgefüllt. Sehen Sie sich das Ergebnis an. Beweisstück Nummer 1 in Gips festgehalten. Verstehe. Sehr klug von Ihnen, Miss Marple. Tja, nicht schlecht, nicht? Obwohl ich zugeben muss, dass es mir etwas gegen den Strich ging, meine Pastete zu lange zu backen. Es passt haargenau. Wofür halten Sie das? Das ist der Abdruck eines Steigbügels. Dann stammt der Lehm von einem Reitstiefel. Ja, und zwar von einem Stiefel mit einem sehr deutlichen Riss. Dieser Brocken frischer Lehm klebte zwischen der Sohle und dem Hacken des Reitstiefels irgendeines Menschen. Und dieser Mensch hat Mr. Enderby noch besucht, kurz bevor er starb. Das war der Mörder, meinen Sie? So können wir ihn noch nicht nennen. Ich meine, solange nicht offiziell festgestellt wurde, dass er ermordet worden ist. Ja, schön. Aber wenn der Inspektor noch einmal in aller Ruhe über Ihre Theorie nachdenkt... Inspektor Craddock hat mir auf sehr liebenswürdige Weise versichert, dass das genau das ist, was er nicht tun wird. Nein, Jim. Sie und ich müssen die Spur, die wir entdeckt haben, ganz allein verfolgen. Dankeschön. Wo sollen wir beginnen? Nun, wir müssen zunächst herausfinden, wer aus seinem Tode Nutzen zieht. Dann müssen wir warten, bis das Testament in den Zeitungen veröffentlicht wird. Das ist nicht gesagt. Das ist nicht gesagt. Mutter allein macht es nicht. Glück muss der Mensch haben. Entschuldigen Sie, was meinen Sie damit? Das Fuhrwerk da steht genau unter dem Fenster dort. Das erfordert jetzt ein gewisses Maß an Geschicklichkeit. Wir müssen da nämlich raufklettern. Wenn uns nun jemand sieht, von der Straße wird uns niemand sehen können, weil der Torbogen ja die Sicht verdeckt. Kommen Sie. Und obwohl ich es sehr bedauere, die unersättliche Gier meiner Verwandten befriedigen zu müssen, bestimme ich hiermit nichtsdestoweniger, dass mein gesamtes Vermögen gleichmäßig verteilt wird zwischen meinem Vetter vierten Grades, George Crossfield, damit er nicht länger auf das Geld seiner Kundschaft zurückzugreifen braucht. Meiner Nichte Rosamund Chain, um ihr die Möglichkeit zu geben, ihrem Mann ein Leben zu bescheren, wie er es gerne führen möchte. Meinem Neffen Hector Enderby, damit er in der Lage ist, jeden Tag auf die Jagd zu reiten, anstatt einmal in der Woche. Und ihm damit mehr als bisher Gelegenheit gegeben wird, sich den Hals zu brechen. Oh.
Und schließlich meine Schwester Cora Lenz, Kenneth, in dankbarer Erinnerung, dass sie sich 30 Jahre lang im Ausland aufgehalten hat und ich nicht von ihr belästigt wurde. Das hinterlassene Geld ist sofort allen betreffenden Parteien auszuzahlen, in der Hoffnung, dass es sie alle so unglücklich wie nur möglich machen möge. Das war wohl der wichtigste Punkt. Jedenfalls, was Sie angeht, glaube ich. Nein, Mr. Trundle, der wichtigste Punkt ist, wie viel Geld ich bekommen werde. Aber George, ich finde, du solltest solche Dinge nicht sagen, auch wenn sie deiner Einstellung entsprechen. Warum nicht? Ich will es wissen. Ja, natürlich. Wir alle wollen es wissen. Nun, ich kann Ihnen im Moment noch nicht die präzise Summe nennen, aber ich schätze, dass jeder Ihrer Anteile zwischen 20 und 25.000 Pfund beträgt. Oh, ach, Hector. Ich finde, du hättest in der Todesanzeige deines Onkels, die du in die Zeitungen aufgegeben hast, nicht das Wort plötzlich verwenden sollen. Wie meinst du das, Tante Cora? Ich meine, es könnte die Leute am Ende stutzig machen. Aber regen wir uns nicht auf. Es ist doch immerhin alles sehr hübsch vertuscht worden, nicht wahr? Wovon redest du eigentlich? Nach dem, was er zu mir sagte, als er mich im vergangenen Monat besucht hat, wäre es nicht gut, die Sache publik zu machen. Wir müssen es für uns behalten, in der Familie. Meine liebe Mrs. Lenz-Kennett, würden Sie bitte klar aussprechen, was Sie mit diesen seltsamen Andeutungen meinen? Aber er wurde doch ermordet, nicht wahr? Guten Morgen. Ach, guten Morgen, Inspektor. Danke sehr. Ich habe zuerst gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss eine Sinnestäuschung sein. Aber Sie sind es doch. Gestatten Sie? Ach, ich danke Ihnen. Miss Marple, sind Sie sich darüber klar, dass wenn Sie mir nicht so gut bekannt wären, ich Sie in diesem Moment wegen groben Unfugs festnehmen würde? Dürfte ich Sie bitten, mir zu erklären, worin dieser grobe Unfug besteht, Inspektor? Schnüffeln. Schnüffeln? Ja, Sie haben mich ganz richtig verstanden, Miss Marple. Ich glaube, dass jeder in Milchester interessiert ist, zu erfahren, wie viel der alte Enderby hinterlassen hat. Und auch wem. Und ich nehme an, Sie wollten die Erste sein. Also schön, Herr Inspektor, wenn Sie es darauf anlegen, mich als alte Klatschtante und Schnüfflerin zu bezeichnen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Kommen Sie, Mr. Stringer. Miss Marple, glauben Sie nicht, dass Sie besser zur Polizei gehen und Inspektor Craddock mitteilen, was Sie belauscht haben und... Alte Klatschtante und aufdringliche Schnüfflerin waren seine Worte, glaube ich. Nein, Ihre. Er hat es so gemeint. Aber vielleicht hat er jetzt... Bitte, Mr. Stringer, seit dem Auftritt heute Morgen ziehe ich es vor, Inspektor Craddock nicht mehr zu erwähnen. Es ist ja ganz gleich, was er denkt. Nach dem, was Mrs. Lenz-Kennett gesagt hat, wissen wir jedenfalls, dass wir recht haben. Mr. Enderby wurde ermordet. Und wir kennen das Motiv. 25.000 Pfund für jeden Familienangehörigen. Ja, und das ist schon eine ganze Menge Geld. Und da Sie alle profitieren... Sind Sie auch alle verdächtig, sicher. Aber ein Motiv ist nicht genug. Was wir brauchen, sind vor allem Tatsachen, sonst tappen wir weiter im Dunkeln. Wir sollten uns also an die Arbeit machen und versuchen, so viel wie wir können, über die Familie herauszubekommen. Mrs. Haley Brown? Ja. Immer ein guter Ausgangspunkt. Natürlich kann ich Ihre Schwätzerei nicht ausstehen, aber in einer verzweifelten Situation muss einem jedes Mittel recht sein. Oh ja. Und darüber hinaus schlage ich vor, dass wir sofort anfangen. Oh. Es ist Ihnen doch sicherlich klar, wieso? Haben wir beide jemals einen Kriminalroman gelesen, der es bei einem Toten bewenden lässt? Ach, Sie meinen... Ja, vielleicht schlägt der Mörder doch einmal zu. Ja, daran hatte ich nicht gedacht. Vielleicht sollte man doch lieber die Polizei... Wir werden erst zur Polizei gehen, wenn wir schlüssige Beweise haben. Die haben ihre Methoden und wir haben die unseren. Außerdem habe ich gehört, dass Cora Lenz-Kennett nicht erst zur Beerdigung nach Milchester zurückgekehrt ist, sondern schon viel früher. Nachdem sie eine ganze Reihe von Jahren in Frankreich gelebt hat, hat sie vor ungefähr 2 Monaten hier ein Häuschen gemietet. Liegt nur ein paar Meilen von hier. Ja, und dort hat ihr Bruder Mr. Enderby sie auch besucht. Ja, ja, und der Vikar behauptet, er wäre ein Einsiedler gewesen. Er hätte den Ort über 30 Jahre nicht verlassen. Ja, das habe ich auch gehört. Und Mrs. Haley Brown? In meine Fundgrube für Informationen. Sie sagt, Cora Lenz-Kennett hätte diese Erbschaft dringend gebraucht, weil ihr Mann bis zu seinem Tode ihr ganzes Geld verschwendet hätte, um einen Haufen wertloser Bilder zu kaufen. Kann alles nützlich sein unter Umständen. Aber es sagt uns noch nicht, warum sie glaubt, dass ihr Bruder ermordet worden ist. Ach. Vielleicht hat sie nicht die Wahrheit gesagt. Warum sollte sie lügen? Ihr Mann war immerhin ein Franzose und ein Maler noch dazu. Ja, und obendrein auch noch ein sehr schlechter. Und dennoch sieht das nicht vollkommen unglaubwürdig. Nein, nicht vollkommen. Wissen Sie was? Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mich mal porträtieren lasse. Porträtieren, Miss Marple? Ja, ich werde Sie mal besuchen, diese Cora Lenz-Kennett. Nur als Vorwand, selbstverständlich. Wir müssen herausfinden, was Ihr Bruder zu ihr an jenem Tag gesagt hat und was sie zu der Überzeugung brachte, dass er ermordet wurde.
Ich werde bald wieder zurück sein. Vielleicht sind Sie so freundlich, einen Tee für uns zu bereiten. Natürlich, sehr gern. Wer sind Sie? Was tun Sie denn hier? Ich wollte... Und was ist denn mit Mrs. Lenskinet geschehen? Ja, ich fürchte, sie ist tot. Tot, aber... Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Aber meine Liebe... Rühren Sie mich nicht an! Ich habe doch gesehen, wie Sie sich über sie beugten. Meine liebe Frau, sehe ich etwa wie eine Mörderin aus? Ich weiß nicht, wonach Sie aussehen, aber ich habe Sie gesehen. Was Sie gesehen oder nicht gesehen haben, ist im Augenblick völlig ohne Belang. Wir müssen die Polizei rufen. Wo ist Ihr Telefon? Da steht es. Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Sie sind. Ich bin Mrs. Lenskines Gesellschafterin, Miss Milchrist. Hallo? Können Sie denn nicht, dass Sie sprechen? Ja, ich kann hören, dass Sie sprechen, aber Sie werden leider damit aufhören müssen. Das ist ein Nebenanschluss. Ich weiß, dass das ein Nebenanschluss ist, aber dieses Gespräch ist sehr dringend. Ich muss die Polizei rufen. Haben Sie irgendein Schwerverbrechen zu... Seien Sie bitte nicht so sarkastisch, junger Mann. Ich habe tatsächlich ein schweres Verbrechen zu melden. Was denn? Mord, jawohl. Und einen besonders scheußlichen Mord. Dann lassen Sie das im Laboratorium so schnell wie möglich untersuchen, ja? Ja, ist gut, Sir. Eine komische Waffe ist das. Ja, die Waffe einer Frau. Oder die eines Mannes, der wünscht, dass jeder denkt, es wäre eine Frau gewesen. Ich habe diese Möglichkeit schon mit einberechnet, Miss Marple. Die Dame sagt, sie fühlt sich jetzt wohl genug, um zu sprechen. Gut, bringen Sie sich herein. Vielen Dank, Miss Marple, ich möchte Sie nicht länger aufhalten. Ist schon gut, Herr Inspektor, ich stehe Ihnen sehr gern zur Verfügung. Sie haben sie doch nicht etwa in Verdacht, nun, oder? Sie war hier, die Waffe war eine Hutnadel. Das schon, aber würde sich wirklich jemand so offensichtlich verdächtig machen? Es soll schon dumme Mörder gegeben haben. Sie ist schüchtern und gehemmt, Inspektor, doch sie ist keine dumme Frau. Übrigens, Inspektor, Sie müssen wissen, dass heute Morgen bei der... Ihr nicht jetzt, Miss Marple, bitte. Mhm. Und Miss Milchrist, setzen Sie sich doch bitte schon. Ach, Heilig, ich habe noch nie etwas mit der Polizei zu tun gehabt. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, mein Kind. Diese Herrschaften sind immer sehr nett. Vielen Dank, Miss Marple. Ich habe gehört, dass Sie seit vielen Jahren Mrs. Lenskinets Gesellschafterin gewesen sind. Oh ja, allerdings. Das ist bestimmt ein großer Schock für Sie, aber ich muss Ihnen doch einige Fragen stellen. Ich habe nichts zu verbergen. Davon bin ich überzeugt. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Unmittelbar, bevor ich zur Bücherei ging. Um welche Zeit war das? Ich fuhr mit dem 2-Uhr-Bus. Ich würde sagen, sie ist dann ungefähr 2 Stunden tot. Jetzt ist es 4.30 Uhr, also sagen wir 2.30 Uhr. Der Arzt wird das natürlich präziser feststellen können. Ist es nicht außergewöhnlich schwierig, ja sogar unmöglich, die genaue Todeszeit festzustellen, Inspektor? Ja. Wir werden uns die größte Mühe geben, so exakt wie möglich zu sein, Miss Marple. Nun, als Sie sie verlassen haben, erschien sie Ihnen da nervös oder irgendwie aufgeregt? Nein, es ging ihr so gut wie sonst. Sie machte sich gerade fertig, um auszugehen. Miss Milchrist, haben Sie vielleicht irgendeine Ahnung, wer sie getötet haben könnte? Nein, nein, jetzt abgesehen von Ihrem Verdacht auf Miss Marple. Irgendjemand anders, gab es da jemanden, der sie hasste? Das glaube ich nicht. Sie war immer zu jedermann freundlich. Sie war auch sehr freundlich zu mir. Sie sagte mir, dass sie mir ihren Amethyst-Anhänger hinterlassen würde. Und eines von ihren eigenen Bildern sollte ich auch bekommen. Sie hat wunderschön gemalt, finden Sie nicht auch? Ja. Ja, in der Tat. Miss Milchrist, hatten Sie irgendwelche Besucher in der letzten Zeit? Nein, wir haben sehr zurückgezogen gelebt. Aber hat sich denn keiner Ihrer Verwandten mit ihr in Verbindung gesetzt, nachdem sie wieder nach England zurückgekehrt war? Nur ihr Bruder... Ihr verstorbener Bruder, meine ich. Er hat sie vor etwa einem Monat besucht. Er hat doch zuletzt sein Haus kaum noch verlassen. Hatte der Besuch einen besonderen Grund? Nun, ja, sehen Sie, die beiden hatten sich in den Jahren etwas entfremdet. Und nach dem Tode ihres Mannes hat sie dann an ihn geschrieben, weil sie finanzielle Hilfe brauchte. Waren Sie bei dem Besuch zugegen? Nein, Herr Inspektor. Haben Sie durch Zufall gehört, worüber die beiden miteinander sprachen? Glauben Sie, dass es meine Angewohnheit ist, an Türen zu horchen? Ach, natürlich nicht. Ich bitte um Entschuldigung. Es wäre ja möglich, dass Sie was von dem Gespräch zufällig mitbekommen hätten. Ich habe gar nichts gehört. Miss Marple, ich glaube, ich bin absolut fähig, die notwendigen Fragen zu stellen. Entschuldigen Sie, Inspektor. Ich danke Ihnen, Miss Milchrist. Wenn Sie so freundlich wären, meinem Assistenten eine vorläufige Aussage zu machen, werden wir uns später weiter unterhalten. Ja, ist gut. Ach, Bacon, verständigen Sie doch bitte die Angehörigen. Ich nehme an, dass der Anwalt die Adressen haben wird. Jawohl, Sir. Mrs. Lenskinet sagte mir, Sie würden sich alle für ein paar Tage bei Mr. Enderby aufhalten. Das heißt also im Galopphotel, nicht wahr? Ja. Das ist doch auch ein Reitinstitut, so viel ich weiß. Miss Milchrist, sind Sie oder Mrs. Lenskinet jemals geritten? Geritten? Ja, Sie wissen doch, Pferde. Nein. Dankeschön. Tja, ich möchte Sie zwar nicht aufhalten, Inspektor, aber ich würde vorschlagen, dass Sie der Familie so schnell wie möglich einen Besuch abstatten. So, das schlagen Sie also vor. Und warum? Nun, ich glaube, Sie sollten wissen, dass Cora Lenskinet bei der Testamentseröffnung heute Morgen gesagt hat, dass ihr Bruder ermordet worden ist. Was? Woher wissen Sie?
Oh ja, natürlich. Sie haben es zufällig mit angehört, nicht? Sie sagen es, ich hab's zufällig gehört. Hätte gern gewusst, warum Sie mir das nicht früher gesagt haben. Ich habe doch versucht, es Ihnen früher zu sagen, aber ich bin ja nicht zum Wort gekommen. Oh ja, natürlich, ganz recht. Finden Sie nicht auch, dass es etwas sonderbar ist, dass sie so kurz nachdem sie diese Äußerung gemacht hat, ermordet worden ist? Hm? Etwas sehr sonderbar. Es sei denn, dass jemand aus der Familie gedacht hat, dass Cora Lenzkenet nicht nur wusste, dass ihr Bruder ermordet wurde, sondern auch wer der Mörder war. Ja. Demzufolge ist diese arme Frau natürlich von jetzt an in einer sehr gefährlichen Lage. Miss Milchrist? Ja, sehen Sie, wenn sie nun doch zufällig das Gespräch zwischen Cora und ihrem Bruder belauscht hat und der Mörder dies weiß oder vermutet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie ebenso zum Schwein gebracht wird wie Cora Lenzkenet. Ich fürchte, ich werde Sie jetzt verlassen müssen, um nach Hause zu gehen und zu packen. Packen? Ja, ich mache einen kurzen Urlaub. Guten Tag. Eine ausgezeichnete Idee, Miss Marple. Ich hoffe, dass Sie recht angenehme Tage verleben. Ich bleibe mit Ihnen in Verbindung. Miss Marple, mir ist immer noch nicht ganz wohl bei dieser Geschichte. Ich finde, ich sollte lieber bei Ihnen... Aber Mr. Stringer, wir waren uns doch einig, dass jemand, der nicht reiten kann, an einem solchen Ort nur auffallen würde. Außerdem ist die Polizei da. Und daher, rein aus Routinegründen, möchte ich gern von Ihnen einen Bericht haben über alles, was Sie gestern Nachmittag zwischen 2 und 4 Uhr getan haben. Sie wollen doch nicht andeuten, dass jemand aus der Familie die arme Tante Cora ums Leben gebracht hat. Ich will überhaupt nichts andeuten, Sir. Ich führe nur eine Untersuchung. Eine ziemlich aggressive Untersuchung, muss ich sagen. Tut mir leid, ich finde Mord ist auch ziemlich aggressiv. Und seien Sie doch mal vernünftig, Mann. Warum sollte einer von uns solch einen schrecklichen Mord begehen? Vielleicht hat Cora Lenzkenet etwas gewusst und man wollte sie zum Schweigen bringen. Worüber zum Schweigen? Sie hat gestern in ihrem Beisein eine Bemerkung gemacht. Und zwar die Bemerkung, dass ihr Onkel Mr. Enderby ermordet wurde. Ungeheuerlich. Wie haben Sie das herausbekommen? Das ist doch nebensächlich, nicht wahr, Sir? Ich nehme an, keiner von Ihnen wird leugnen, dass Mrs. Lenzkenet das gesagt hat. Also bitte. Das wäre ein Motiv. Vielleicht gibt's noch andere. Darf ich bei Ihnen anfangen, Mr. Shane? Ja, gewiss. Aber ich fürchte, ich kann kein Alibi nachweisen, wenn es das ist, worauf Sie aus sind, Herr Inspektor. Gestern Nachmittag? Tja, ich bin eigentlich den ganzen Nachmittag ausgeritten. Allein, Sir? Tja, ganz allein. Wohin? Ich fürchte, die Umgebung ist mir nicht bekannt genug, um Ihnen das sagen zu können. Aber sie war Ihnen bekannt genug, dass Sie wieder zurückfinden konnten. Das Pferd fand zurück. Sind Sie unterwegs irgendjemandem begegnet? Nein, ich bedauere es sehr. Ich wünschte, es wäre so. Mhm. Ja, ich auch. Na, wie steht's mit Ihnen, Mr. Crossfield? Tja, ich bin gestern Nachmittag ebenfalls ausgeritten. Hm, verstehe. Und ich bin auch niemandem begegnet. Na schön. Und ich nehme an, dass Sie ebenfalls ausgeritten sind, Mr. Enderby? Nein, ich war den ganzen Nachmittag über hier zu Hause. Wirklich, Hector? Ich wollte dich sprechen und dachte, du wärst weg, weil deine Tür verschlossen war. Ich wollte nicht gestört werden und schloss deshalb die Tür ab. Was haben Sie getan? Die Abrechnungen kontrolliert. So, so. Hm. Na, fein. Und Sie, Mrs. Shane? Wir haben anscheinend alle ziemlich schwache Alibis. Ich war auch in meinem Zimmer. Den ganzen Nachmittag über? Ja, mit Ausnahme der Zeit, als ich zu Hector ging. Ich habe gelesen. Hat Sie jemand vom Personal gesehen, als Sie Mr. Enderby aufsuchen wollten? Nein. Ich gebe zu, Herr Inspektor, es ist ungewöhnlich für eine englische Frau, lieber mit einem Buch im Zimmer als auf einem Pferd zu sitzen. Aber es ist dennoch möglich. Das habe ich gar nicht bestritten. Dann sind Sie jetzt wohl hoffentlich zufriedengestellt. Ich bin keineswegs zufriedengestellt, Mr. Enderby, aber lassen wir das jetzt im Moment. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie meinem Assistenten Bacon ausführliche Angaben machen. Und halten Sie sich bitte zur Verfügung. Ich bin für etwa eine Stunde beim Kommissar, falls Sie mich brauchen. Jawohl, Sir. Einen Augenblick, Herr Inspektor. Hat das zu bedeuten, dass wir alle hier bleiben sollen? Ich fürchte ja, Mr. Crossfield, wenigstens bis zum Abschluss der Untersuchung. Aber ich muss morgen unbedingt nach Schottland fahren. Tut mir leid, aber das ist unmöglich. Es ist eine wichtige Auktion, Herr Inspektor. Lord Fotherways Gemäldesammlung, alle Kunsthändler Englands werden dabei sein und ich habe einen Kunden für den Gainsborough. Sie haben doch einen Partner, so viel ich weiß, nicht? Sie haben sich also bereits über mich informiert? Reine Routinesache, Mr. Crossfield, aber Ihr Partner kann doch an der Auktion teilnehmen, nicht wahr? Ja, aber... Na, das ist doch fein. Guten Tag. Ach, Sir, vielleicht kann ich bei Ihnen anfangen. Ach, Herr Inspektor, ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Ja? Ich führe hier ein Hotel und Sie können sich bestimmt vorstellen, dass es nicht besonders angenehm für mich ist, wenn ein Polizeiwagen vor der Tür steht. Wenn Sie es für nötig halten, uns wieder zu besuchen, könnten Sie etwas mehr inkognito kommen. Sonst noch was? Ich finde, das genügt doch, nicht wahr? Ja, Mr. Enderby, allerdings. Guten Morgen. Oh! Oh, sehen Sie das da? Kann man nicht gut übersehen, nicht? Unglaublich. Das ist ein Broadbridge-Damensattel aus Northampton. In Vintage sind Sie auch. Sehen wir doch mal nach. Was? Ich meine, welcher Jahrgang es ist. Es muss unter dem Steigbügel stehen. Tja, hier steht
Nein, sagen Sie es mir nicht. Ich werde es Ihnen sagen. 1882. Nein, ich belüge Sie, Inspektor. 1885. Richtig. Und ich kann Ihnen auch sagen, wem er gehört. Ich habe solch einen Broadbridge-Sattel nur einmal in ganz England gesehen. Lady Kirthbreckle. Nein, Augenblick. Dieses Prachtstück gehört... mir, Mr. Enderby. Guten Morgen, Inspektor. Meiner Mutter natürlich. Meine Gnädigste, ich beneide Sie. Er ist wunderbar. Ich hoffe, Sie haben ein Tier, das ihn mit Würde tragen kann und mich auch. Ja, 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 natürlich. Oh, wie reizend. Ich habe mich für eine Woche angemeldet. Wirklich, Herr Inspektor, es ist nett, Sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Nach so langer Zeit? Ja, es muss doch Monate her sein. Tja, allerdings. Ich bin entzückt, Miss Marple. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Sie Wert darauf legen, zu uns zu gehören. Sie müssen wissen, dass ich zu meiner Zeit viel geritten so? Bin. Junior Silbersporen, Brockbruck, 1910. Junior Silber Brockbruck 1910? Ah. Miss J.T.V. Marple. Miss Marple, ich... Ein Augenblick bitte, Inspektor. Wenn man bedenkt, dass wir seit Jahren Nachbarn sind, ohne uns zu kennen, Sie müssen mir gestatten, Sie zum Lunch einzuladen. Sie werden doch natürlich mit natürlich. Mir essen. Natürlich. Miss Milchrist, guten Morgen. Es ist nett, Sie wiederzusehen. Guten Morgen. Sind Sie nicht so erschrocken rein, meine Liebe. Ich habe meinen Soll an Morden nämlich heute schon erfüllt. Wohnen Sie denn auch hier? Ja, das möchte ich sagen. Oh, das wusste ich gar nicht. Zweifellos eine angenehme Überraschung für Sie. Gestatten Sie, dass ich Sie bei dieser Gelegenheit frage, was Sie hierher führt? Oh, Mr. Hector Enderby hat mich eingeladen. Das war sehr liebenswürdig von Ihnen, denn ich musste doch das Landhaus verlassen und wusste nicht, wohin ich sollte. Mr. Hector Enderby hat Sie eingeladen? Ja. Nun, ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt. Danke sehr. Oh, übrigens, ich würde der Familie nichts davon erzählen, dass ich gestern im Landhaus war. Es würde die Untersuchung des Inspektors vielleicht beeinträchtigen. Oh ja, natürlich. Danke sehr. Hallo, George. Wohin starrst du denn so? Komm herein, Rosemund. Was kann es denn da unten so Interessantes geben? Die Frau, die mit Hector wegreitet, hat den Onkel tot aufgefunden. Sie wohnt seit gestern hier. Na und, was weiter? Ich mag Menschen nicht, die in meinen Angelegenheiten schnüffeln. Ach, du bist wieder nervös. Wiedersehen. Wenn du Michael siehst, sag ihm bitte, dass ich ihn gesucht habe. Bleib noch einen Augenblick hier, Rosamund. Falls es dich nicht nervös macht, dass du mit mir allein bist. Wieso denn nervös? Weil du weißt, wie anziehend ich dich finde. Ja, das weiß ich. Immer noch nur Michael? Ja, natürlich. Stört es dich nicht ein bisschen, dass er dich bloß wegen deiner Erbschaft geheiratet hat? Kleiner Irrtum, lieber George. Er hat nicht mich geheiratet, sondern ich ihn. Ich wollte Michael vom ersten Augenblick an und habe die Entscheidung getroffen. Bekommst du immer alles, was du willst? Ja, natürlich. Und ich frage nicht erst lange. Aha. Du bist eine gefährliche Frau, Rosamund. Ich hoffe, du willst nie etwas von dem, was mir gehört. Du meinst jetzt von deinem Geld? Keine Angst, im Moment nicht. Warum hast du es eigentlich so eilig gehabt, es zu kriegen? Hast du es wirklich so dringend gebraucht? Sagen wir, ich konnte es ziemlich gut gebrauchen. Bist du wieder in Schwierigkeiten? Was zum Teufel meinst du damit? Deine Kunden geben dir doch sicher manchmal Geld, um Bilder für sie zu kaufen, ja, nicht wahr? Ja, na und? Es wäre bestimmt nicht das erste Mal, dass du dir was davon geliehen hast, halt nicht? Halt den Mund. Werde doch nicht gleich so wütend. Das ist mir ganz egal. Ach, George, hast du vielleicht... Ach, da bist du ja, Rosamund. Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich auch gesucht, mein Schatz. Ich möchte gerne ein bisschen ausfahren. Ich dachte, wir wollten spazieren gehen. Ich möchte aber jetzt gern ausfahren. Also schön, bitte, wie du willst. Bis nachher, George. Auf Wiedersehen, George. Hallo, Hillman. Wünschen Sie etwas, Mr. Crossfield? Ja, ich möchte ein bisschen mit Ihnen plaudern. Dazu habe ich keine Zeit. Ich muss nämlich arbeiten. Nun werden Sie nicht frech. Alles, was ich will, ist eine kleine Information über Mr. Hector und diese alte Dame. Von mir werden Sie keine Information bekommen. Wieso nicht? Haben Sie etwas zu verbergen? Nein, ich nicht, aber vielleicht gehen Sie jetzt raus und lassen mich in Ruhe weiterarbeiten. Regen Sie sich bloß nicht auf, Hillman. Ich kann das Gefühl nicht loswerden, dass diese alte Dame Mr. Hector Schwierigkeiten machen will. Das soll sie lieber lassen. Sie versucht es vielleicht. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn Sie sie ein bisschen im Auge behalten. Ich habe gelogen, als ich dem Polizisten heute Morgen sagte, ich wäre ausgeritten. Aber das ist doch im Grunde ohne Belang. Es kommt darauf an, was du getan hast. Tja, ich hatte was in der Stadt zu erledigen. Natürlich. Ich hoffe, du hast ihr Lebwohl gesagt. Ich weiß nicht, wovon du eigentlich sprichst. Wirklich nicht? Gib dir keine Mühe, ich weiß immer, wann du lügst. Aber ich lüge nicht. Doch, natürlich lügst du. Genau wie du behauptet hast, dass du den Onkel an seinem Todestag nicht aufgesucht hättest. Das war auch eine Lüge. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß alles über dich. Hör jetzt zu, Rosamund. Ich kann es nicht vertragen, wenn man mir dauernd nachspioniert. Das ist mein Ernst. Treib es bitte nicht auf die Spitze. Ich will es wissen, hörst du? Was ist passiert? Hast du geglaubt, dein unwiderstehlicher Charme würde seine Brieftasche öffnen? Ja, ich habe es jedenfalls gehofft. Und war es so? Nein. Und das ist also alles? Ja, natürlich ist das alles. Dann hättest du es doch erwähnen können. Ich dachte, die Leute würden nach dem, was passiert war, bestimmt glauben, dass ich...
Du meinst, sie hätten denken können, dass Tante Cora vielleicht doch recht hatte? Ja, ich glaube, das hätten sie getan. Was zum Teufel machen Sie da? Mr. Hillman, haben Sie mich aber erschreckt. Was machen Sie mit diesen Stiefeln da? Ich habe sie nur bewundert. Feines, altes englisches Leder. Kräftig und doch geschmeidig. Lassen Sie bitte in Zukunft Ihre Finger davon. Hillman! So spricht man nicht mit einer Dame. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Ich wollte Ihnen bloß sagen, dass Blackjack wieder im Stall ist. Sie brauchen wegen Hillman nicht beunruhigt zu sein. Er ist ein ungehobelter Bursche, aber er ist seit vielen Jahren bei mir. Unbedingt vertrauenswürdig. Enttäuscht aber das Aussehen dieses merkwürdigen Menschen gewaltig, Mr. Enderby. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich muss mich ein wenig ausruhen. Scheint mich nicht zu verstehen. Ich will nichts von Onkels Sachen, nur dieses Bild. Das ist aber sehr schade, weil ich gerade gestern zu Hector gesagt habe, dass ich es haben möchte. Warum lassen wir das ganze Zeug nicht einfach versteigern? Und jeder bekommt den gleichen Anteil vom Erlös, damit endlich dieser blöde Streit aufhört. Aber ich streite ja gar nicht, Liebling. Hör mal, dieses Bild bringt noch nicht einmal 2 Pfund bei einer Auktion. Bist du dessen ganz sicher, George? Du bist doch Kunsthändler. Vielleicht ist es wirklich wertvoll und du bist der Einzige von uns, der es weiß. Es ist nicht wertvoll. Zufällig gefällt mir das Bild nun mal, das ist alles. George, ich finde, da Rosamund dieses Gemälde so am Herzen liegt, solltest du es ihr lieber überlassen. Für einen Gentleman gilt immer noch das Gebot Ladies First. Nicht nach meiner Auffassung. Aber nach der meinen. Ich würde euch vorschlagen, darum zu würfeln. Keiner von euch scheint mich zu verstehen. Ich will es. Aber das bedeutet nicht, dass du es kriegen aber kannst. Aber gar keine Frage. Also nun hör mir mal zu, Schluss, Rosamund. Jetzt, ihr beiden, hört auf. Ich habe keine Lust, eure verrückten Streitigkeiten länger in meinem Haus zu erdulden. Aber Hector, ich... Es ist mein Ernst, Rosamund. Ja, Hector, dir mag es ernst sein, aber mir... Kein Aber. Die Sache ist erledigt. Das ist mein Haus. Und hier werde ich wohl noch zu bestimmen haben. Es ist doch merkwürdig, wie sich ein bisschen Geborgenheit auf manche Menschen auswirkt. Entschuldigung, aber ich finde diese Bemerkung nicht sehr amüsant. So war sie auch gar nicht gemeint, lieber Hector. Jedenfalls freue ich mich, dass die Sache jetzt geregelt ist. Es ist noch nichts geregelt, soweit es mich betrifft, nicht. Aber natürlich, George. Du scheinst Rosamund falsch verstanden zu haben. Es ist geregelt, weil ich das Bild behalten werde. Oh. Noch nicht zu Bett gegangen, Miss Marple. Ich suche mir nur etwas zum Lesen aus, bevor ich mich zurückziehe. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Sie vielleicht Miss Marple suchen, sie ist unten in der Halle. Oh. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Oh, es ist schon gut. Ich bin immer noch etwas nervös, glaube ich. Ja, natürlich. Unter den Umständen überrascht mich das nicht. Wie meinen Sie das? Nun, wenn ich der Mörder wäre, würde ich bei dem Gedanken sehr beunruhigt sein, dass Sie vielleicht gehört haben, was der alte Enderby zu Cora gesagt hat. Aber ich habe nichts gehört. Ich persönlich kann es Ihnen nicht verdenken, dass Sie es vergessen haben. Der Mörder würde Sie sonst hier kaum herumlaufen lassen, nicht wahr? Oh, ich muss sofort... Gehen? Ja, das muss ich auch. Gute Nacht. Oh. Fehlt Ihnen irgendetwas, Miss Milgren? Ja, ich... Könnte ich Sie bitte einen Augenblick sprechen? Allein? Natürlich. Kommen Sie doch bitte in mein Zimmer. Dankeschön. Ich hoffe, das bedeutet, dass Sie mich nicht länger für eine Mörderin halten. Bitte verzeihen Sie mir das. Es war dumm von mir. Durchaus nicht. Eine natürliche Schlussfolgerung. Als Sie mich fanden, wie ich mich über die Leiche beugte, wollen Sie nicht Platz nehmen. Danke sehr. Also, was wollten Sie mir sagen, meine Liebe? Miss Marple, ich habe doch zugehört, als Cora... Ich meine, Mrs. Lenskinet und ihr Bruder sich unterhielten. Das dachte ich mir. Glauben Sie aber nicht, dass ich die beiden absichtlich belauscht habe? Natürlich nicht. Was haben Sie gehört? Nicht viel, nur Bruchstücke eigentlich. Aber genug, um zu verstehen, dass er furchtbare Angst hatte, jemand aus der Familie würde ihn töten. Wer denn von Ihnen? Das weiß ich auch nicht. Er hat es immer nur angedeutet, als ob er sich scheute, einen Namen zu nennen. Verständlicherweise. Miss Milchrest, haben Sie das schon irgendjemandem erzählt? Natürlich nicht. Ich meine, weil er so kurz darauf starb, wurde ich doch ein bisschen stutzig. Und als dann Mrs. Lenskinet... Oh, Miss Marple, ich bin ganz verstört. Ich habe solche furchtbare Angst. Grund genug haben Sie dazu, glaube ich. Sie haben mich alle gefragt, ob ich das Gespräch belauscht habe. Und dann sehen mich alle an, als ob Sie mir nicht glauben wollen. Ich fürchte, Sie sind nicht imstande, überzeugend genug zu lügen. Wir müssen diese Geschichte Inspektor Craddock erzählen und niemand anderem. Mhm. Und je früher, desto besser. Ja. Machen Sie sich keine Sorgen mehr darüber. Gehen Sie auf Ihr Zimmer und überlassen Sie alles andere mir. Ich habe unseren Onkel an dem Tag, an dem er getötet wurde, aufgesucht. Wir alle sind irgendwann einmal bei ihm gewesen und jeder aus dem gleichen Grund, um Geld aus ihm herauszulocken. Aber du warst schlimmer als wir alle. Du warst gierig genug, um deswegen einen Mord zu begehen. Und nicht nur um ein Viertel des Vermögens, sondern um einen Riesenbetrag zu bekommen. Dieses Bild ist, wie du genau weißt, ein Vermögen wert. Ironie des Schicksals, was? Wenn man bedenkt, dass er es vor 30 Jahren in Paris für ein Butterbrot erworben haben muss. Doch ich weiß auch, was dieses Bild wert ist. Und ich will es haben.
Und wenn du mir nicht sagst, wo es ist, dann weißt du genau, was passieren wird. Also, wo ist es? Was haben Sie hier zu suchen? Lassen Sie mich los! Sie tun mir weh! Also, Schnüffeltante, schämen Sie sich nicht, hier herumzuspionieren! Wie können Sie es wagen? Ich werde mich gleich morgen früh bei Ihrem Arbeitgeber über Sie beschweren. Hey, wer ist da? Machen Sie auf! Solchen Höllenlärm, stellen Sie den Motor ab! Na komm schon, Blackjack, komm ruhig, mein Junge, ruhig, ruhig. Was zum Teufel geht denn hier vor? Was ist passiert? Was ist mit Blackjack los? Blackjack ist in Ordnung, Sir. Ihm ist nichts geschehen. Aber es war jemand da drin. Was? Ich sagte, es war jemand da im Stall. So wer? Mr. Crossfield, Sir. Er ist tot. Und wo waren Sie, Mr. Hillman? Ich war oben in meinem Zimmer. Und Sie, Madam? Ich habe fest geschlafen, Inspektor. So, so, dann waren Sie also alle auf Ihren Zimmern. Einer von Ihnen aber nicht. Derjenige, der die Stalltür heimlich verschlossen und den Motor anstellte, ist ein Mörder. So ist die Sachlage. Und bis ich hier auf den Grund gekommen bin, darf keiner von Ihnen das Haus hier verlassen. Das wird aber leider unmöglich sein, Herr Inspektor. Ich muss aber darauf bestehen. Meine Männer bleiben hier, also ist jede Flucht aussichtslos. Wollen Sie mich etwa ruinieren, Mann? Ich kann hier keine Polizeitruppen. Sie können und Sie werden, Mr. Enderby. Aber heute Abend ist unser jährliches Tanzvergnügen. Heute Abend? Sie veranstalten hier einen Tanz? Ich gebe zu, es mag gefühllos klingen, unter diesen Umständen ein Tanzvergnügen abzuhalten, aber ich bin Hotelbesitzer. Ich habe inzwischen schon genug Gäste verloren. Also gut, meinetwegen können Sie tanzen. Aber sonst ändert sich nichts. Das ist im Augenblick alles. Kann ich jetzt wieder an die Arbeit gehen, Sir? Ich habe noch sehr viel zu tun. Ich nehme an, dass der Inspektor das erlaubt. Natürlich. Soll das heißen, dass wir alle gehen können? Sie dürfen nur das Grundstück nicht verlassen. Ach, Herr Inspektor, ob ich wohl heute Nachmittag nach London fahren darf? Ich habe ein Interview. Nein, Mr. Shane, es tut mir leid, aber es darf niemand weg. Aber Herr Inspektor... Das ist alles, Mr. Shane. Oh, Miss Marple. Ja, Inspektor. Können Sie bitte einen Augenblick sprechen? Ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Aber natürlich, bitte. Inspektor. Es geht um Ihren Anruf von gestern Abend. Ach, das ja. Sie könnten jetzt beweisen, wer der Mörder ist, haben Sie, glaube ich, gesagt. Tja, ich fürchte, das war ein klein bisschen voreilig. Wirklich? Wen hatten Sie denn im Verdacht, Crossfield? Ja, ich glaubte zuerst, dass er es sei. Aber nur einen Moment lang, Inspektor. Ich hatte mich geirrt. Jetzt weiß ich es wirklich. Oh ja, davon bin ich überzeugt. Aber ich weiß es. Ich brauche nur noch eins, um vollkommen sicher zu sein. Das ist die fachmännische Auskunft eines Kunsthändlers. Eines Kunsthändlers? Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Das nehme ich zwar allein in die Hand, aber ich brauche dennoch Ihre Hilfe. Da ist ja Mr. Stringer. Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, ich komme gleich zu Ihnen. Mr. Stringer fährt für mich nach London in einer sehr wichtigen Mission. Und wenn ihr heute Abend zurückkommt, werde ich die letzten notwendigen Informationen erhalten. Dann sind wir soweit. Wir können den Mörder zwingen, sich uns zu erkennen zu geben. Ach, wirklich, können wir das? Ja, das garantiere ich. Wie viel verstehen Sie von Erster Hilfe, Inspektor? Erste Hilfe? Was hat das damit zu tun? Ich habe vor, heute Abend auf dem Ball einen Herzanfall vorzutäuschen und ich möchte Sie bitten, mitzuspielen und so zu tun, als ob Sie sich meiner annehmen. Wenn Sie auch nur einen Augenblick glauben... Und dann einen Arzt zu rufen und von Ihnen die Diagnose bestätigen lassen. Natürlich, verstehe. Und was haben Sie dann vor, wenn ich fragen darf? Ich habe vor, mich dann ins Bett zu begeben und mich von jemandem zu Tode erschrecken zu lassen. Guten Tag, Inspektor. Aber... Kommen Sie, Mr. Stringer, gehen wir hinauf in mein Zimmer. Dort können wir uns besser unterhalten. Nein, nein, mit dieser alten Tante stimmt irgendetwas nicht. George hatte sie auch schon im Verdacht, dass sie für die Polizei arbeitet. Was für ein Unsinn. Sie ist eine Dame und außerdem eine großartige Reiterin. Aber das eine schließt nicht unbedingt das andere aus. Nicht wahr, Hector? Ich habe noch nie von einer berittenen Polizistin gehört. Sie kennen sie doch besser. Arbeitet sie für die Polizei? Nein, das heißt, das könnte ich mir nicht vorstellen. Ich bin mehr der Ansicht, dass sie den Herrn Inspektor persönlich kennt. Warum ist das so wichtig, Liebling? Das klingt, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Mein Gewissen ist vollkommen rein, danke sehr. Na gut, dann brauchst du dir ja keine Sorgen zu machen. Hector, jetzt kann ich doch das Bild haben, nicht wahr? Nein.
Aber außer mir wollte es doch bloß George. Und er ist tot. Ich sagte dir ja wohl schon, warum. Ich behalte das Bild selbst. So, das wär's. Fahren Sie jetzt damit bitte nach London, zu einem Kunsthändler. Er soll den Wert schätzen und dann bringen Sie es zurück, so schnell wie möglich. Also gut, wenn Sie dadurch weiterkommen. Ich bin überzeugt, dass ich dann den Mörder überführen und den Fall zum Abschluss bringen kann. Sie meinen, dass Sie schon so weit sind, Miss Marple? Ja, wir sind der Lösung ziemlich nah. Sie wissen, wer es getan hat? Ich glaube, ja. Großartig. Wer? Das kann ich Ihnen im Augenblick noch nicht verraten. Miss Marple, bitte seien Sie vorsichtig. Aber natürlich sehe ich mich vor. Und sorgen Sie dafür, dass Sie nicht unterwegs verhaftet werden. Das ist gestohlenes Privateigentum. Gestohlenes Privat... Kommen Sie. Oh. Ah, Mr. Enderby, habe ich einen Schreck bekommen. Aber bitte treten Sie näher. Danke sehr, es tut mir leid, ich wollte gerade anklopfen. Natürlich. Sie kennen doch Mr. Stringer? Nein, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Oh, Verzeihung, Mr. Enderby, Mr. Stringer. Ein Freund von Miss Marple ist uns immer willkommen. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Also, auf Wiedersehen. Sie gehen doch nicht meinetwegen, das könnte ich nicht erlauben. Nein, 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 nicht doch, ich habe etwas in London zu erledigen. Oh, das ist aber schade, ich habe gehofft, Sie nehmen an unserem Fest teil. Das ist doch eine fabelhafte Idee, wo Sie doch so furchtbar gern tanzen. Tatsächlich. Das weiß ich ganz genau. Warum kommen Sie nicht wieder her, wenn Sie aus London zurück sind? Ja, das könnte ich vielleicht einrichten. Na bitte, wunderbar, dann wäre es doch am besten, Sie lassen Ihr Paket hier. Oh, von dem würde er sich bestimmt nicht trennen, nicht wahr, Mr. Stringer? Nein. Glauben Sie nicht, dass Sie sich jetzt lieber auf den Weg machen sollen? Je eher Sie gehen, desto eher sind Sie wieder bei uns. Sehr richtig. Es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. Stringer. Die Freude ist ganz meinerseits. Was für ein charmanter Mann. Ist es möglich, dass er zufällig den gleichen Beruf wie mein Vetter George hat? Und was für einen Beruf hatte Ihr Vetter? Er war Kunsthändler. Oh. Wie kommen Sie nur auf diese Idee? Ich bin mir nicht darüber klar. Vielleicht lag es an dem Paket, das er bei sich trug. Es sah ganz so aus, als hätte er ein Bild darin. Oh nein, Mr. Stringer ist der Leiter der hiesigen Gemeindebibliothek. Verstehen Sie etwas von Malerei, Miss Marple? Nur ein wenig, würde ich sagen. Ich selbst kann ein gutes Bild nicht von einem schlechten unterscheiden. Vielleicht könnten Sie die Gemälde beurteilen, die mir mein Onkel vererbt hat. Meine Kenntnisse auf diesem Gebiet sind sehr begrenzt. Aber Sie werden doch sicher eine Meinung haben. Ich werde Ihnen meine Meinung sagen, aber wir wollen das aufschieben. Ich fürchte, ich muss mich heute Nachmittag etwas ausruhen. Ich fühle mich nicht wohl. Oh je, und da komme ich und belästige Sie auch noch mit meinem Geschwätz. Ach, durchaus. Sie müssen sich ausruhen, damit Sie unser Fest heute Abend richtig genießen können. Wenn Sie wüssten, wie sehr ich mich auf den ersten Walzer mit Ihnen freue. Nun, wie geht es ihr? Ich bin gar nicht sehr zufrieden. Sie wird aber wieder gesund, nicht wahr? Herr Doktor, kann ich zu ihr gehen? Ich bedauere es sehr, Mr. Stringer, aber sie darf keinen Besuch empfangen. Ich kann es nicht mal verantworten, Sie von morgen früh ins Krankenhaus zu bringen. Sie haben wohl meine Frage nicht verstanden. Wird sie wieder gesund werden? Ich hoffe es, aber es ist ein ziemlich schwerer Anfall. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass sie nicht gestört wird? Natürlich. Wenn ich Sie nur einen Moment sprechen könnte, bevor wir gehen. Auf gar keinen Fall, Inspektor. Ausgeschlossen. Sie braucht jetzt absolute Ruhe. Es ist aber sehr wichtig für mich. Sie wollte mir nämlich etwas über ein Gemälde sagen. Das kann sie Ihnen ja vielleicht morgen erzählen, falls es ihr dann schon besser geht. Ich fürchte, ich muss darauf bestehen, Doktor. Das können Sie ruhig tun, aber es wird keinen Zweck haben, denn im Augenblick ist sie meine Patientin und niemand darf zu ihr. Eine Störung, welcher Art auch immer, würde vermutlich tödlich sein. Ich schlage vor, dass Sie jetzt alle zu Bett gehen und versuchen zu schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Miss Marple, sind Sie wach? Wachen Sie auf! Wachen Sie auf! Ich bin es, Cora. Ich komme wieder zurück. Ja, Cora. Ich habe schon auf Sie gewartet. Sie kommen doch wegen Ihres Bildes, nicht wahr? Ja, Sie haben es gestohlen. Ich habe es nur geliehen, meine Gute. Ich habe es hier bei mir. Gestatten Sie mir also, es Ihnen wiederzugeben. Miss Milchrist. Sie sind nicht krank? Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie wohler gefühlt. Das heißt also, Sie haben gar nichts mit dem Herzen? Ich hätte mir denken können, dass es ein Trick war. Wie dumm von mir. Woher wussten Sie es? Ich habe Sie vorher schon mal gesehen. Und zwar bei der Testamentseröffnung. Sie haben sich verkleidet und Coras Stelle eingenommen, um den Verdacht zu sehen, dass der alte Enderby ermordet worden sei. Damit, wenn Sie Cora töteten, es so aussehe, als ob jemand aus der Familie es getan hätte, um sie zum Schweigen zu bringen. Eine vollkommene Täuschung. Keiner von Ihnen hat gemerkt, dass ich nicht Cora war. Und als George Crosfield dahinter kam, mussten Sie ihn auch töten. Das war doch raffiniert von mir, was? Und alles das ganz umsonst. Nicht ganz umsonst, Miss Marple. Weil Sie die Einzige sind, die Bescheid weiß. Am Ende waren Sie vielleicht doch nicht so schlau, Miss Marple.
Genauso wie Cora. Diese blöde Gans. Das Bild ist ein Vermögen wert und sie hatte keine Ahnung davon. Sie war so schrecklich dumm. Sie sagte, ich könne es haben, wenn sie tot sei. Bloß weil ich es eines Tages bewunderte. Diesmal aber werden sie nicht ungeschoren davon. Oh, doch, das will ich. In wenigen Minuten ist alles vorbei und ich werde wieder die harmlose Miss Milchrist sein. Ah, Inspektor! Zu Hilfe! Los, Bacon! Oh, nein, bitte lassen Sie mich los! Bitte rühren Sie mich dann, ich will nicht mit. Ich also los, Bacon! Sie mich. Wie leichtsinnig, warum haben Sie denn nicht geläutet? Der Volksmund sagt, das Gesetz hat einen langen Arm, Inspektor. Ich unglücklicherweise nicht. Und wenn Sie mich vielleicht entschuldigen würden, ich muss ein wenig Schlaf nachholen nach all dem. Mr. Enderby, man sagte mir, Sie wollten mich sprechen. Ja, das stimmt, Miss Marple. Ganz recht. Also? Wussten Sie schon, dass wirklich jeder Stuhl in diesem Zimmer sorgfältig mit dem Haar der Pferde gepolstert ist, die ich geliebt habe? Und ich darf wohl sagen, Sie liebt mich auch. Wirklich? Tja, mit Menschen bin ich leider nie so gut ausgekommen wie mit Pferden. Solange sie im siebten Himmel schweben, doch wenn sie unten sind, auf zwei Beinen steht man sehr schwach. Ich glaube, ich kann Ihnen folgen, Mr. Enderby. Das wusste ich im Voraus. Wir sind uns ähnlich, sehr ähnlich. Tja, ich meine, Sie sind sozusagen eine reifere Dame, sind unverheiratet, leben allein. Tja, ich denke, Sie wissen bereits, was ich sagen will. Soll das bedeuten, dass Sie mir einen Heiratsantrag machen, Mr. Enderby? Ganz recht. Liebe Miss Marple, ich möchte Sie bitten, Ihren Sattel hier für immer aufzubewahren. Hier gehört er nämlich her. Tja, ich fürchte... Oh, schauen Sie, wir würden uns selbstverständlich die Arbeit teilen. Sie führen das Hotel und ich werde den Stall überwachen. Also gut. Dann übernehmen Sie den Stall und ich führe das Hotel. Ich fühle mich außerordentlich geschmeichelt, Mr. Enderby. Also? Aber ich fürchte, ich muss Nein sagen. Nein? Ja, sehen Sie, ich habe so viele andere Interessen, die meine Zeit in Anspruch nehmen. Meine nächste Aufgabe drängt schon. Die Theateraufführung in der Stadthalle, so eine Kriminalkomödie. Ich hoffe, Sie werden auch kommen. Ich fürchte, dafür fehlt mir der Sinn. Und das ist aber schade. Tja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Meine liebe Miss Marple. Guten Tag, Herr Bischof. Also, das ist Ihr Stuhl, bitte. Vielen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt. Cecil Folly Hardwick. Sehr freundlich. Sir Geoffrey Bucknose. Guten Tag. Lord Rutkin. Guten Tag. Nun, meine lieben Vorstandskollegen, die heutige Jahresversammlung unserer Gesellschaft ist zugleich eine traurige und eine äußerst erfreuliche Angelegenheit. Traurig wegen des kürzlichen, unerwarteten Hinscheidens unseres verehrten Konteradmirals Sir Hubert Marple. Tja. Und erfreulich, weil wir statt seiner heute seine Nichte in unserem Kreis begrüßen können. Danke sehr. Die Enkelin des Mannes, der die Stiftung ins Leben gerufen hat. Des Admirals der britischen Flotte, Sir Bertram Marple. Hört, hört. Also Bischof darf ich Also jetzt bitte, bitte. Sie erlauben wohl einen Moment. Um Sir Bertrams eigene Worte zu benutzen, besteht die Aufgabe dieser Stiftung darin, moralisch gefährdeten jugendlichen Quallen ein Rückgrat zu geben. Und zu diesem Zweck erwarb er eines der berühmtesten alten Schiffe Englands, die Battledore, die unsere Stiftung seitdem als ein Trainingsschiff für junge Taugenichtse gedient hat, die sonst vielleicht ganz dem Teufel in die Hand gefallen wäre. Also Bischof, schön und gut, das wissen wir ja alles. Aber ich habe etwas zu berichten, was von größter Wichtigkeit ist. So, so, ich nehme mich auch. Madam, ich kann mir denken, dass Ihr Herz an diesem Tage überfließen muss vor Stolz auf die großen Leistungen Ihrer ehrwürdigen Familie. Ich kann nur eins sagen, das aber aus tiefstem und ehrlichstem Herzen, willkommen. Ich Amen. Danke Ihnen, Bischof. Und jetzt komme bitte, ich... Bitte, bitte, nehmen Sie Platz, bitte. Herr Bischof, meine verehrten Herren Kollegen, ich bin zutiefst bewegt von dem Empfang, den Sie mir bereitet haben. Mein Herz ist tatsächlich von Stolz erfüllt. Verzeihen Sie mir.
Aber mir kommt der Rauch so leicht in die Augen. So ist es besser. Herr Bischof, meine verehrten Herren Kollegen, es ist mir eine große Ehre, zu Ihrem Kreis... Hören Sie bitte Ihre Finger aus meiner Schnupftabaksdose nehmen, Madame. Ach, ich bitte um Verzeihung. Wie ungeschickt von mir. Also, wie ich gerade sagen wollte, wenn wir weiterhin das Steuer sicher in der Hand haben, dann bin ich fest davon überzeugt, dass auch das gute Chef Battledore sich getreulich weiter seinen Weg durch Sturm und Unwetter erkämpfen wird. Und so für jene jungen Menschen, die durch die Wogen des Lebens in Gefahr gekommen sind, ein sicherer Hafen sein wird. Hört. Vielen Dank. Nun, meine Herren und meine Dame, zu dem ersten Punkt unserer Tagesordnung. Zum Teufel mit dem ersten Punkt der Tagesordnung. Ich verlange, gehört zu werden, und zwar gleich. Also ich bitte Sie, Folly, warum können Sie das, was Sie sagen wollen, nicht unter einem anderen Punkt der Tagesordnung vorlegen? Es wird keine anderen Punkte auf der Tagesordnung geben, wenn man sich das, was ich zu sagen habe, nicht endlich anhört und die Konsequenzen daraus zieht. Es ist zwar gegen jede Ordnung, aber wenn es sein muss... Meine... Folly! Tja, ich nehme an, dass er sich über irgendwas sehr erregt haben wird. Oh ja, Dr. Krambeere, erschien mir wirklich etwas sehr... Ja, das dachte ich mir. Tja, das wär's also. Der Geist war willig, aber das Herz war's nicht. Ich hatte ihn gewarnt. Tja, ich muss weiter, ein Baby wartet. Ich werde die Formalitäten bei der Polizei erledigen, ist ja gleich nebenan. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Das ist aber ein flinker junger Mann. Der arme alte Folly. Schade, dass man nicht weiß, was er uns zu sagen hat. Er hatte eben erst eine Inspektionsreise zu unserer Battledore unternommen. Ja, er kam erst heute Mittag wieder zurück, soviel ich weiß. Ich schätze, dass er sich über den schlechten Empfang beschweren wollte, den man ihm dort bereitet haben mag. Der Kapitän scheint sich über Besuche dieser Art nicht sehr zu freuen. So, das wär's, Inspektor. Ich schicke Ihnen morgen früh den Totenschein für die amtliche Leichenschau. Einverstanden? Ja, danke, Doktor. Tut mir leid um den alten Knall. Oh, nicht doch. Warum denn? Ein langes Leben, eine Menge Geld, 4 Frauen und ein schneller Tod. Na, mehr kann sich ein Mensch doch nicht wünschen. Tja, ich muss weiter. Hilft nichts. Da wartet nämlich noch ein Baby auf mich. Also dann auf Wiedersehen. Meine Herren, das ist aber ein flinker Junge. Bacon! Ist es denn absolut notwendig, dass Sie hier bei Nacht und Nebel herumschleichen, wenn ich fragen darf? Miss Marple, nur weil ich Sie beim Herumschleichen beobachtet habe, schleiche ich ebenfalls hier herum. Aber Sie wissen ja nicht, was da oben passiert ist. Zufällig weiß ich das doch. Ich weiß nur nicht, warum Sie aus Fenstern steigen und Feuerwehrleitern herunterklettern. Ja, wissen Sie, das tue ich bloß, weil dem armen Mann der Schnupftabak gestohlen worden ist. Schnupftabak? Ja, nicht etwa die Schnupftabaksdose. Obwohl die, wie ich glaube, ziemlich wertvoll ist, sondern nur der Schnupftabak. Schnupftabak? Gestohlen? Jawohl. Von einem Eindringling. Miss Marple, um alles in der Welt, was... Irgendjemand muss da draußen gelauert haben, vor dem Fenster. Sie meinen, ein Einbrecher, ja? Was kann bei unserer Sitzung für einen gewöhnlichen Einbrecher von Interesse gewesen sein? Doch wie auch immer. Was ist das für ein Einbrecher, der Schnupftabak stiehlt und die Dose zurücklässt? Ich glaube, dieser Todesfall muss Ihnen einen schweren Schock versetzt haben. Jetzt kommen Sie mit uns mit und Sergeant Bacon fährt Sie in meinem Auto nach Hause. Schlafen Sie darüber und morgen früh sind Sie wieder ganz auf der Höhe. Wollen Sie damit andeuten, dass ich nicht zurechnungsfähig bin? Nein, nein, natürlich nicht. Was wollten Sie dann damit sagen, bitte? Nun ja, also nur, dass Sie vorübergehend nicht auf der Höhe sind. Herr Oberinspektor, ich bin immer auf der Höhe, was auch passieren mag. Haben Sie es bekommen, Mr. Stringer? Ja, der Apotheker hat sich zwar erst ein bisschen gehabt mit der Schwefelsäure, aber als ich ihm dann sagte, es wäre für Sie dabei... Ja, danke sehr. Na wunderbar, jetzt kann es weitergehen. Ich muss gestehen, Miss Marple, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Sie eigentlich vorhaben. Ich meine, der Arzt hat doch gesagt, dass der arme Mann einen Herzanfall erlitt. Ist er ja auch. Dann verstehe ich nicht, warum... Warten Sie ab, Jim, immer mit der Ruhe. Was ist denn das? Ein kostbarer kleiner Rest von Folly Hardwicks Schnupftabak. Aber ich dachte, es wäre alles gestohlen worden. Ich hatte durch eine ungeschickte Bewegung etwas davon verschüttet, und zwar kurz bevor er starb. Und glücklicherweise hat das unser Dieb übersehen. Ach so, ich verstehe. Kein Cyanid. Cyanid? Psch, auch kein Gondioma Kamassi. Wie? Der Name eines afrikanischen Holzes, dessen Späne ein Alkaloid enthalten, das im Curare verwandt ist. Schade. Darauf hatte ich nämlich gehofft. Wenn jetzt eine Farbreaktion eintritt... Das war es also. Was? Strychnin. In seinem... Ja, damit hat man ihn beseitigt, und zwar durch die Nase. Gütiger Himmel. Sehr originell. Ja, fast genial. Oder am Ende doch nicht ganz.
Würden Sie mir bitte mal einen Schubs geben, Jim? Ja. Halt, hier haben wir schon. Die Todesbüchse von James Plantagenet Corby. Hier, da steht's. Hören Sie gut zu. Und so, Mylord, erklärte Sefton Harrogate, hat Jakob Rushton tatsächlich einen Herzanfall erlitten. Aber er wurde hervorgerufen durch eine schädliche Substanz in seinem Schnupftabak. Miss Marple, ich beginne zu verstehen. Warten Sie. Aber der Mörder, so fuhr Harrogate fort, beging einen Fehler. Er vergaß nämlich, den ihm belastenden Inhalt wieder aus der Schnupftabaksdose zu entfernen. Und zweifellos ist unser Mörder davon überzeugt, dass er diesen Fehler nicht gemacht hat. Oho. Aber aus welchem Grunde sollte irgendein Mensch so etwas tun? Das, Mr. Stringer, ist die große Frage. Der arme Mr. Foley Hardwick war gerade von unserem Schiff zurückgekommen. Er wollte uns unbedingt etwas Wichtiges mitteilen. Das konnte er nun nicht mehr tun. Da muss das Motiv für den Mord zu suchen sein. Mr. Stringer, ich schätze, da muss irgendetwas faul sein an Bord unserer Battledore. Ach, du meine Güte. Ach, da liegt sie ja. Richtig. Ein echtes Stück Geschichte. Es ist wirklich ein Jammer, dass etwas so Schönes die Antwort auf etwas so Gemeines wie Mord in sich bergen soll. Ach, sehen Sie mal, da kommt schon das Beiboot. Ganz pünktlich. 2 Minuten vor 2 Glasen in der Halbwache. Ist das wirklich klug, Miss Marple? Hätten wir nicht wenigstens versuchen sollen, den Oberinspektor zu überzeugen? Polizisten, Mr. Stringer. Und ganz besonders unser guter Freund, der Oberinspektor Craddock, lassen sich doch immer nur von klaren Beweisen überzeugen. Ja, aber wenn Sie erst mal draußen auf dem Wasser sind, hat's der Mörder leicht. Ein scharfer Malspicker in der Dunkelheit, Ihr Körper verschwindet leise im Spikert, wird bei Abby ins offene Meer rausgetrieben. Mein lieber Jim, nun beruhigen Sie sich mal bitte. Tut mir leid, aber ich halte es für meine Pflicht, Sie auf die Gefahren aufmerksam zu machen. Also wollen Sie mir nun helfen, lieber Jim, oder nicht? Nun ja, natürlich, das wissen Sie ja. Danke. Also was ist, haben Sie Ihre Signallampe? Ja, ja, hier. Nehmen Sie sich auf jeden Fall ein Zimmer mit Blick auf die Flussmündung, am besten mit Balkon. Ich schlage vor, in diesem Hotel. Ja. Ist Ihnen auch alles klar? Oh ja. Und wie verabredet, halten Sie bitte heute Abend um 11 Uhr Ausschau, dann werde ich Ihnen alles übermitteln. Alles, was ich bis dahin an Beweisen entdeckt habe, sodass, falls mir etwas zustoßen sollte von morgen früh... Aber Miss Marple, Sie... dann absolut imstande wären, den Fall aus eigener Kraft weiter zu verfolgen. So, ich glaube, das wäre wohl alles. Also, wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen früh im Hotel. Es sei denn, ich müsste aus irgendwelchen Gründen noch eine Nacht länger an Bord der Battledore bleiben. Aber wenn der Kapitän wirklich so ist, wie der Bischof gesagt hat, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass ich ihm sehr willkommen bin. Miss Marple, hören Sie, ich muss Ihnen aufs Strengste verbieten, sich in Situationen zu befinden. Teufel mit den Torpedos. Volldampf voraus, Mr. Stringer. Sehen Sie sich das an. Nun sehen Sie sich das mal an. Seemannsjacke, Matrosenknöpfe und einen Admiralshut. Was denkt ihr denn, wer sie ist? Neptuns Mutter? Die Cassie Ramsden, Madam. Marple, Captain. Willkommen an Bord der Battledore. Danke sehr. Darf ich Ihnen meine Offiziere vorstellen? Ich bitte darum, Captain. Commander Breeze Connington, Madam. Guten Tag. Organisation und Verwaltung. Kapitän Lieutenant Dimchurch, Madam. Guten Tag. Navigation und Seefahrtskunst. Leutnant zur See Compton, Madam. Guten Tag. Disziplin und Charakterfestigung. Unterleutnant Humbert, Madam. Guten Tag. Körperertüchtigung. Und? Oh. Wir finden, dass das völlig genügt, Madam. Assistentin der Hausmutter, Shirley Boston, Madam. Guten Tag. Ja, und dann haben wir da zu guter Letzt... Hausmutter erster Klasse, Fenbraid. Guten Tag. Erster Klasse. Ja, ja, erster Klasse. Ah. So, das wäre ja hübsch glatt gegangen. Und nun möchte ich Ihnen, Madam, auch im Namen der übrigen Besatzung zum Tod Ihres Kuratoriumskollegen unser herzlichstes Beileid aussprechen. Ich danke Ihnen vielmals, Captain. Und nun will ich ebenso wie Sie keine Zeit mehr vergeuden, also hier ist mein Programm. Hammett! Sir! Kommen Sie her. Schön, danke. 17.30 bis 18.30, das ist die Uhrzeit. Ja, natürlich. Ja. Ein Rundgang durch die einzelnen Unterrichtsklassen. 15 Minuten zum Waschen und Frischmachen, dann 18.45 bis 19.45 Getränke und kalter Imbiss in der Offiziersmesse. 20.00 bis 21.00 Shanties der versammelten Bordwache an Deck. 21.45 bringe ich Sie persönlich von Bord. Zu dem letzten Bus nach Milchester. Miller! Sir? Miller, was machen Sie denn da mit dieser Tasche? Ich trage sie, Sir. Sie gehört mir, Captain. Ihnen? Ja, das ist mein Seesack, wissen Sie? Seesack? Aber Sie sind doch nur für ein paar Stunden hier, nicht? Da ich ein neues Kuratoriumsmitglied bin, finde ich, dass es meine Pflicht ist, ein bisschen länger bei Ihnen zu verweilen, Captain.
Captain. Ich hatte gehofft, ich könnte über Nacht an Bord bleiben. Über Nacht an Bord? Über Nacht, ja? Es tut mir furchtbar leid, aber es ist ganz und gar unmöglich. Und abgesehen davon hätten wir auch gar kein Quartier für Sie. Es tut mir wirklich furchtbar leid. Ein fabelhaftes Quartier, Captain. Wie nett, dass Sie mir Ihre eigene Kajüte geben. Das ist doch gar nicht der Rede wert. So, ich glaube, das wäre dann wohl alles, Madam. Eine schöne Klinge, Captain. Ja, ja, ganz schön, nicht? Tja, er gehörte meinem Urgroßvater. Er bekam ihn zur Belohnung nach der Schlacht bei Trafalgar geschenkt. Wirklich? Ja, wirklich. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie davon getrennt. So. Ja, gut. Also dann treffen wir uns so in 10 Minuten an Deck, wenn's recht ist. Ja. Ach, Captain, ich... Ja, Madam? Haben Sie nicht noch irgendetwas vergessen? Vergessen was denn? Nein, ich glaube nicht. Sie werden doch sicher Ihren Schnupftabak brauchen. Oh ja, wenn Sie mir das bitte... Danke, sehr lieb, soll ich vielen Dank... Augenblick. Vielen Dank. Kommt schon, Kinder, ich bitte euch. Hockt doch nicht so rum. Es ist schließlich nur für eine Nacht. Der Captain und die Dame müssen jeden Augenblick hier aufkreuzen. Also reißt euch ein bisschen zusammen und versucht, einen guten Eindruck zu machen. Aber Sir, Erik und ich wollten heute Abend zu Ellingtons Party. In Bingley Castle. Es ist die Party des Jahres. Mach dir nichts draus, Liebling. Es gibt ja noch andere Partys. Und morgen Abend habe ich ja frei. Hören Sie auf zu stänkern, Compton. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Liebling, bitte. Ganz Ihrer Ansicht, Sie Muskelheld. Der Zeitpunkt ist nicht günstig. Compton, hört auf damit, ihr zwei. Da haben wir Miss Marples Anwesenheit wenigstens ein ausgezeichnetes Essen zu verdanken. Nicht wahr, Dimchurch? Was? Oh ja. Ja, ja. Sie sind doch nicht etwa krank, oder? Nein, nein, wieso? Alles bestens. Sie sind doch nicht wegen der alten Dame so nervös, oder? Nein, nein, es ist einfach nur so... so lästig. Ist doch alles halb so wild. Wir müssen eben nur die Schränke ein bisschen länger verschlossen halten. Und aufpassen, dass die Skelette nicht so klappern, hm? Ihr Besuch war ein großes Vergnügen für uns, Madam, und hat unserer Arbeit neuen Auftrieb gegeben. Danke sehr, Captain. Aber eins macht mir da allerdings ein bisschen Kopfzerbrechen. So, was denn? Ja, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was den armen Folly Hardwick nach seinem Besuch hier so furchtbar erregt hat. Warum erregt? Worüber denn, Miss Marple? Tja, unglücklicherweise ist der arme Mann zu früh gestorben. Ich meine, bevor er uns noch berichten konnte, was es nun war, was ihn so offenbar beunruhigte. Wir hatten Hoppelpoppel an jenem Tag. Hoppelpoppel? Sie wissen doch, gebackene Bohnen mit lauter Resten zusammengekocht. Oh, so wird das also genannt. Die Jungs mochten das Gericht noch nie und ich glaube, er auch nicht. Also mir hat es eigentlich immer sehr gut geschmeckt. Aber über Geschmack lässt sich ja nicht streiten. So dürften wir das geklärt haben. Es ist gut, solche Dinge schnell zu klären. Ach bitte, wollen Sie sich nicht setzen? Danke sehr. So, darf ich wohl in unser aller Namen zum Ausdruck bringen, wie sehr wir es bedauern, Sie morgen früh schon wieder scheiden zu sehen, Madam. Das ist aber nett, dass Sie das sagen, Captain. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie mich gern noch länger hier behalten würden. Bei all den Umständen, die ich Ihnen gemacht habe. Ach, Madam, davon kann überhaupt keine Rede sein. Ich bitte Sie, im Gegenteil, wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns blieben. Und zwar so lange, wie Sie wollen. Kein Wort mehr, Captain. Also gut angenommen. Gut. Captain. Ja, Madam. Ich möchte gern als Zeichen meiner Wertschätzung und natürlich mit Ihrer gütigen Erlaubnis jetzt den Befehl dazu erteilen. Was? Stuart? Getränke für die Mannschaft. Auf das gute Schiff Battledore. Ja, Battledore. Battledore. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen, ich glaube, ich werde mich hinlegen. Gute Nacht allerseits. Und auf Wiedersehen morgen früh. Wie zum Teufel ist es nur dazu gekommen? Verzeihung, Captain, aber Sie haben sie doch mehr oder weniger deutlich eingeladen. Wer hat Sie denn gefragt? Aber das ist doch wahr, Captain. Tatsächlich? Ja. Habe ich das getan? Ich habe eher das Gefühl, dass die Dame Sie ausmanövriert hat. Ausmanövriert? Mich? Ausmanövriert? Wie Sie gesehen haben, war der Champagner bereits bestellt, nicht wahr, Sir? Ja, da haben Sie recht, sieh einer an. Was führt die Alte denn eigentlich hier im Schilde? Möchten mich alle gern loswerden. Ich bleibe. Sir? Schlagen Sie doch das nächste Mal gleich die Tür ein. Verzeihung, Sir. Ich kann es auf den Tod nicht vertragen, dass man mich stört, wenn ich gerade dabei bin, meinen Bart zu kräuseln. Also, was wollen Sie? Ja, Sir, die Landurlaubs... Nicht doch so laut! Sprechen Sie leise. Ja, Sir, die Landurlauber sind gerade zurückgekehrt. Bis auf einen. Bis auf einen? Mhm. Einen. Und der Name? Heller Miller, Sir. Heller.
Oh nein, doch nicht der, Heller. Leider ja, Sir. Wollen Sie damit sagen, dass Sie diesen ausgemachten Galgenstrick fortgeschickt haben, wo sie hier ist? Ich sah darin keinen sie Grund, von der Routine abzuweichen. Sie hätten ihm Fesseln anlegen müssen, noch bevor Sie an Bord kamen. Bitte um Erlaubnis, ihn suchen zu dürfen, Sir. Jawohl, genehmigt. Danke, Sir. Und Compton? Ja, Sir. Sie können ihm von mir bestellen, dass er wenigstens einmal in seinem verkommenen Leben von ganzem Herzen und ganzer Seele sein Morgengebet sprechen soll. Aye, aye, Sir. Mr. Stringer, was ist denn? Miss Marple, ich habe denen das Boot weggenommen. Ist ja nicht schlimm, nun beruhigen Sie sich doch erst mal. Ja. So, und jetzt erzählen Sie. Ich habe getan, was Sie mir aufgetragen haben. Ich bin der Küstenpatrouille gefolgt. Ganz junge Burschen, Miss Marple. Die sind da eingebrochen und haben geräubert wie berufsmäßige Diebe. Ah, sieh mal einer an. Ich kriege den finsteren Verdacht, dass einer der Offiziere hier ein Erzverbrecher ist. Ein Mann, der die Jungen verdirbt und sie zu kriminellen Handlungen anstiftet und aus dieser Korruption ein Geschäft macht. Rudern Sie schnell wieder zurück, Mr. Stringer. Und passen Sie weiter gut auf. Ja, das werde ich tun, Miss Marple. Ja. Das möchte ich nicht haben. Nicht auf meinem Schiff. Das dulde ich einfach nicht. Nichts als Fragen, Fragen und Fragen. Bisher habe ich ja noch gar keine gestellt, Sir. Dann wird's aber Zeit anzufangen. Überall wimmeln hier Polizisten rum. Das regt unsere Jungs auf und natürlich auch die Damen. Und wenn Sie wollen, letzten Endes auch mich. Ja, Sir, das sehe ich. Der Tod trat sofort ein. Uhrzeit ungefähr Mitternacht. Ursache, Ersticken durch Erhängen. Leider falsch. Er ist zuerst erstochen worden und wurde dann an den Mast gehängt. Erstochen? Mit einem Degen. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht dachte der Täter, doppelt hält besser. Ziemlich ungewöhnlich. Hab sowas noch nie gesehen. Würde gern mal mit Ihnen darüber reden, aber jetzt habe ich keine Zeit. Da ist noch ein Baby fällig. Den Bericht kriegen Sie morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist aber einer von der flinken Sorte, was? Ja, ja. Also erstochen, ja? Nanu, haben Sie sich verletzt? Haben Sie noch mehr solche scharfen Waffen an Bord, Sir? Ja, allerdings. So? Ich zum Beispiel habe auch so einen Säbel. Ja, wir haben alle so einen. Gehört zur Ausgehuniform bei den Damen natürlich nicht. Aber den hätte doch jeder benutzen können. Das ist nicht gerade sehr galant, Herr Oberinspektor. Tut mir leid, Madam. Also vielleicht kommen wir weiter, wenn wir feststellen könnten, wer Leutnant Compton zuletzt lebens. Wer Leutnant Compton zuletzt lebens? Ja, natürlich, stellen Sie das bitte fest und dann haben wir sofort den Burschen, der ihn umgebracht hat, nicht wahr? Dann wollen wir mal bei Ihnen anfangen. Nun? Nun was? Wann haben Sie den Toten zuletzt gesehen? Ich weiß zwar nicht, warum Sie das was angeht, aber es war 6 Glasen der ersten Wache. Und das bedeutet? Das heißt 11 Uhr gestern Abend, natürlich. Vielen Dank, Sir. Irgendjemand noch nach 11? Ihr habt doch gehört, was er gefragt hat. Irgendjemand noch nach 11? Ich verstehe. Haben Sie eine Ahnung, Sir, warum irgendjemand diesen Offizier hätte beseitigen wollen? Nein, nicht die geringste. Er war ein ungewöhnlich beliebter Mann, nicht wahr? Vielleicht sogar einer der beliebtesten Männer an Bord. Offensichtlich aber nicht bei jedem. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen, Sir. Wissen Sie, ob Leutnant Compton einen Feind gehabt hat? Nein, nicht, dass ich wüsste. Hat er sich mit jemandem gestritten? Gab es da vielleicht ein Missverständnis? Nun, das kann ich wirklich nicht sagen. Weiß sonst jemand was? Was ist mit Ihnen, Sir? Ich hatte nur wenig Kontakt mit ihm. Ich weiß gar nichts. Und Sie, Mr. Humbert? Ja, also, na schön, es stimmt schon, dass ich mit Compton nicht mehr so gut ausgekommen bin in letzter Zeit. Tatsächlich, Sir. Es tut mir leid, Shirley, aber früher oder später kommt es ja doch raus. Das kam nämlich daher, dass Compton immer und ewig Shirley belästigt hat. Das ist Miss Boston. Erik! Denn wissen Sie, Shirley und ich sind so gut wie verlobt. Was? Das ist aber eine sehr ernste Sache. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Sir. Ja. Auf meinem Schiff gibt es kein... Ich wiederhole kein Techtelmechtel zwischen den Geschlechtern. Das ist eine goldene Regel der Stiftung und es ist unsere Pflicht, sie zu befolgen. Mann, Donnerwetter, Humbert, Sie sind mir aber ein paar Erklärungen schuldig. Sie sind verlobt? Mit einer Frau? Ja. Wo bleibt Ihre Erklärung, Sir? Ja. Ich verlange eine Vielleicht Erklärung. Vielleicht lassen Sie ihn endlich dazu kommen, Sir. Sir? Entschuldigung. Was ist denn? Entschuldigen Sie bitte, Sir, aber ich habe soeben was... Haben Sie sich verletzt, Sir? Schießen Sie schon los, Bacon, bitte. Nun, also, kommen Sie.
Sie haben also gestern eine Patrouille an Land geschickt, Sir? Was zum Teufel hat denn das mit der Sache zu tun? Nun, Sir, die Jungs sind auf dem Polizeirevier gewesen und haben einen Diebstahl gemeldet. Sie haben gestern Abend nicht aufs Schiff zurückkommen können, weil ihnen jemand das Boot gestohlen hat. Ein Mann ist hier bei uns ermordet worden, Inspektor. Und da regen Sie sich über ein Boot auf, das einer gestohlen hat? Ach, Sir, es geht wohl dabei um mehr. Denn der das Boot gestohlen hat, hätte doch sehr wohl hier zum Schiff rudern können und, das ist aber klug kombiniert. Wirklich gut, Connington. Hm? Warum sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen? Bin ich ja. Man hat hier Bootlose treibend an der Flussmündung entdeckt. Irgendein Amateur muss es wohl angebunden haben. Sie werden es zurückbekommen, wenn wir es auf Fingerabdrücke untersucht haben. Mr. Stringer? Ja, Miss Maple? Nein, ich bin hier. Tut mir ja so leid, Jim, aber ich musste kommen, um Sie zu warnen. Mich zu warnen? Ja. Sie werden polizeilich gesucht. Was sagen Sie da? Ja, weil Sie gestern Nacht dieses Boot entwendet haben. Aber wieso? Das habe ich mir doch nur geborgt. Die Polizei ist leider fest davon überzeugt, dass der Mann, der sich das Boot geborgt hat, ein Mörder ist. Ich? Ein Mörder, sagen Sie? Hier. Ich habe Ihnen was zu trinken mitgebracht. Ich dachte, Sie haben es vielleicht nötig. Sir? Ja? Ein Landstreicher möchte dringend mit Ihnen reden, Sir. Das ist sehr nett, ich aber nicht mit ihm. Oh, doch, ich glaube schon, Sir. Was zum Teufel? Ich weiß doch, wo er ist, Chef. Der Mann, den Sie suchen. Sie brauchen also weiter nichts zu tun, als sich so lange still zu verhalten, bis die Jagd vorüber ist. Das wird den Oberinspektor von einer Menge Unglück bewahren und mir freie Hand geben. Aber ist ein vereintes Vorgehen nicht viel besser? Nein, 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 verstehen Sie denn nicht? Solange der wirkliche Mörder glaubt, dass die Polizei weiter nach Ihnen sucht, wird er sich doch unweigerlich im falschen Gefühl der Sicherheit fühlen. Ja, aber... Na, also schön, Miss Maple, ich werde es tun. Mein tapferer Jim. Also dann nehme ich an, dass Mr. Hardwick diesem Leutnant Compton und seinen verbrecherischen Unternehmungen auf die Spur gekommen ist und das ihrem Kuratorium mitteilen wollte. Angenommen, es war so. Dann hat also Compton Folly Hardwick zum Schweigen gebracht. Ja. Und wer hat dann Compton ermordet? Nun, das... Das war wohl sein Komplize, glaube ich. Aber hatte er denn einen Komplizen? Oh ja. Die Person, die dann nach mir in Comptons Kabine eindrang, ohne mich zu entdecken. Diese Person wusste offenbar über den Kasten und seinen Inhalt genauestens Bescheid. Verstehe. Ich frage mich, was es wohl war, was der oder diejenige aus dem Kasten haben wollte. Ah, ja. Tja, ob es vielleicht die Beute eines früheren Raubzuges war? Beim Zeus, Miss Maple, ja. Die klassische Situation, der Streit zwischen Dieben. Ja. Die Sache ist völlig klar. Compton ermordet Folly Hardwick, um ihn zum Schweigen zu bringen. Und Comptons Komplize ermordet ihn, um sich die Beute zu sichern. Also würden wir zwei Mörder haben. Nein. Nein? Nein, dabei stimmt irgendetwas nicht. Comptons Komplize hätte doch bestimmt eine diskretere Art vorgezogen, um seinen ehemaligen Partner aus dem Weg zu räumen. Ja, ein Schlag über den Schädel, ein Stoß bei Nacht über Bord, ein Körper, der mit der Ebbe ins Meer treibt und vielleicht nie wieder entdeckt wird. Ja, zum Beispiel. Aber einen Mann zu durchbohren und ihn dann aufzählen, damit alle ihn sehen, und zwar am Besanmast, dem traditionellen Galgen, für alle Meuterer und Verräter? Nein, Jim. Das deutet nicht auf das Gehirn eines gewöhnlichen Verbrechers hin, der sich nur mit Diebstahl abgibt. Vielmehr auf einen Mann, der zu etwas so teuflischem fähig ist, wie einen anderen mit seinem eigenen Schnupftabak zu vergiften. Wollen Sie damit sagen, dass... Ja. Es ist ziemlich sicher für mich, dass wir nur einen Mörder zu suchen haben. Er hat beide umgebracht, Folly Hardwick und Compton. Und zwar aus einem Motiv, das wir noch nicht kennen. Ein Motiv, das im Dunkeln ruht. Beim Zeus, Miss Maple, ich glaube, Sie haben recht. Aber was für ein Motiv könnte das gewesen sein? Einen Moment, Mr. Stringer. Ich habe diesen Umschlag hier in Leutnant Comptons Seemannskiste gefunden. Er ist über Dampf geöffnet worden. Oh. Was hatte Compton wohl für ein Interesse daran gehabt, mit unserem Kuratorium Verbindung aufzunehmen? Wie Sie selbst sehen, stehen lauter Zahlen drauf. Das war eine Berechnung, die von Compton stammt, nehme ich an. Aber sehen Sie mal hier, die Nummer 33. Denken Sie bitte daran, wie sehr Folly Hardwick mit dieser Zahl beschäftigt war, dass er sie dauernd auf den Zettel gemalt hat. 33. Mr. Stringer, Sie müssen sofort nach Milchester zurück, auf der Stelle. Suchen Sie die Sekretärin des Kuratoriums auf, Miss Pringle, und fragen Sie sie, welche eine Art Mitteilung oder Nachricht vom Schiff sich Ihrer Meinung nach in einem so ungewöhnlichen Kuvert wie diesem hier befunden haben müsste. Aber Miss Maple, die Polizei, haben Sie nicht gesagt, dass ich mich ruhig verhalten soll? Ach was, gehen Sie über die Hintertreppe runter. Schlagen Sie aber den Kragen hoch und die Mütze tief runterklappen. Ja, ja. Auf Wiedersehen, viel Glück. Der Polizeipräsident und ich haben Ihre Aussage gelesen, Miss Maple. Wir können es zwar nicht glauben, aber gelesen haben wir es. Dann kommt es mir ziemlich sinnlos vor, noch länger hier zu bleiben. Einen Augenblick.
Ich könnte Sie nämlich sofort unter Anklage stellen, zum Beispiel wegen Zurückhaltung von Informationen, Verschwörung, Unterstützung und Begünstigung eines Flüchtlings und vielleicht noch wegen vieler Dinge mehr, wenn ich es mir recht überlege. Und warum tun Sie es dann nicht? Ja, wenn es nach mir ginge, Miss Marple, aber Sie haben wieder mal Glück. Der Polizeipräsident ist der Ansicht, dass Ihre Einmischung in diesem Fall auch ganz nützlich war. Einmischung? Einmischung. Darf ich fragen, welche Richtung Sie nun einschlagen wollen, Inspektor? Der Fall liegt ziemlich klar. Compton wurde von seinem Komplizen ermordet. Das dachte ich, dass Sie das denken würden. Und jetzt wissen wir auch, wer jener Komplize ist. So? Miss Marple, in den letzten 6 Wochen ist es in unserer Umgebung zu 6 schweren Einbrüchen gekommen, bei denen hauptsächlich Juwelen gestohlen wurden. Alle diese Einbrüche geschahen nach einem gesellschaftlichen Ereignis. Und der Einzige, der zu allen Festen eingeladen war, ist Unterleutnant Humbert. Ich verstehe. Wollen Sie ihn daraufhin festnehmen? Ich werde Humbert zu einem Verhör holen. Ihn mit dem Jungen konfrontieren. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr sein wird als eine Formalität. Daraus ersehe ich, dass Sie nicht gewillt sind, die Möglichkeit zu bedenken, dass Mr. Hardwick vielleicht keineswegs seines natürlichen Todes gestorben ist. Ich bitte Sie, Miss Marple, mit Schnupftabak vergiftet. Ich fürchte, dass Sie noch ein bisschen zu viel Einbildungskraft haben. Das wäre nur gut, da ich doch offenbar Intuition für 2 haben muss. Der Weg liegt vor Ihnen, Miss Marple. Ich möchte Ihnen vorschlagen, jetzt zu gehen, Mr. Stringer aufzusammeln und sich dann direkt und schnellstens nach Milchester zu begeben. Der Weg liegt vor Ihnen, Herr Oberinspektor, bitte. Ich möchte Ihnen vorschlagen, nichts zu versäumen. Schließen Sie sich über Nacht in Ihrem Zimmer ein und denken Sie mal gründlich und in aller Ruhe nach. Wie lange wollen Sie uns hier noch so sitzen lassen? Ich warte auf den Bericht des Arztes, Captain, falls Sie nichts dagegen haben. Augenblick, einen Moment. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist, Inspektor? Donnerstag. Donnerstag. Heute ist der Tag der Trafalgar-Schlacht. Wir müssen abends unseren traditionellen Hornpfeifer-Tanz im K-Hotel vorführen und da gibt's auch schrecklich viel zu tun. Das werden Sie wohl absagen müssen, Sir. Absagen? Das wäre ein Bruch aller Tradition, Herr Oberinspektor. Das tut mir leid. Das tut Ihnen leid. Ist es nicht. Also es ist der Todestag von Nelson. Ich kann doch Nelsons Tod nicht ignorieren, Inspektor. Und ich kann eine Reihe erheblich jüngerer Todesfälle nicht ignorieren, Captain. Es macht einen alles so nervös. Haben Sie vielleicht Schlangen an Bord? Schlangen? Ja, Schlangen. Wovon redet der denn bitte? Ja, das dachte ich mir schon. Trotzdem sehr merkwürdig. Das Mädchen ist vergiftet worden. Durch eine Punktierung in den Mittelfinger. Verdammt schnell wirkendes Gift. Curare möglicherweise. Sehr beliebt bei den südamerikanischen Pygmäen, wissen Sie. Die benutzen ein Blasrohr, geht direkt in die Blutbahn. Blitzschnelle Wirkung. Die sind weg wie nichts. Einfach so. Abenteuerlich. Sowas ist mir bisher in meiner ganzen Praxis noch niemals vorgekommen. Würde mich gern mit Ihnen darüber unterhalten, aber ich habe jetzt keine Zeit. Wo ist denn mein Koffer? Ach so, Sie haben ihn. Vielen Dank. Also, tja, da ist nämlich noch ein Baby fällig. Vielleicht werden es auch Zwillinge wollen. Mal sehen. Oder am Ende Drillinge. Guten Morgen. Der Kerl ist aber wirklich von der flinken Truppe, Donnerwetter. Ja, für den geht's dauernd um Leben und Tod, nicht wahr? Schlangen. Pygmäen. Pfeilspitzen ins Blut. Das ist alles nur Sie, wisst ihr? Da reden Sie über den alten Klabautermann, die ist ja noch viel schlimmer als er. Ist alles in Ordnung, Captain? In Ordnung? Nein, hier ist nichts mehr in Ordnung. Schaffen Sie mir endlich dieses Weib vom Schiff! Was für ein Weib? Miss Marple, wen sonst? Hören Sie zu. Ich habe heute früh mein Logbuch geschrieben. Ist Ihnen klar, dass seit dem Moment, in dem Sie an Bord kamen, 2 meiner Besatzung ermordet wurden, Humbert von euch Idioten ins Gefängnis geworfen wurde und Sie 4 meiner Jungs wegen Einbruchdiebstahl verantworten müssen? Und darüber hinaus ist das Schiff bis zum Bootsdeck vollgestopft mit diesem Zeug. Wie nennen Sie es? Beute. Sehen Sie sich das an. Craddock, mein Freund, mein lieber Inspektor und Freund. Ganz egal, wie Sie es anstellen, aber schaffen Sie sie weg. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel eine Anklage gegen Sie vorbringen. Ich bin sicher, dass Sie darin sehr tüchtig sind. Ich sag's Ihnen nochmal. Sie ist eine Hexe. Sie ist ein Unglücksrabe. Sie bläst hier einen höchst gefährlichen Wind. Der Captain ist der Ansicht, dass Sie den bösen Blick haben. Er möchte, dass ich Sie hier von Bord schaffe. Das kann ich mir vorstellen, ja. Tja, darf ich reinkommen? Wenn Sie möchten. Die Entwicklung des Falles dürfte Sie wohl dazu veranlassen, Humbert wieder freizulassen. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Ich gebe zu, dass das Mädchen die Komplizin gewesen sein muss. Sie wird die Beute aus Comptons Kabine geholt haben. Aber dennoch ist auch Humbert mit im Spiel, trotz allem. Oh ja, da haben Sie schon recht. So? Er gehört ja zur Familie der Rutherford'schen Humberts und hat somit gesellschaftlichen Zutritt zu allen vornehmen Häusern der Grafschaft. Das würde wohl erklären, warum er bei allen Festen zugegen war, von denen Sie gesprochen haben und die jedem Raubzug vorangingen. Ja. Das wäre wohl möglich. Ich nehme an, dass ihr das Mädchen mitgenommen hat. Ja. Ja. Wissen Sie, es mag doch sein, dass sie absichtlich mit Humbert geflirtet hat,
um sich auf diese Weise Zutritt zu den Häusern zu verschaffen, sodass sie, wie Sie es bezeichnen würden, das Gelände für Ihren eigentlichen Geliebten sondieren konnte, für Compton. Gar nicht so abwegig. Aber inzwischen ist sie vergiftet worden. Auf irgendeine Weise hat man ihr das Gift in den Finger injiziert. Ja, das habe ich auch bemerkt. Na schön. Doch wie? Mit einer Mausefalle, Inspektor. Mausefalle? Ja. Ich glaube, dass das unglückselige Mädchen gestern Nacht nach einem sicheren Versteck für die gestohlenen Schmuckstücke gesucht hat. Sie fand ein Versteck, fasste hinein und schnapp und... Schnapp? Als Abdruck die Strieme auf ihrem Handrücken, ganz deutlich zu sehen. Und die Punktur rührt von der Spitze her und die sitzt am Schnapper. Aber warten Sie mal, eine Mausefalle, die man mit tödlichem Gift präpariert hat? Warum denn das um alles in der Welt? Das ist doch ziemlich klar, weil das Versteck, das sie gefunden hatte, bereits in Benutzung war. Hä? Ja, es verbarg etwas anderes und offenbar etwas, was noch viel wertvoller und kostbarer war. Denn um es zu schützen, baute der Eigentümer eine Mordwaffe wie diese Mausefalle auf. Herr Miss Marple, das alles erscheint mir so fantastisch. Eigentlich doch nicht, Herr Oberinspektor. Die Methode ist ausführlich hier in diesem Buch dargelegt. Die Todesbüchse. Es geht dabei übrigens auch um das Prinzip eines Mordes mit Schnupftabak. Ah. Verzeihen Sie bitte. Ich dachte, dass Sie und Ihre Männer gern etwas zum Mittagessen wollen. Wir möchten Ihnen aber keine Mühe machen, Madam. Das ist doch keine Mühe. Denn 4 Portionen suchen einen Abnehmer, seit sich die Zahl unserer Jungens auf 29 verringert hat. 29 plus 4 ergibt 33. Sehen Sie, ich habe in Comptons Kabine nach seinem Tod diesen Briefumschlag hier gefunden. Dieser Umschlag wird, wie ich jetzt weiß, für die Vierteljahresberichte der Schiffsleitung verwendet. Mr. Stringer hat den letzten Bericht, den unser Kuratorium bekommen hat, hier beigefügt. Sie werden gleich sehen. In diesem Bericht wird die Anzahl der Jungen an Bord mit 45 angegeben. Und in Wahrheit sind es nur 33. Sie meinen, ein Betrug? Ja. Und wenn dieser Betrug schon so lange ausgeführt wird, wie ich glaube, dann kostet er die Stiftung ein Vermögen. Darf ich mal sehen, Sir? Ich glaube, dass Mr. Foley Hardwick diesen Betrug da auf die Spur gekommen ist. Und desgleichen Compton, der dann der Liste seiner zahlreichen Verbrechen noch Erpressung hinzufügte. Erpressung? Ja, er fing den Bericht ans Kuratorium ab, öffnete den Umschlag über Wasserdampf und wie Sie selbst hier sehen, errechnete die Summe, die unser Betrüger mit seinem frechen Schwindel pro Jahr verdient haben muss. Zweifellos hatte er vor, eine tüchtige Portion davon für sich selbst zu fordern. Aber dann hat er allerdings mehr bekommen, als er wohl haben wollte. Wer hat diesen Bericht unterschrieben? Der Captain, Sir. Kommen Sie. Nein, nein, Oberinspektor, bitte nichts überstürzen. Aber Miss Marple, es darf noch niemand in Haft genommen werden. Sie müssen allen erlauben, heute Abend an Land zu gehen. Das kommt nicht in Frage. Unterschlagung und Betrug ist eine Sache. Beweise für einen dreifachen Mord etwas anderes. Vorsicht, Vorsicht. Fang den Panther mit einer Mausefalle. Das Beiboot stößt in 2 Minuten ab, Madam. Du meine Güte, und ich habe mich noch nicht einmal umgezogen. Captain. Ja, Madam. Ob es wohl möglich wäre, dass Sie mich beurlauben? Beurlauben? Nun ja, schauen Sie, Captain, ich muss morgen wieder nach Milchester zurück. Ach, morgen? Ja. Oh ja, natürlich, morgen. Und obwohl mir dieses Fest sicher ein riesiges Vergnügen bereiten würde, möchte ich doch lieber meinen letzten Abend an Bord der Battledore verbringen. Ja, natürlich, das ist doch Ihre Sache. Ich bitte Sie. Ich bin eine Landratte, müssen Sie wissen. Und das Geräusch der Wellen, die leise gegen die Planken des Schiffes klopfen. Und man sitzt ruhig über einem guten Buch. Hm. Ja, aber nur zu gern. Ich würde mich herzlich freuen, wenn das Ihren Besuch krönt. Das ist hier ein sehr interessanter Kriminalroman. Ich habe ihn aus der Schiffsbibliothek entliehen. Aha. Ich weiß, dass bisher nur einer von Ihnen das Buch gelesen hat, aber ich möchte es auch allen anderen empfehlen. Ich bin gerade bis zur aufregendsten Stelle vorgedrungen, wo... Nun, ich hoffe, ich bringe Sie nicht um die ganze Spannung, wenn ich Ihnen verrate, dass des Rätsels Lösung in einer Mausefalle besteht. Einer Mausefalle? So, mehr sage ich aber nicht, denn sonst würde ich Ihnen ja den Spaß verderben. Captain, ja? Die Boote stehen bereit. Oh ja, natürlich. Ja, Madam, da bleibt mir nur übrig, Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen. Danke sehr. Also, gute Nacht. Das wünsche ich Ihnen auch. Ihnen allen natürlich. Sie? Ich bin nicht an Land gegangen. Das hat in dem Dunkel keiner gesehen. Auf mich achtet ja sowieso niemand. Und was wollen Sie hier? Das ist meine letzte Chance. Sie wollen uns doch morgen verlassen, nicht wahr? Ja, das ist meine Absicht allerdings.
Ich lebe unter einem großen Druck, seitdem Sie zu uns an Bord kamen. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Das heißt, ich habe ein Geständnis zu machen. Ja, und? Ja, ich gebe zu, dass ich an beständiger Seekrankheit leide. Ich bin nicht fähig, diesen Beruf auszuüben. Es geht nicht mehr ohne Tabletten. Ich verstehe. Und diese Tabletten stehlen Sie aus dem Schiffslazarett, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Und das spielt jetzt keine Rolle. Tja, dann muss ich wohl meinen Dienst quittieren. Nein, das glaube ich nicht. Wieso nicht? Admiral Lord Nelson hat doch die gleichen Beschwerden gehabt. Und wo wären wir heute, wenn er den Mut verloren hätte? Und wenn Sie das irgendwie beruhigen kann, dann schlage ich Ihnen vor, sich in ein Boot zu setzen und doch noch an Land zu gehen, um an einem Fest zu Ehren Ihres großen Berufskollegen und Leidensgefährten teilzunehmen. Miss Marple, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen jeder verdanken soll. Dann versuchen Sie es gar nicht erst. Sie können jetzt ruhig vorkommen. Guten Abend, Commander. Guten Abend, Miss Marple. Wie lange hat es gedauert, durch Unterschlagung eine so große Summe zusammenzubekommen? 20 Jahre. Meine Kuratoriumskollegen müssen recht nachlässig gewesen sein. Mr. Folly Hardwicks Besuch war der erste seit 12 Jahren. Sie verfassen doch die Vierteljahresberichte, nicht wahr? Ja, ganz recht. Sehr wohl. Ich muss zugeben, dass ich anfangs den Kapitän im Verdacht hatte, denn er hat sie unterschrieben. Ja, das war auch meine Absicht. Doch dann dämmerte es mir. Sie schrieben immer zwei Berichte, nicht wahr? Der eine war richtig und der andere gefälscht. Dann legten Sie einfach ein Blatt Kohlepapier dazwischen und der Käpt'n unterschrieb sie beide. Ja, stimmt. Offenbar haben Sie von den Früchten Ihrer Mühe nur sehr wenig ausgegeben, Commander. Das finde ich seltsam. Ich wollte, wenn ich mich zur Ruhe setze, in einem Stil leben können, der einem Flottenadmiral entspricht. Wie meinen Sie bitte? Mein Rang. Verstehen Sie? Soviel ich davon verstehe, wurden Sie doch als Commander pensioniert. Sie verstehen gar nichts. Sie verstehen überhaupt nichts. Hören Sie? Würde ich aber gern. Die Marine war ungerecht und hat mich abgebaut. Es hatte nichts mit meinem Können zu tun. Ungeeignet zur weiteren Beförderung, so hieß der Satz, glaube ich. Danach hat man mir diesen Posten angeboten. Und Sie nahmen ihn an? Ja. Und genauso nahm ich mir als mein Recht die regelmäßigen Beförderungen, die mir zugestanden hätten, wenn ich noch im Dienst gewesen wäre. Und natürlich auch die üblichen Gehaltserhöhungen, die sich damit verbinden. Obwohl ich immer noch die Uniform eines Commanders trage, bin ich doch in Wahrheit ein Admiral der Flotte. Ich glaube, dass Sie jetzt genug gehört haben, Herr Oberinspektor. Ich wäre Ihnen beinahe wirklich auf den Leim gegangen. Ich glaube, es wird das Beste sein, wenn ich Sie auf der Stelle umbringe und dann das Schiff versenke. Und zwar so, dass es den Anschein hat, wir wären beide an Bord gewesen. Und falls je ein Mensch hinter die Wahrheit kommen sollte, was ich mir nicht denken kann, dann werde ich meinen schwer verdienten Lebensabend genießen. Irgendwo weit weg von hier. Es wird nicht ganz so einfach gehen, wie Sie denken. Ich warne Sie, ich war nämlich nationale englische Fechtmeisterin im Jahre 1932. So, das ist ja hochinteressant, Madam. Und ich war 1932 Fechtmeister der Yangtze-Flottille. Mr. Stringer! Nein, nein, diesmal nicht, Miss Marple. Touché, Mr. Stringer. Das war gut. Gut gemacht. Ich war so unruhig, ich konnte Sie einfach nicht allein lassen. Meine Güte, der Oberinspektor, schnell, helfen Sie mir. Ach, Herr Inspektor, ist Ihnen noch nichts passiert? Ich habe mir solche Sorgen um Sie gemacht. Thank you.
Fahrkarte, bitte. Eine Frau ist ermordet worden. Ich habe es zufällig gesehen. Sie wollen behaupten? Eine Frau ist von einem Mann erwürgt worden in dem Zug, der eben vorbeigefahren ist. Erwürgt? Ja, erwürgt. Sie müssen die Polizei sofort benachrichtigen. Aber wieso? Ist es vielleicht möglich, dass Sie über dem Kriminalroman eingeschlafen sind und das Ganze bloß geträumt haben? Junger Mann, ich habe nicht geträumt. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Darf ich Sie... Fahrkarte, bitte. Eine Frau ist ermordet worden. Ich habe es zufällig gesehen. Sie wollen behaupten? Eine Frau ist von einem Mann erwürgt worden in dem Zug, der eben vorbeigefahren ist. Erwürgt? Ja, erwürgt. Sie müssen die Polizei sofort benachrichtigen. Aber wieso, ist es vielleicht möglich, dass Sie über dem Kriminalroman eingeschlafen sind und das Ganze bloß geträumt haben? Junger Mann, ich habe nicht geträumt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Darf ich Sie bitten, Ihre Pflicht zu tun? Pflicht? Natürlich, wir werden ja in etwa 5 Minuten in Breckhampton sein. So wie wir da ankommen, werde ich den Vorfall melden. Gut. Darf ich vielleicht um Ihre Personalien bitten? Das müssen Sie sogar. Miss Jane Marple. Marple? Marple. Old Pasture Lane. Pasture Lane. Milchester. Milchester. Ich danke Ihnen, Miss Marple. Ich werde den Stationsvorsteher entsprechend verständigen. Darum möchte ich bitten. Jawohl. Ich bin Inspektor Craddock von der Mordkommission. Ach, ich dachte, ein Vertreter. Darf ich bitten, Herr Inspektor? Ich habe gerade die Zeitungen der letzten beiden Tage durchgeblättert, aber ich habe keine Zeile über den Mord finden können. Die Polizei hat die Presse wohl gebeten, das Verbrechen vorläufig geheim zu halten. Nehmen Sie doch Platz, bitte. Ich bin mit dieser Taktik vertraut. Sie wiegen den Täter in Sicherheit und dann schnappen Sie zu. Na, wie steht's? Werden Sie bald zuschnappen? Wissen Sie, es ist... wir sind nach vielen Überlegungen zu der Ansicht gekommen, dass was Sie im Zug gesehen haben, waren... Ein Mann und eine Frau und... Ja, das ist eindeutig. Ich will damit sagen, die beiden befanden sich vielleicht auf der Hochzeitsreise. Herr Inspektor, Sie könnten mich wohl mit einigem Recht eine alte Jungfer nennen. Aber trotzdem kenne ich doch den Unterschied zwischen einer Umarmung und einem Mord. Selbstverständlich, Miss Marple, aber wir haben alle in Frage kommenden Züge genau überprüft. Nachforschungen in den Krankenhäusern verliefen ergebnislos. Sie war blond und trug einen Mantel mit einem hellen Pelzkragen. Die von Ihnen beschriebene Person ist weder beim Ein- noch beim Aussteigen von irgendjemandem gesehen worden. Seit wann kann eine Tote aussteigen? Wir sind allen Möglichkeiten nachgegangen. Wir haben die gesamte Strecke abgesucht, aber ohne den geringsten Erfolg. Oh, Sie ziehen also meine Aussage in Zweifel? Das würde ich mir nicht erlauben. Erlauben nicht, aber Sie durchaus tun es. Durchaus nicht. Nur, Was nur? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass eine Frau im besetzten Zug einige Minuten vom Bahnhof entfernt ermordet werden kann, ohne dass wir etwas davon erfahren. Ich gestatte mir nicht, Ihnen Vorwürfe zu machen, aber glauben Sie ja nicht, dass ich das so einfach auf mir sitzen lasse. Wenn Sie der Meinung sein sollten, eine alte, schwachsinnige Jungfer vor sich zu haben, befinden Sie sich in einem gewaltigen Irrtum. Guten Tag. Ich bedauere, Mrs. Stanton, ich hatte noch kein Glück. Wenn ich Sie auch enttäusche, der Galgen wartet auf Hedrick, war bedauerlicherweise noch immer nicht zu bekommen. Sehr nachlässig von Ihnen. Geben Sie mir eine Nachricht, sobald es eintrifft. Aber natürlich, Sie können sich darauf verlassen. Schönen guten Morgen, Miss Marple. Guten Morgen, Mr. Stringer. Guten Morgen, Hilda. Ich habe was für Sie. Der Galgen wartet auf Hedrick. Heute Morgen erst eingetroffen. Mr. Stringer, ganz ehrlich, halten Sie mich für eine überspannte Person? Aber keineswegs. Bin ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte? Absolut, ich... Leide ich unter Halluzinationen? Wieso? Nein. Ich danke Ihnen für Ihre gute Meinung. Die Polizei hält mich für schwachsinnig. Wirklich? Sie behaupten, das, was ich im vorbeifahrenden Zug gesehen habe, sei die Umarmung eines Liebespaares gewesen. Das ist doch... Wenn ich Sie wäre, Miss Marple, würde ich dem Inspektor aber einen geharnischten Brief schreiben. Mr. Stringer, was glauben Sie? Wie viele Kriminalromane haben wir schätzungsweise in den letzten Jahren gelesen? Unmöglich, das genau zu sagen. Sicher ein paar hundert. Ja, wir können ohne Überheblichkeit sagen, wir sind in der Aufklärung von Verbrechen geübt. Da stimme ich Ihnen zu. Na, sehen Sie. Wir beide können jetzt unsere kriminalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir? Ja, natürlich. Wer denn sonst? Ah, Mr. Stringer, würden Sie mir die Freude machen, Ihren Tee heute bei mir einzunehmen? Oh ja, mit Vergnügen, Miss Marple. Ach ja, das bringt uns weiter. Gar kein Zweifel, das war der 5 Uhr Express nach Breckhampton, in dem der Mord verübt wurde. Hier ungefähr muss es gewesen sein. Aber woher wollen Sie das wissen? Weil der Zugschaffner mir gesagt hat, es seien noch 5 Minuten bis Breckhampton. Eine Minute, nachdem der Mord geschehen ist, hat er mein Abteil betreten. Der Zug befand sich also 6 Minuten vor Breckhampton bei einer Stundengeschwindigkeit von 50 Kilometern. Das Verbrechen geschah ungefähr hier.
Aber wo ist die Leiche geblieben, Miss Marple? Die Leiche ist natürlich aus dem Zug geworfen worden zwischen diesem Punkt hier und Breckenton. Aber die Polizei hat nichts gefunden. Kein Wunder. Der Mörder hatte, bevor die Polizei eintraf, die Leiche bereits entfernt. Wir müssen der Polizei ihre Hypothese sofort mitteilen. Das ist sehr wichtig. Völlig zwecklos. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingestellt. Wenn neue Momente auftauchen, und das ist ja durchaus der Fall. Ja, das denke ich auch. Wir beide werden die notwendigen Ermittlungen durchführen. Ja, Sie haben richtig gehört. Ich möchte Sie bitten, morgen ordentlich zu frühstücken. Kurz nach Morgengrauen werde ich mit Ihnen einen kleinen Spaziergang unternehmen. Es ist unmöglich, eine Leiche aus dem fahrenden Zug zu werfen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Miss Marple, wir haben uns schon zu lange hier auf dem Bahngelände aufgehalten. Man wird uns doch festnehmen. Ach, Unsinn. Wer wird zwei Streckenarbeiter festnehmen, die ihre Arbeit nachgehen? Ich bin nicht der Überzeugung, dass diese Verkleidung genügt. Ein Stückchen Stoff, einen Schuh, irgendetwas. Der Fahrplan, den ich hier habe, ist noch vom vorigen Jahr. Aber ich weiß, dass er 7.15 Uhr immer noch zur selben Zeit fährt. Von mir aus, bitte. Es ist auf den Gleisen hier ziemlich gefährlich. Ach, Sie Hasenfuß. Sehen Sie sich das mal an. Wenn hier nicht was aus dem Zug geworfen ist, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, es war die Leiche. Sie könnte unter Umständen durch den Schwung an der Mauer gelandet sein. Aber wo ist die Leiche? Diese Frage, Mr. Stringer, beschäftigt auch mich. Vielleicht vergraben? Schwierig ohne Hacke oder Schaufel. Nein, mein Guter, das ist kein geeigneter Platz, um eine Leiche loszuwerden. Ich möchte gern über die Mauer sehen. Könnten Sie mich mal hochheben? Ich weiß nicht, Miss Marple, ob ich das... Haben Sie nicht gehört, Mr. Stringer? Zeigen Sie mal, dass Sie geschickt sind. Sind Sie so weit? Ja. Aber Sie müssen doch die Finger verschränken. Hab ich ja. Na, dann wollen wir es mal versuchen. Schränken Sie sich ein bisschen an. So, jetzt. So. Oh, lassen Sie mich nicht fallen. Oh, runter. Das ist aber ein unsympathischer Bursch. Ob der Hund bissig ist? Miss Marple, gehen wir lieber. Ich habe so ein komisches Gefühl. Mr. Stringer, bestimmt ist die Leiche über diese Mauer gebracht worden. Darauf könnte ich schwören. Das ist der Landsitz der Familie Eggensrop. Stellen Sie sich doch mal vor, für jemand aus dem Haus ist es doch ganz einfach, über die Mauer zu steigen und die Leiche rüberzubringen. Sie ist auf dem Grundstück beiseite geschafft worden. Sie vermuten, dass jemand aus der Familie der Täter war? Ja, oder vom Personal, wenn Sie überhaupt Personal haben. Großer Mangel heute. Mal überlegen. Miss Marple, Ihre Überlegungen enden immer mit einem gefährlichen Plan. Mr. Stringer, wir werden uns jetzt zurückziehen, aber nur vorübergehend. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bedauere, aber ich kann Ihnen nicht helfen, gnädige Frau, nicht mal mit einer Putzfrau. Ich suche eine Stellung als Wirtschafterin. Könnten Sie mich vermitteln? Aber um Gottes Willen, wollen Sie nicht bitte Platz nehmen? Hier sind Sie an der richtigen Adresse. Ich habe glänzende Angebote. Der schöne Beruf der Wirtschafterin ist also doch noch nicht am Aussterben. Was könnte ich Ihnen bieten? Schauen wir doch mal nach. Ja, das würde ich Ihnen empfehlen. Schönes Haus, sehr komfortabel, reizende Leute. Zwei hübsche Zimmer, eigenes Bad, Fernsehapparat, Auto steht zur Verfügung. Jeden zweiten Tag Ausgang, Treueprämie nach einem Jahr. Sagt mir alles nicht zu. So, na, macht nichts. Na, vielleicht konveniert das hier mehr. Elegante Luxusvilla in Monte Carlo. Ganz hervorragende Bedingungen. Tägliches Taschengeld für die Spielbank. Ich bin ein Feind der Spielbanken. Mrs. Hamilton Potts, eine der angesehensten Familien des Landes. 7 Kinder, das älteste ist 7. Danke, ich verzichte. Es wäre vielleicht besser, wenn ich mit Mrs. Binster persönlich sprechen würde. Ich bin Mrs. Binster. Ah, sehr geschickt. Es würde mich interessieren, ob nicht im Landhaus der Familie Eggensorp eine Stellung für mich frei wäre. Bei den Eggensorps, meinen Sie? Ja, Eggensorps sind mir empfohlen worden. Oh ja, ich denke, ich kann Sie dort unterbringen. Sicherlich. Da wechseln oft die Wirtschafterinnen. Miss Eggensorp? Ja, bitte? Ich bin Jane. Die neue Wirtschafterin? Ja. Jane Marple. Können Sie mir freundlicherweise zeigen, wo ich meine Sachen unterbringen soll? Natürlich. Ja, aber ich weiß nicht recht, ob diese Stellung wirklich Ihren Wünschen entsprechen wird, Miss Marple. Ich wäre ja sonst nicht hier. Ich werde mich schon zurechtfinden. Wissen Sie, ich brauche keine Hausdame. Ich brauche jemanden, der die Arbeit macht. Ja, ich werde kochen, die Zimmer sauber halten, die Fußböden scheuern, den Heizkessel in Betrieb halten. Ich scheue keine Arbeit. Tja, wenn das so ist, hoffentlich wird es Ihnen bei uns gefallen. Ich habe keine Bedenken. Die Arbeit ist vielleicht nicht einmal so anstrengend, denn wir führen ein ziemlich ruhiges Leben. Unser Haushalt besteht aus 3 Personen. Mein Neffe verbringt hier die Ferien, dann ich und noch mein Vater. Darf ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen? Ja, gern. Nein, nein, den Koffer nehme ich, eventuell die Schläger, wenn sie Ihnen nichts ausmacht. Damit ich nicht ganz einruste. Ja, natürlich.
Unser Personal besteht aus Hillman, dem Gärtner, und Mrs. Kidder, die Ihnen geöffnet hat. Sie kommt dreimal wöchentlich, aber nur nachmittags, um die grobe Arbeit zu erledigen. Ein Porträt meines Großvaters. Unser Familienvermögen haben wir ihm zu verdanken, durch Teegebäck. Oh ja, kenne ich. Ganz ausgezeichnetes Gebäck habe ich oft gekauft. Er war sehr streng, unser Großvater. Ich denke, ich sollte Ihnen das nicht verheimlichen. Mein Vater ist nämlich bisweilen ein wenig schwierig, wenn ich Ihnen das ganz offen sagen darf. Er ist ein schwerkranker Mann. Er legt größten Wert auf Sparsamkeit. Und oft sagt er Dinge, die die Leute vor den Kopf stoßen. Ich möchte vermeiden, dass Sie an... Ich bin an ältere Leute aller Art gewöhnt. Ich komme stets gut mit Ihnen zurecht. Machen Sie sich keine Sorgen. Evelyn! Na, was ist denn? Ich habe dich gehört. Ja, Vater. Entschuldigen Sie bitte. Versuch nur nicht, dich wieder zu drücken. Ist die neue Wirtschafterin bei dir? Du meinst... ja, Vater. Hoffentlich nicht wieder so eine Bohnenstange wie die letzte. Die Dürren sind unzuverlässig und lügen. Was stehst du herum und starrst Löcher in die Luft? Bring sie herein, ich will sie sehen. Ja, gern. Kommen Sie doch bitte herein. Vater, das ist Miss Marple. Jane. Wenn ich dir im Finstern begegnen würde, dann würde ich weglaufen. Es können nicht alle Menschen jung und hübsch sein. Das wissen Sie doch am besten, Mr. Eggenshaw. Wenn ich etwas nicht ertragen kann, so sind das freche Antworten. Dann müssten wir beide glänzend miteinander auskommen. Ich nämlich auch nicht. Wenn Sie hier zu bleiben beabsichtigen, und das darf ich doch wohl voraussetzen, müssen Sie eins von vornherein wissen. Dass ich in einem großen Haus wohne, bedeutet durchaus nicht, dass ich ein reicher Mann bin. Machen Sie sich also bloß keine übertriebenen Vorstellungen. Ich lebe hier, weil es sich so ergeben hat. Nicht, weil ich es mir leisten kann. Vater, glaubst du nicht, dass ich... Nein, das glaube ich nicht. Können Sie kochen? Wenn Sie eine gut bürgerliche Küche bevorzugen, ja. Ist Ihnen das klar? Kabeljau ist schmackhafter als Hummer und billiger. Tja, wenn man keinen verdorbenen Gaumen hat, können sogar Pellkartoffeln mit saurem Hering zum Leckerbissen werden. Wenn das eine Anspielung auf meine teure Zigarre sein soll, das geht keinen etwas an. Natürlich nicht. Wenn du nichts dagegen hast, werde ich Miss Marple jetzt ihr Zimmer zeigen. Gute Idee. Haben Sie immer noch die Absicht, bei uns zu bleiben, Jane? Es gefällt mir sehr gut hier bei Ihnen. Dann bin ich beruhigt. Evelyn, was ist denn los? Du hast meine Medizin vergessen. Oh, entschuldigen Sie einen Moment. Gehen Sie bis zum Ende des Ganges, dann die kleine Treppe hinauf, die Tür gerade zu. Ich werde mich schon zurechtfinden, keine Angst. Darf ich Ihnen das geben, bitte? Ja, nehme ich mit. Geht es? Danke sehr. Du bist der Neffe, der hier seine Ferien verbringt. Ja, Alexander Eastley. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin die neue Wirtschafterin, Jane Marple. Leider. Ich hatte mich so auf Sie gefreut. Ich dachte, ihr würde so eine Art Jane Mansfield aufkreuzen. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, darin gleichst du deinem Großvater. Wir sind uns in mancher Beziehung ähnlich. Aber so ein Geizkrank wie er bin ich nicht. Die Vase wird dir ihn bestimmt vom Gehalt abziehen. Du hast Glück gehabt, dass du ihr ausgewichen bist. Sonst wäre... Ein Schädel gespalten und sie würden ins Gefängnis wandern. Ich bekäme mildernde Umstände. Es ist nicht mein einziger Kummer, dass sie nicht wie Jane Mansfield aussehen. Ich habe auch eine andere Vorstellung von einer Wirtschafterin. Du entsprichst auch keineswegs meiner Vorstellung von einem netten, braven Jungen, wenn ich das sagen darf. Ich habe das unbestimmte Gefühl, mit ihnen stimmt irgendwas nicht. Ich werde sie schon noch rausgraulen. Aber zuerst muss natürlich Mrs. Kidder dran glauben. Die geht mir sehr gegen den Strich. Gott sei Dank bin ich Annie los. Annie? Ihre Vorgängerin. Die hat miserabel gekocht, konnte keine essen. Können Sie wenigstens kochen? Ich will mich nicht selbst loben, aber mir schmeckt's. Wissen Sie, was das Schlimmste für Großvater ist? Wenn ich pünktlich gegessen wird. Ich gebe Ihnen also den freundschaftlichen Rat, später auszupacken. Ich danke dir für deine Tipps. Wo ist eigentlich die Küche, Alexander? Zeig ich Ihnen. Jane. Evelyn! Der Alte schreit immer wie von der Tarantel gestochen, meistens wegen Geld. Lassen wir ihn. Evelyn! Natürlich warten sie alle nur darauf, dass er abkratzt. Alles habgierige Geier, die auf die Beute lauern. Tante Evelyn ist die einzige Ausnahme. Und wer sind im Einzelnen diese Geier? Ach, zunächst Onkel Harold, stinkt vor Geld, ein knickriger Bursche. Dann Onkel Albert, die Langeweile in Person, ein komischer Kerl. Naja, und dann Onkel Cedric, er malt. Das macht er aber nicht wegen der Kunst. Vor einem Jahr gab es einen großen Skandal, weil er mit einem seiner Modelle... Alexander! Na, ich kann auch nichts dafür. Und dann gab's Onkel Edmund. Was heißt das? Onkel Edmund ist, soviel ich weiß, im Krieg gefallen. Es wurde viel darüber gemunkelt. Er soll klammheimlich die Truppe verlassen haben. Desertion nennt man's wohl. Und wen darf man für deine Existenz verantwortlich machen? Hübsch gesagt. Meine Mutter lebt nicht mehr. Ich habe sie kaum gekannt. Mein Vater ist Brian Eastley. Oh. Der berühmte Jagdflieger. Sie haben doch sicher von ihm gehört. Sein Bild war ja in allen Zeitungen. Natürlich. Ich werde unter seinem Namen ein Geschäft aufbauen, sobald ich mein Erbteil ausgezahlt bekomme. Hier ist die Küche. Oh. Wer sind Sie? Die neue Wirtschafterin, Sir. Dr. Quimper. Ich gehöre gewissermaßen zum Haus. Alexanders neueste Errungenschaft? Ich weiß nicht, vermutlich. Wahrscheinlich wird Mr. Eggenshaw meinen Besuch bereits erwarten. Oh ja, ich führe Sie hinauf. Das wird nicht nötig.
Doktor... Wo zum Teufel sind meine verfluchten Streichhölzer wieder geblieben? Ach, Sie sind's. Guten Morgen. Guten Morgen. Was wollen Sie denn auch hier? Herumschnüffeln, was? Haben Sie Feuer? Wenn Sie zu rauchen beabsichtigen, wird das Fenster öffnen. Dieser Qualm ist doch gesundheitsschädlich, nicht wahr, Doktor? Wieso? Ach so, ja, frische Luft ist wichtig, Miss... Marple heißt diese Person. Bringt alles hier durcheinander. Haben Sie fein gemacht und ich kriege eine doppelseitige Lungenentzündung. Auf die eine oder andere Art wird man es schon schaffen, mich umzubringen. Unfug. Sie werden bestimmt über 100 Jahre alt. Das kann nicht einmal ich verhindern. So, na, wenn Sie so sicher sind, sagen Sie der Person, sie soll das Fenster schließen und mir Feuer geben. Besteht nicht die Möglichkeit, dass er durch die Spritze einschläft, Herr Doktor? Ganz im Gegenteil. Sie wirkt anregend. Ihre Heimatstadt hat einen erstklassigen Pferdearzt verloren, als sie dort wegging. Pferde sind schwerer zu behandeln als Menschen. Na, wie ist das große Familienfest verlaufen? Waren alle da? Natürlich waren alle da. War doch ein billiges Wochenende. Freitag fingen sie an zu essen und zu trinken und hörten nicht mehr auf. Freitag? Was geht Sie das an? Natürlich nichts. Es ist nur zufällig auch für mich ein interessanter Tag gewesen. Wie alt sind Sie geworden, Mr. Eggensop? Kümmern Sie sich um Ihre Jahre. Ach, so ein miserables Wochenende. Ich hoffe, es vergeht geraume Zeit, bis ich dieses habgierige Back wiedersehe. Sie sprechen aber nicht sehr nett von Ihrer Familie. Es ist doch keine nette Familie. Wissen Sie, wozu dieser Anstreicher Cedric Evelyn überreden wollte? In meiner Gegenwart wagt er ihr zu sagen, sie soll mich verlassen. Möglichst bald heiraten. Hat man so etwas schon mal gehört? Sicherlich hat er sich falsch ausgedrückt, aber ich fände es ganz natürlich, wenn Evelyn heiraten wollte. Oh, entschuldige, Vater, ich wollte dir nur Bescheid sagen. Ich fahre in die Stadt. Ich fahre auch in die Stadt. Darf ich Sie mitnehmen? Was Gerne. Willst du denn schon wieder in der Stadt? Kann sie nicht die Besorgungen erledigen? Ich möchte zu ein paar Geschäftsleuten Rechnungen begleichen. Ja, ich verstehe. Das ist was anderes. Geld kann man ja heutzutage keinem anvertrauen. Also ab die Post. Ich darf Sie also in die Stadt bringen? Oh, das wäre sehr nett. Natürlich dürfen Sie. Es erspart uns ein Taxi. Sie nehmen es sowieso vom Lebendigen. Ich werde es Ihnen berechnen. Können wir gehen? Ich hole nur meinen Mantel. Ja, gut. Bis Freitag, Mr. Eckensorp. Wiedersehen, Miss Marple. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Schließen Sie sofort das Fenster oder Sie sind entlassen. In diesem Fall müsste ich 4 Wochen Gehalt von Ihnen verlangen, wegen Nichteinhaltung der Kündigungsfrist. Gehen Sie mir aus dem Blickfeld, mir wird übel. Mit Vergnügen. Sehen Sie sich das mal an. Das habe ich eben hier gefunden. Es war also jemand hier. Sie gehört mir. Ich habe sie vorhin verloren. Schön, dass du sie gefunden hast. Es ist nämlich ein altes Erbstück. Sie haben wohl Angst, die Fundsache zur Polizei zu bringen. Du bist auf dem Holzweg. Du siehst zu viel Fernsehen. Dabei verlernt man das selbstständige Denken. Was ist hinter dieser Tür? Noch mehr Krimskrams aus der Vergangenheit? Viele Kunstwerke. Die hat Großvater von seiner ägyptischen Reise mitgebracht. Interessant. Ägyptische Kunst? Ach, Sie! Eintritt streng verboten. Lassen Sie mein Handgelenk los. Was haben Sie vor? Überhaupt nichts. Ich habe mir mit dem Jungen alles ein bisschen angesehen. Mit welchem Jungen? Alexander. Er hat gelogen. Alexander, komm sofort aus deinem Versteck. Ich hielt Vorsicht für besser. Mit diesem Menschen ist nicht zu spaßen. Der kriegt's nämlich fertig und gibt mir eine Ohrfeige. Der Großvater will nicht, dass irgendjemand hier im Stall herumstöbert. Er wird einen Tobsuchtsanfall bekommen. Mischen Sie sich bitte nicht in unsere Familienangelegenheiten. Kommen Sie, Jane. Gut so, lass dir nichts gefallen. Kennen Sie sie? Hab sie niemals gesehen. Hier aus der Gegend ist sie nicht. Wer sie auch sein mag, schaffen Sie sie weg. Warum haben Sie den Stall nicht abgeschlossen, Sie Tölpel? Dann hätten wir nicht dieses Pack hier, das in alles deine Nase steckt. Bitte reg dich nur nicht auf. Warum soll ich mich aufregen? Glaubst du, ich habe noch nie eine Leiche gesehen? Steht uns allen bevor. Zuerst hat der Täter versucht, das Opfer hier zu verstecken. Dass er sie überhaupt so weit schleppen konnte, dazu gehört die Kraft eines Besessenen. Herr Inspektor! Ja, was gibt's, Herr Doktor? Ich weiß nicht, ob meine Beobachtung wichtig für Sie ist. Alles ist wichtig, sprechen Sie. Mir ist aufgefallen, dass die ermordete Kleider trägt, die vermutlich im Ausland gekauft worden sind. Möglicherweise in Frankreich. Das ist allerdings sehr interessant. Vielen Dank, Herr Doktor. Na, ich bin ja kein Fachmann, ich dachte... Vielleicht hilft es weiter. Danke Ihnen. Bitte? Das würde erklären, warum ich Sie nicht identifizieren konnte. Wenn Sie hier aus der Gegend wäre, müsste ich Sie kennen. Das mag ja alles sein. Trotzdem bleibe ich bei der Annahme, dass zwischen ihr und der Familie irgendeine Verbindung besteht. Ich denke, wir sollten alle hierher beordern. Das gäbe aber Feuerwerk. Die hassen sich doch wie die Pest. Habe ich auch gemerkt. Zuerst mal die Routinearbeit. Gibt es außer dem Gärtner noch Personal hier? Selbstverständlich, Herr Inspektor. Sie? Ja.
Ich habe also doch nicht fantasiert. Da erwürgt irgend so ein blödsinniger Trottel seine Freundin. Vielleicht hat er sogar der Menschheit damit einen Dienst erwiesen. Und was macht die Polizei? Stöbert überall sinnlos herum. Kümmert sich um unsere Privatangelegenheiten. Ich habe ihm meine Meinung gesagt. Diesem Inspektor Haddock oder wie der Kerl sonst heißt. Craddock heißt er, Craddock. Darf ich eingießen? Ja, warum nicht? Jedenfalls habe ich diesem Inspektor ein für alle Mal erklärt, dass kein Angehöriger meiner Familie diese ermordete Person jemals gesehen hat. Woher willst du das eigentlich so genau wissen? Vater? Hör endlich auf, Cedric, das ist ja absurd. Eine Frau, die zweifelsohne nicht aus dieser Gegenstand wird umgebracht und ausgerechnet in unserem Stall gefunden. Warum sollte sie nicht einer von uns gekannt haben? Sie könnte ja zum Beispiel deine Freundin gewesen sein. Wieso? Ja, die Überlegung ist nicht dumm. Es wäre doch denkbar. Cedrics Überlegungen sind immer dumm. Ich meine vom Standpunkt der Polizei aus. Dir scheint das Spaß zu machen. Der Ruf unserer Familie kann dir ja gleichgültig sein. Als Schwager gehörst du ja nicht richtig zur Familie. Genau genommen. Ich möchte zu gern wissen, wer hat eigentlich die Polizei verständigt? So? Ich kann bedenken, wer das gemacht hat. Du? Na, red schon. Offenbar jemand, der wusste, dass die Leiche dort versteckt war. Kann ich eine Tasse Kaffee haben, Jane? Nimm dir, was du brauchst. Von uns war es doch bestimmt keiner. Wer weiß. Den Täter sollte man sogar noch belohnen. Das war sowieso eine Spionin. Wie kannst du das behaupten, Vater? Na, hör mal, schließlich war sie eine Ausländerin. Viele Frauen fahren nach Paris, um dort französische Kleider zu kaufen. Eine anständige Frau fährt nicht nach Paris. Dr. Quimper ist gerade eingetroffen, Mr. Eckensall. Du lässt dir also noch immer diese seltsamen Verjüngungsspritzen geben, Vater? Ich würde mir täglich 10 Spritzen geben lassen, um euch zu überleben. Euch allen schimmert doch die Habgier aus den Augen. Fast hätte ich's vergessen. Der Inspektor hat mir vorhin gesagt, er wird euch nachher alle vernehmen. Hoffentlich habt ihr einwandfreie Alibis. Ein aufgewecktes Bürschchen. Kommen wir zu den Tatsachen. Die Unbekannte wurde am vergangenen Freitag, als wir hierher unterwegs waren, umgebracht. Damit stehen wir alle unter Verdacht. Aber wir sind doch jetzt ziemlich spät hier eingetroffen. Das ist es ja. Es kommt also darauf an, wo jeder von uns sich vorher aufgehalten hat. Albert, was hast du gemacht? Wieso ich? Na, red schon. Oder willst du mir einreden, dass du nur im Büro warst? Ja, das heißt, nein, ich... Aha. Jetzt erinnere ich mich, ich bin im Kino gewesen. Ich habe mir einen Film angesehen. Oh, mit Brigitte Bardot? Cedric, dieses Verhör finde ich einfach lächerlich. Hast du ein schlechtes Gewissen? Wie hast du denn den Tag verbracht? Oder kann deine Sekretärin etwa bestätigen, wo du überall gewesen bist? Was geht dich das an, Cedric? Mir kann man nichts. Ich war im Club. Der Club hat doch einen zweiten Ausgang. Ja, das könnte sein. Aber ich bin erst am Sonnabend hier eingetroffen. Nehmen wir an, du hast die Leiche am Freitag hergebracht, Eastleigh. Dann fuhrst du wieder nach London und begabst dich ein zweites Mal in den Club, um ein stichhaltiges Alibi zu haben. Deine Freundin Cedric würde doch sicher alles beschwören, was du willst. Ich weiß im Augenblick nicht, auf welcher meiner Freundinnen du anspielst, aber ich würde dir beipflichten, Harald. Sie ist zuverlässig wie deine Sekretärin. Wenn Sie etwas Zeit haben, bringen Sie mir doch bitte einen Kaffee in die Bibliothek. Ja, sehr gern. Was meint ihr? Ein bisschen sehr nervös, der Herr. Ach, spiel dich nur nicht auf. Wieso? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Das ist ja merkwürdig. Wenn sie Ausländerin war, dann... Es wäre schön, wenn wir den Fall selbst klären würden. Aber die Bande scheint kein Verständnis dafür zu haben. Ein törichter Einfall vielleicht. Erst mal sehen. Wenn das Opfer eine Französin war, wäre es gar nicht undenkbar... Spann mich nicht auf die Folter, was meinst du? Dass die ermordete Martine ist. Martine? Ja, dieses französische Bauernmädchen, das Edmund unbedingt heiraten wollte. Bevor Edmund fiel, gab es doch furchtbar viel Krach ihretwegen. Das war vor 16 Jahren. Ja, ja, ich weiß. Und doch gibt's irgendeinen Zusammenhang. Selbst wenn du recht hättest, wer könnte wohl ein Interesse daran gehabt haben, Martine umzubringen? Das sind Hirngespinste. Es war gar nicht meine Idee. Und wer hat das ausgeklügelt? Wieso? Evelyn. Evelyn? Evelyn? Eigenartig. Paul! Evelyn. Ich muss mit dir reden. So geht es nicht mehr weiter. Ich kann diese Heimlichkeiten nicht mehr ertragen. Wir müssen deinen Vater um sein Einverständnis bitten. Wir müssen noch etwas warten. Aber wie lange denn noch? Paul, es ist möglich, dass wir in unserer Familie einen Mörder haben. Evelyn. Ich muss ihn dir zeigen. Ich habe nämlich einen Brief bekommen. Du musst ihn lesen. Ich glaube, mein Französisch reicht nicht aus. Lies ihn mir vor. Liebe Miss Eckensorp. Sie werden sicher überrascht sein, nach so vielen Jahren zu hören, dass Sie eine Schwägerin haben. Ihr Bruder Edmund und ich haben geheiratet 2 Tage, bevor er gefallen ist. Erst nach langen Überlegungen entschloss ich mich, Ihnen zu schreiben. Ich habe nämlich die Absicht, England zu besuchen. Ich möchte die Familie meines Mannes kennenlernen. Ich wende mich an Sie und nicht an Ihren Vater, weil ich weiß, dass er ein schwerkranker Mann ist. Aus diesem Grund möchte ich ihm jegliche Aufregung ersparen. Ich freue mich auf Edmunds Familie.
Mit den herzlichsten Grüßen, Ihre Martine Eckensorp. Aber wie konnte Edmund überhaupt heiraten? Er befand sich doch bei seiner Truppe. Wir haben uns eben geirrt. Warum bist du so aufgeregt? Verstehst du denn nicht? Die Frau, die ermordet worden ist, war bestimmt Martine. Es ist doch so, wenn sie hätte beweisen können, dass sie Edmunds Witwe ist, dann wäre auch sie erbberechtigt gewesen. Ach, jetzt begreife ich erst. Paul, was soll ich tun? Wissen es die anderen schon? Noch nicht. Nur einer ahnt etwas, Albert. Ich habe ihn gefragt, ob die Tote nicht Martine sein könnte. Was meinte er? Er fand es absurd. Aber er war betroffen. Du wirst die Polizei einweihen müssen. Aber damit belaste ich doch unsere Familie. Aber was willst du denn sonst machen? Das ist es ja eben. Ich habe keine Ahnung. Geh zur Polizei. Es muss sein. Ich will es mir noch mal überlegen. Na endlich! Tut mir leid, dass ich so spät komme. Guten Abend, Herr Inspektor. Sie wussten von dieser Geschichte mit der Puderdose. Wie soll ich sagen? Bevor ich es erfuhr. Wissen Sie mir? Ich habe es für das Beste gehalten, Mr. Stringer, den Herrn Inspektor doch noch einzuladen. So haben Sie sehr vernünftig. Später Einsicht. Der Polizei Informationen vorzuenthalten, ist ein schweres Vergehen. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, Sie werden mir noch einmal verzeihen. Möchten Sie Tee? Danke, nein. Sie sind sich darüber im Klaren, was es bedeutet, dass die Puderdose aus Ihrem Zimmer gestohlen wurde. Der Dieb der Puderdose und der Mörder sind mit der größten Wahrscheinlichkeit identisch. Diese Person lebt im Hause und wird bestimmt versuchen, sie umzubringen. Um Gottes Willen, sie schwebt in Gefahr? Ich fordere Sie auf, Ihre Stellung sofort aufzugeben. Es muss sein. Ja, Sie haben recht. Mit solch einem Mörder ist nicht zu spaßen. Ich bin einverstanden. Ich werde gleich morgen früh kündigen. Sehr schön. Eine Sorge weniger. Nach dem Kontrakt kann ich ja dann in 4 Wochen aufhören. Möchten Sie nicht wenigstens ein Gläschen Bier, Herr Inspektor? Miss Marple, ich... Ach, es hat ja doch keinen Zweck. Gute Nacht. Gute Nacht. Schießen Sie mal los. Haben Sie auf dem Amtsgericht etwas erreicht? Es war sehr schwierig. Ich habe meinen Bekannten gefragt. Natürlich ist es nicht gestattet. Haben Sie das Testament gesehen? Ja. Und was steht drin? Das Testament, das der Vater des alten Eckensorp hinterlassen hat, sieht einigermaßen merkwürdig aus. Wieso? Was gibt es da Besonderes? Er hat seinem Sohn, den er offenbar nicht leiden konnte, das Haus nur auf Lebenszeit zugesprochen. Außerdem erhält der Alte nur die Zinsen des beträchtlichen Familienvermögens. An das Kapital kann er nicht heran. Aha. Nach dem Tod des Alten wird das Kapital zu gleichen Teilen an seine Kinder fallen. Das heißt an Evelyn, Cedric, Harold und Albert. Aha. Zwei der im Testament genannten, Edith und Edmund, sind ja inzwischen verstorben. Dann erben die anderen also entsprechend mehr. Nicht ganz. Alexander erhält den Anteil seiner Mutter Edith. So, und was bekommt sein Vater Eastley? Die Anverwandten werden nur bedacht, wenn keine Kinder vorhanden sind. Er könnte also nur ein Interesse daran haben, dass sich das Erbe Alexanders vergrößert. Dr. Quimper möchte Sie sprechen. Oh ja, ja. Bitten Sie nach rein. Ihre Nachforschungen haben mich ein gutes Stück weitergebracht. Danke. Gern geschehen. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Inspektor. Oh, guten Morgen, Herr Doktor. Nehmen Sie Platz. Okay. Haben Sie die Ermordete schon identifizieren können? Die Ermittlungen der französischen Polizei waren bisher negativ. Ach, Sie nehmen also doch an, dass es sich um eine Französin handelt. Es hat sich einwandfrei herausgestellt, dass Kleidung und Schminke in Paris hergestellt worden sind. Haben Sie mich deshalb hierher gebeten? Nein. Trifft es zu, dass vorige Weihnachten der alte Eckensorp eine Magenverstimmung hatte? Ja, es wurde außergewöhnlich gut und reichhaltig gegessen. Da passiert sowas schon mal. Er sagt, Sie haben ihm damals viele Fragen gestellt. Als hätten Sie eine Arsenvergiftung vermutet. Das ist richtig. Eine gewisse Zeit lang hatte ich den Verdacht, aber das war wohl ein Irrtum. Haben Sie die Speisen untersucht? Nein. Warum nicht? Weil alles dagegen sprach. Er litt ja nicht unter chronischer Gastritis, also wurden ihm offenbar keine kleinen Dosen Arsen zugeführt, wie es ja die geradezu klassische Methode der Arsenvergiftung vorschreibt. Sie meinen, ein Giftmischer würde niemals so pfuschen? Es wäre unerklärlich. Hm. Oh, Entschuldigung. Doktor, halten Sie das Opfer für Martine Eckensorp? Wer käme sonst in Frage? Halten Sie jemand aus der Familie für fähig, einen Mord zu begehen? Darauf möchte ich lieber nicht antworten, Herr Inspektor. Na schön, Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Suchen Sie irgendwas, Miss Marple? Ja. Nein, ich... Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch, mir geht's gut. Ich danke Ihnen, Mr. Eastley. Haben Sie einen Wunsch? Nein, aber ich dachte, ich könnte Ihnen die Arbeit abnehmen und dem Alten seinen Schlaftrunk aufbringen. Das wäre sehr liebenswürdig von Ihnen. Nett von Ihnen. Mach ich gern. Was soll das? Wer ist da? Sie haben mich herbeischreckt. Wir haben eine Stromunterbrechung schon ein paar Minuten. Ich will nur rasch Kerzen holen, wenn Sie mich bitte entschuldigen. Einen Augenblick. Wie ich von meiner Schwester erfahren habe, arbeiten Sie erst seit einigen Tagen hier im Haus. Ja. Sie sehen mir gar nicht aus wie eine Wirtschafterin.
Wie jeder andere Mensch bin auch ich gezwungen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Einen Tag, nachdem Sie hier angefangen haben, wurde die Leiche gefunden. Sie haben sie doch aufgestöbert. Wie kommen Sie darauf? Nur Sie kommen in Betracht. Sie waren der Spürhund. Ganz sicher. Und Sie haben auch die Polizei verständigt. Ich versichere Ihnen, dass ich die Polizei nicht angerufen habe. Sie waren es nicht? Nein. Wer sind Sie und was machen Sie wirklich hier? Weshalb sind Sie so misstrauisch? Seien Sie sicher, dass ich Sie künftig ganz genau beobachten werde. Jane. Na endlich. Ich muss etwas Wichtiges mit Ihnen besprechen. Ach, was ist mit Ihnen? Albert, kümmern Sie sich um Albert. Im Fall kam leider jede Hilfe zu spät, Herr Inspektor. Wie geht es den anderen? Evelyn, Cedric, Harold und Eastley haben nur leichtere Vergiftungen und befinden sich außer Gefahr. Und der Alte wird sich auch bald wieder erholen. Er ist ja zäher als wir alle. Na, bis morgen ist der Spuk vergessen. Sie können sich nicht irren? Nein, es liegt eine Vergiftung vor. Na dann, vielen Dank, Doktor. Dr. Quimper, wo bleiben Sie? Harold, das ist typisch für ihn. Er ist und bleibt ein Schreihals. Nun, Miss Marple? Pilzsuppe, Curryreis, Ente, Apfeltorte. Danke sehr. Die Pilzsuppe war vermutlich aus einer Büchse. Durchaus nicht. Ein halbes Pfund Champignons, Hühnerbrühe, etwas Sahne, dann eine Einbrenne, etwas Zitrone und verschiedene Gewürze. Hm. Die Pilze vielleicht? Ich habe selber von der Suppe gegessen. Wunderbar. Das glaube ich Ihnen. Die Torte vielleicht? Ich habe sogar zwei Stück Apfeltorte gegessen, das muss ich zugeben. Torten sind meine Spezialität. Und der Reis? Ach ja, der Reis. Den habe ich nicht einmal gekostet, denn Reis, wissen Sie, macht dick. Und ich hatte doch vor, die Apfeltorte zu probieren. Hm. Wo kamen die Enten her? Die Enten hat Harold geschossen. Es scheint ihm Spaß zu machen, zu schießen, vielleicht auch zu töten. Ich wollte Sie noch fragen, hat der Junge auch von dem Curryreis gegessen? Nein. Er wollte den Reis nicht anrühren, auf keinen Fall. Überlegen Sie, ist jemand in die Küche gekommen, während Sie das Essen kochten? Solange ich hier war, nicht. Aber ich habe noch ein paar andere Pflichten. Also konnte jeder in die Küche? Mhm. Sechs Menschen werden vergiftet. Eigenartig, nur einer stirbt. Das ist mir auch schon aufgefallen, Herr Inspektor. Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen nur melden, der Kommissar erwartet noch heute Ihren Anruf. In Ordnung. Brechen wir auf? Gehen Sie doch schon zum Wagen, ich komme gleich nach. Ja, gut. Ich denke, die beiden Morde hängen zusammen. Was glauben Sie? Ich bin Ihrer Meinung. Wir müssen herausbekommen, wer Ihnen die Puderdose entwendet hat. Ein Zimmer habe ich schon durchsucht, mehr habe ich nicht geschafft. Ja? Wessen Zimmer? Leider das Zimmer von Albert. Ah. Miss Marple, ich muss mich jetzt verabschieden. Schon gut, ich weiß Bescheid. Die Arbeit eines Polizisten nimmt nie ein Ende. Die der Hausfrau auch nicht. Ich habe eine Bitte. Seien Sie vorsichtig. Die Chemiker haben Spuren von Arsen gefunden. Im Reis. Ein Wunder, dass alle scheußliche Magenkrämpfe bekommen haben. Aber sterben konnte davon keiner. Albert bekam also eine Extradosis. Ja, aber was sollte das Arsen im Reis? Nehmen wir mal an, der Giftmischer gehört zur Familie. Dann müsste er doch auch krank geworden sein. Ich habe einen anderen Verdacht. Diesen Hillman sollten wir nicht aus dem Auge lassen. Es wird gemunkelt, wenn der alte Eckensorb stirbt, fällt ihm ein ganz hübsches Legat zu. Wollte ich nur mal gesagt haben. Sie vergessen die ermordete Bacon. Durch diese Giftgeschichte bin ich sicher, es handelt sich um Martin Eckensorb. Sicher? Ist die französische Polizei weitergekommen? Über die Ehe gibt es keine Dokumente. Das Dorf, in dem Edmund stationiert war, wurde während des Krieges völlig zerstört. Alle Akten im Rathaus wurden vernichtet. Und was nun? Es besteht kein Zweifel, die Morde geschahen planmäßig. Wer konnte ein Interesse daran haben, die Französin umzubringen? Der Mörder gehört zur Familie, das ist sein Plan. Er bringt einen nach dem anderen um, mit Ausnahme des Alten. Wenn der Alte dann eines natürlichen Todes stirbt, erbt der Mörder das ganze Vermögen und den Grundbesitz. Albert hat die tödliche Dosis nach dem Essen bekommen. Vielleicht in einem Getränk? Wie konntest du so töricht sein und der Polizei den Brief geben? Du musst nicht bei Verstand gewesen sein. Damit hast du den Verdacht auf uns gelenkt. Eine unmögliche Situation für uns alle. Das finde ich nicht. Nur für einen. Deine Scherze kannst du dir ersparen. Ein Irrtum von dir sollte gar kein Scherz sein, ich meine es ernst. Du könntest es doch gewesen sein. Oder meinst du, ich war der Mörder? Schluss damit. Hört auf endlich. Vielleicht warst du es, Evelyn. Was versprichst du dir von diesen Beschuldigungen? Vergiss nicht, ein Mörder ist unter uns. Lass diesen Unsinn. Sag über uns, was du willst, aber lass bitte Evelyn aus dem Spiel. Weißt du,
Ich finde es doch einigermaßen verdächtig, dass Evelyn den mysteriösen Brief so lange verheimlicht hat, bis sie ihn zu ihrem Vorteil benutzen konnte. Wieso? Ich verlange für diese Beleidigung eine Erklärung. Als die Ermordete unter diesen merkwürdigen Umständen bei uns gefunden wurde, da befanden sich alle Mitglieder unserer Familie unter Verdacht. Natürlich auch Evelyn. Nachdem sie den Brief der Polizei übergeben hatte, befanden sich immer noch alle unter Verdacht. Evelyn natürlich nicht mehr. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, du hast ganz recht, Cedric. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Die Frau wurde erwürgt. Wie soll denn deine Schwester das bewerkstelligt haben? Ganz einfach. Evelyn ist eine attraktive Frau, kein Zweifel. Und? Ich meine, eine attraktive Frau braucht deine schmutzige Arbeit ja nicht selbst durchzuführen. Am besten hörst du gar nicht auf sein blödsinniges Gerede. Streng dich nicht an! Evelyn hat ihr Herz schon an den Onkel Doktor verloren. Du wirst also keine Möglichkeit haben, ein zweites Mal in unsere Familie einzuheiraten. Oho, ich sehe, du fühlst dich getroffen. Ja, noch so eine Unverschämtheit und ich vergesse mich. Bitte tu dir keinen Zwang an. Aber vorher eine Frage. Gibst du zu, dass du dich am Abend, bevor die Leiche gefunden wurde, mit Evelyn heimlich auf unserem Grundstück getroffen hast? Wieso? Ich, Hillman hat dich gesehen. Ich streite es ja nicht ab, wir haben uns getroffen. Er hat mich gebeten, mit Vater zu sprechen. So? Um was ging es? Er sollte mir Geld borgen, wenn du es genau wissen willst. Hilfe! Das ist Harold Eckensorp. Die entscheidende Frage ist, hat er Selbstmord verübt oder wurde er umgebracht? Ich würde sagen, er hat Selbstmord begangen. Er hat es mit der Angst zu tun bekommen, nachdem er seine Schwägerin Martine und seinen Bruder Albert umgebracht hat. Es war allen bekannt, dass Harold oft vor dem Abendessen Schießübungen machte. Er wurde also aus 5 cm Entfernung erschossen? Wieso nicht? Jemand, den er kennt, tritt zu ihm, bittet ihn für einen Augenblick um das Gewehr und... Ich tippe auf Selbstmord. Gerade diesen Eindruck wollte der Mörder ja hervorrufen. Jedenfalls können wir uns das Risiko eines neuen Mordes nicht mehr leisten. Kommen Sie mit. Wohin denn? Zu den Eckensorps. Wir werden die Puderdose finden und wenn wir das ganze Haus auf den Kopf stellen müssten. Eine wunderschöne Melodie, nicht? Wer hatte die Dose? Der kleine Alexander. Was? Ich hätte schon früher darauf kommen sollen. Der Bengel ist unverbesserlich. Diese hübsche Musik hat es ihm angetan. Kein Wunder. Wir sind also wieder am Anfang. Nein, Herr Inspektor. Ich denke, ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Es wird nur schwer sein, ihm etwas zu beweisen. Ich muss ihn irgendwie dazu kriegen, seine Maske fallen zu lassen. Ich lasse mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Ich weiß besser, was mir gut tut. Der hier ist der bequemste für mich. Warum bist du nicht im Bett? Fängst du auch noch an? Tut mir leid, Evelyn, aber mit Ihrem Herrn Vater ist ja nicht zu reden. Ich habe keine Lust, da oben allein zu bleiben. Nachher werde ich noch im Bett ermordet. Na, und hier wird's ja wohl keiner wagen. Das wollen wir hoffen, Vater. So dreist wird doch keiner sein. Ich möchte was trinken. Nein, lass nur. Quimper. Ja, aber es ist nicht gesund. Ach, wollen Sie mich ersticken? Sie sollen mir die Decke auf die Knie legen. Ich sehe schon, es wird ein gemütlicher Abend. Wie wär's mit einer Partie Bridge? War ja nur ein Vorschlag. Was hast du denn da Hübsches? Da gehört ein Gespuder rein. Aus Frankreich. Eine Spieldose. Ziemlich wertvoll, glaube ich. Woher hast du das Ding? Das Prunkstück gehört Miss Marple. So? Musst du ihr aber wiedergeben. Ich habe sie nur geborgt. Bevor ich zu Bett gehe, bringe ich sie. Kommen Sie ruhig herein, Herr Doktor. Sie haben mich erwartet? Hat Alexander Ihnen nichts gesagt? Wieso? Nein. Ach, hat er vergessen. Ich habe Halsschmerzen. Und deshalb habe ich ihn gebeten, Sie zu fragen, ob Sie nicht einmal zu mir heraufkommen könnten. Ach so. Entschuldigen Sie, dass ich Sie bemühe, aber ich habe schon seit vielen Jahren keine Halsschmerzen mehr gehabt. Dann können Sie von Glück sagen, Miss Marple. Kopfschmerzen? Nein, nur Halsschmerzen. Mhm. Wollen wir uns das gleich mal anschauen. Eine hübsche Dose. Gefällt sie Ihnen? Wo bekommt man so etwas? Ich habe sie gefunden. So, wo? Hier bei uns, im Stall. Ach. Öffnen Sie den Mund, bitte. Sagen Sie A. A. Nicht die geringste Entzündung. Ja, ich muss schon sagen, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet, diese Puderdose einfach zu behalten. Unter diesen besonderen Umständen blieb mir nichts anderes übrig. Hm. Sind die Mandeln geschwollen? Nein, ich glaube nicht.
Ich habe Sie schon einmal in dieser Stellung gesehen. Auch damals hatten Sie die Hände um den Hals einer Frau gelegt. Es war in einem fahrenden Zug und Sie haben diese Frau erwürgt. Eine schwerwiegende Anschuldigung. Sie haben noch mehr auf dem Gewissen. So? Ich weiß, warum Sie heraufgekommen sind, um die Puderdose an sich zu bringen. Die Polizei sollte nicht auf Ihre Spur kommen, denn die Puderdose gehörte Ihrer Frau. Denken Sie. Und noch eins, den Brief, den Evelyn angeblich von Martin bekam, den haben in Wirklichkeit Sie geschrieben. Warum hätte ich das tun sollen? Um frei zu sein, um Evelyn heiraten zu können, die ein großes Vermögen erben wird. Die Polizei sollte glauben, dass es sich bei der Ermordeten um Martin handelt. Der Verdacht wäre dann nur auf die Angehörigen der Familie Eckensorp gefallen. Ein schlauer Plan. Verraten Sie mir doch bitte, wie Sie zu den interessanten Vermutungen kommen. Ich habe mir die Ermordete genau angesehen. Martin war oder ist, soviel ich gehört habe, ein Bauernmädchen aus der Normandie. Die Ermordete hat niemals auf einem Bauernhof gearbeitet. Ich brauchte mir ja nur ihre Hände anzusehen. Weiter? Ja, sehr gern. Aber das Erbteil, auf das Evelyn Anspruch hat, genügt Ihnen noch nicht. Deshalb haben Sie Albert und Harald umgebracht. Und wie soll ich das fertig gebracht haben? Ganz einfach, Sie haben den Curryreis mit Arsen versetzt. Ich hätte fast mein Renommee als Köchin eingebüßt. Es war ja ganz selbstverständlich, dass Sie zur Behandlung ins Haus gerufen würden. Sie haben Albert behandelt und ihm die tödliche Dosis mit der Medizin gereicht. Und Harold? Wurde auch Ihr Opfer. Sie haben ihn erschossen und Selbstmord vorgetäuscht. Genial rekonstruiert. Sie haben Fantasie. Und Beweise. Da Sie jetzt gekommen sind, um die Puderdose Ihrer Frau zu holen, ist der Fall geklärt. Ja, aber Sie werden unser Geheimnis nicht mehr preisgeben können. Wenn Sie noch einen Mord begehen, Doktor, wäre es vielleicht ein Mord zu viel. Keine Angst, es wird nicht wie Mord aussehen, Miss Marple. Der Totenschein, den ich ausstellen werde, darauf können Sie sich verlassen, wird selbstverständlich auf Herzschlag laufen. Oh! Alles in Ordnung? Ja, danke. Sie sind verhaftet. Ich mache Sie darauf aufmerksam. Alles, was ich gesagt habe, ist aufgenommen worden und kann vor Gericht gegen mich Verwendung finden. Ich muss zugeben, dass Sie mich völlig durchschaut haben. Abführen. Na, es wird auch Zeit. Bevor ich das Haus verlasse, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich möchte, dass Sie bleiben. Ich besitze ein kleines Häuschen, Mr. Eckensorp. Verkaufen. Weshalb sollte ich das tun? Wissen Sie, wenn ich mir das Ganze so überlege, ich meine, Sie sind eine ganz passable Köchin und auch nicht auf den Kopf gefallen, soviel ich sehe. Mit einem Wort, wollen Sie nicht meine Frau werden? Einverstanden? Ich fühle mich außerordentlich geschmeichelt. Versteht sich ja von selbst. Kommen wir zur Sache. Ich bedauere, aber ich muss Ihnen einen Korb geben. Wieso? Wenn ich mich hier in ein so gefährliches Abenteuer stürzen würde, hätte ich schon einen Bewerber. Ach, Unsinn. Das können Sie mir nicht erzählen. Wer zum Teufel würde Sie schon nehmen? Offenbar Sie zum Beispiel, um nur einen der Bewerber zu erwähnen. Leben Sie wohl.
ist ja unsere Frau Vorsitzende. Machen Sie bitte weiter. Es ist manches noch etwas unfertig im Moment, Miss Marple, aber ich glaube, bis zur Premiere wird alles in Ordnung sein. Aber natürlich. Etwas Tee? Nein, danke sehr. Sie haben ihn natürlich für schuldig befunden. Die anderen ja. Alle, nur ich nicht. Aber Miss Marple, wie kommen Sie... Erinnern Sie sich noch an das Stück, das wir zugunsten des Orgelreparaturfonds aufgeführt haben, das Geheimnis des Untermieters? Ein unvergesslicher Abend. Dann werden Sie wohl noch wissen, Mr. Stringer, dass das Opfer in diesem Stück eine rote Rose trug, um sich für ihren Geliebten zu schmücken. Er ermordete sie und der Verdacht fiel auf den Untermieter. Genau. Mrs. McGinty hat auch eine rote Rose an jenem Unglücksabend getragen. Oh. Kann man annehmen, dass sie ihren Untermieter erwartet hat, wenn es keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass eine Liaison zwischen beiden bestand? Nein, das glaube ich kaum. Dann hat sie die Rose also für jemand anderen getragen. Für ihren Mörder, glauben Sie? Miss Marple, wenn Sie recht hätten, würde ja das Leben eines unschuldigen Menschen auf dem Spiel stehen. Was soll man nur tun? Wir müssten Nachforschungen anstellen und zunächst einmal das Privatleben von Mrs. McGinty etwas genauer untersuchen, als die Polizei es bisher für nötig hielt. Ja, aber wie? Es wird am besten sein, an den Tatort des Verbrechens zurückzukehren. Ja? Ich sammle... Nein. Ich sammle Ramsch und Trödel für den Kirchenbazar. Sie sind doch wohl eine Christin, oder nicht? Ja, das will ich doch meinen. Na, also dann. Wenn es sich nur um Ramsch für die Kirche handelt, bitte sehr, kommen Sie rein. Dankeschön. Ich habe hier Ihr ganzes Zeug noch hier, wissen Sie. Sie haben doch von meiner Schwester gehört, nicht wahr? Ach ja, die arme Frau. Ich habe mir schon gedacht, dass es mit ihr mal schlimm enden würde. Eine von diesen Theaterleuten, wissen Sie? Tatsächlich. Ich dachte, sie war Bardame. Ja, natürlich. Aber früher ist sie mal beim Theater gewesen. Da drinnen hat er es getan. Mit seinen bloßen Händen. Mit behandschuhten Händen. Das läuft doch wohl auf dasselbe hinaus. Hier entlang, bitte. Sie hat schon immer ihren Kopf zu weit vorgestreckt. Ich nehme an, sie hat Ihnen ihr Häuschen vermacht, nicht wahr? Sie hatte ja keine Zeit mehr, ein Testament zu machen, ne? Nein. Das hatte sie wohl nicht. Trotzdem muss ich sie beweinen, meine eigene Schwester. Blut ist doch dicker als Wasser, wie man sagt. Hier ist ihr Zeug, dabei ist nichts von Wert. Ich glaube, sie hat wohl auch alles auf einem Ramschbazar gekauft. Diese Rattenschwänze sollen Nerz gewesen sein, hat sie immer behauptet. Und sehen Sie sich diesen Mantel an, sowas möchte ich nicht mal als Leiche tragen. Verstehe einfach nicht, warum sie in solchen Lumpen herumlief, wo sie doch so viel Geld hatte. Sie war eine richtig kleine Schlampe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich schon als Kind immer Schauspielerin werden wollte. Eine Schauspielerin. Also ich frage Sie. Gemein war sie, wissen Sie. Richtig gemein. Ein Anflug von Rheumatismus, wissen Sie. Ich finde, das ist das beste Mittel dagegen. So, wirklich? Sie sollten mal die Gelenke mit Leinsamen und Essig einreiben. Das hat 9 Menschen aus mir gemacht. Das werde ich mir merken. Vielen Dank für den Rat. Ach, das wird bestimmt der Versicherungsmann sein wegen der Auszahlung. Sie haben es nicht gern, wenn das Unerwartete eintritt. Auf in den Kampf, Mr. Stringer, und bleiben Sie hartnäckig. Fuß zwischen die Tür. Sie haben es im Wahl mitgebracht, will ich hoffen. Was mitgebracht, Miss? Ach, ich will nicht wieder denselben Ärger wie damals, als mein John gestorben ist. Ich verstehe Sie leider nicht. Ja, aber Sie kommen doch von der Versicherung, oder nicht? Oh nein, Madam, nein. Ich möchte Ihr Interesse für etwas erwecken, was Ihren Geist bereichert. Ich dachte, Sie würden mir vielleicht gestatten, Ihnen dieses neue Wunderbuch zu zeigen. Ja, gern. Treten Sie bitte näher, Mr. Kommen Sie. Sie sind Junggeselle, nicht wahr, Mr. Stringer? Ja. So was sehe ich sofort. Und ich bin Witwe. So, also das hätte ich nie geglaubt. Schönen guten Tag. Wie ich sehe, haben Sie also was gefunden. Ja, vielen Dank. Vielleicht wäre der Herr so liebenswürdig, diese Sachen hier für mich zum Wagen zu tragen. Ja, sehr gern. Danke sehr. Ich lasse Ihnen das Buch hier, Mrs. Thomas. Studieren Sie es gut. Wissen ist Macht. Und was wird aus dem Tee, Mr. Stringer? Guten Tag, Mrs. Thomas. Eine Rose. Milchester, 862, bitte. Ist dort Lady Cynthia Waterhouse? Lady wer? Nein, hier ist Thomas, Gladys Thomas. Ach, ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, da bin ich falsch verbunden, oh? Genau wie ich mir dachte. 862 ist die Telefonnummer von Mrs. McGinty. Was sagen Sie nun? Ich fürchte, ich verstehe gar nichts. Ist doch völlig klar. Solche anonyme Nachricht ist typisch für eine gewisse Art von Verbrechern. Nämlich für einen Erpresser. Ja? Ja, und ich glaube, Mrs. McGinty könnte jemanden erpresst haben. Wäre das möglich? Denken Sie doch nach. Die Casco-Truppe hat hier in Milchester das Stück 16:50 Uhr ab Paddington 6-mal gespielt. In der Woche vom 12. bis zum 19. Mai. Zufällig in derselben Woche, als die Nummer dieser Zeitung hier erschien. Ja, und hier haben wir auch 6 Programmhefte. Mrs. McGinty muss sich alle 6 Vorstellungen angesehen haben.
Warum? Es ist ein sehr gutes Stück, Miss Mapp. Stimmt. Aber ich glaube, dass ihr Interesse sich nicht in erster Linie auf das Stück bezogen hat, obwohl sie früher Schauspielerin war. Nein, ich bin davon überzeugt, dass sie eine Erpresserin war. Und ich bin ebenso sicher, dass sie jemanden aus dieser Schauspielertruppe erpresst hat. Sie nehmen an, ihren Mörder. Jawohl. Sie sind's, Inspektor. Sie haben mich aber ganz schön erschreckt. Sie haben mich auch erschreckt, Miss Marple. Darf ich reinkommen? Nun, ich, ja. Es ist Inspektor Craddock, Mr. Stringer. Oh, wie nett. Guten Abend, Herr Inspektor. Guten Abend. Ist das hier ein privater oder ein dienstlicher Besuch, Herr Inspektor? Nun, sowohl als auch, möchte ich sagen. Das stellt mich vor ein recht interessantes Problem. Wenn Sie privat hier sind, darf ich Ihnen ein kleines Bier anbieten. Andererseits darf ich es nicht, falls Sie im Dienst sind. Also gut, Miss Marple, es ist dienstlich. Aber wie wäre es mit einem Tee? Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, vielen Dank. Es wird nicht lange dauern. Wir haben gerade Rätselraten gespielt, Herr Inspektor. Miss Marple, der Polizeikonstabler Welz hat mir berichtet, dass Sie heute Nachmittag dem Häuschen der verstorbenen Mrs. McGinty einen Besuch abgestattet haben. So. Ferner spielten Sie bei diesem Besuch offensichtlich die Rolle eines Lumpensammlers. Da irren Sie sich, Herr Inspektor. Ich habe nur Ramsch gesammelt für den Kirchenbazar. Was Sie nicht sagen. Falls Sie mir nicht glauben, möchte ich Ihnen vorschlagen, den Pfarrer anzurufen. Und zwar gleich. Also jetzt hören Sie mal, Miss Marple. Sie haben in der Vergangenheit der Polizei ein paar kleine Dienste erwiesen und wir sind Ihnen auch dankbar dafür. Aber in der Gerichtsverhandlung haben Sie sich dem Lauf der Gerechtigkeit in den Weg gestellt. Ich wäre jedenfalls erheblich beruhigter und übrigens auch der Herr Polizeipräsident, wenn Sie mir versprechen, das in Zukunft unter allen Umständen sein zu lassen. Natürlich, dieses Versprechen will ich Ihnen gern geben, Herr Inspektor. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht die Absicht habe, mich dem Lauf der Gerechtigkeit in den Weg zu stellen. Ja, wieso, na gut. Dann gibt's nichts weiter zu sagen. Nein. Tja, also dann auf Wiedersehen. Gute Nacht. Vielleicht sollten wir ihm lieber unseren Verdacht anvertrauen. Auf gar keinen Fall. Dieser Mann hat uns auch gerade den Federhandschuh hingeworfen. Sie wissen doch, wie die Polizei ist. Im Monat September 1951. Dieser Hinweis auf eine Rose. Diese Dinge müssen doch für unseren Mann offensichtlich von großer Bedeutung sein. Oder für die Frau. Tja, das möchte man annehmen. Die Schwierigkeit ist nur, dass diese Casco-Truppe inzwischen weitergezogen ist. Ich habe gelesen, sie treten jetzt im Palasttheater auf, drüben in Hellford. Ich habe nicht den geringsten Zweifel mehr, dass einer dieser Schauspieler hier unser Mörder ist. Wenn Sie so von Ihrer Theorie überzeugt sind, Miss Marple, dann sollten wir langsam etwas unternehmen und agieren. Agieren. Theater spielen. Warum nicht? Aber natürlich, das muss ich jetzt tun. Und wie es so schön heißt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber ich weiß doch ganz genau, dass wir noch über 300 Pfund hatten und jetzt ist auf einmal nichts mehr davon da. Wo ist es geblieben? Eine ganz simple Frage. Ja, für Menschen mit simplen Gemüt. Der ist für mich. Ja, aber ich... Ach, das ist ja alles so sinnlos. Daddy ist wirklich sehr demokratisch, George. Wen ich heirate, ist ihm völlig egal. Das hättest du aber ein bisschen netter formulieren können. Und wenn er keinen Stammbaum sehen will, sitzt du hübsch im warmen Nest, hm? Das hättest du aber auch ein bisschen netter formulieren können. Ach, Verzeihung. Ich suche Mr. Casgood. Sagen Sie, habe ich Sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Meinen Sie? Wo könnte das wohl gewesen sein? Ja, ich bin mir nicht sicher. Das war bestimmt in einer anderen Dimension. Nehmen Sie einfach keine Notiz von ihr. Sie ist hier die Hexe vom Dienst. Nein, es war in einem Traum. Ich sah Sie und dich, George. Es hatte irgendwas mit Tod zu tun. Oh, ich bitte dich, Eva. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, wissen Sie, ich habe eine Verabredung mit Mr. Castle. Oh, der wird bestimmt schon auf der Bühne sein. Sehen Sie doch mal nach, durch die Tür da drüben. Aha, danke sehr. Ich werde ihn schon finden, junger Mann. Mr. Casgood? Mr. Casgood? Mr. Hallo? Sind Sie Jane Marple? Marple, wenn Sie erlauben. Na gut, dann schießen Sie mal los. Wie bitte? Ich habe in einer halben Stunde Vorstellung, Madam. Was Sie auch immer vorsprechen wollen, legen Sie los. Ja. Und werfen Sie Ihre Stimme bis in die letzte Reihe, damit ich auch jedes Wort verstehe.
Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Sie sollen laut sprechen, damit ich jedes Wort verstehe. Ach so, na bitteschön. Die Ermordung des Dan McGrew. Eine Ballade von Mr. Robert Williamson Service. Erzählen Sie mir rasch den Inhalt und gehen Sie dann weiter. Nur den Höhepunkt. Ach du liebe Güte, das ist aber ziemlich schwierig. Es ist eine sehr lange Ballade und da kann man nur schwer etwas überspringen. Aber bitte sehr, wenn Sie wünschen. Also, kurz nachdem der Fremde aufgetreten ist in dieser unheimlichen Szene, wird es immer deutlicher und klarer für uns alle, dass die dunkle Abneigung und Feindseligkeit zwischen ihm und Mr. McGrew immer mehr zunimmt. Eine Feindseligkeit, die dann zwangsläufig in einer schaurigen Tragödie endet. Soll ich vielleicht an dem Punkt fortfahren, wo der Bergmann sich an das Klavier setzt, das im Saloon steht und wie ein Wahnsinniger zu spielen anfängt? Ja, ja, bitte tun Sie das. Danke sehr. Und er dreht sich zurück. Und es glühte sein Blick, als ob ein Feuer in ihm war. Und sein Hemd hing lose über der dreckigen Hose und er starrte schwankend hinüber zur Bar. Er grinste bös vor sich hin und reckte das Kinn. Und er sprach und im Saale ward's stumm. Hört zu, sagt er, ihr kennt mich nicht und schert euch auch gar nicht darum. Ja, 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 aber nun kommen Sie doch endlich zum Höhepunkt, bitte. Aber ich will es euch sagen, damit ihr es von heute an wisst. Und ich wette meinen Kopf, es trifft zu, dass einer von euch ein Höllenhund ist und dieser eine heißt Dan McGrew. Dann zog rasch ich den Kopf ein und das Licht ging aus. Und zwei Schüsse durchpeitschen die Bar. Eine Frau schrie laut auf und das Licht ging an. Und zwei Männer lagen steif da und starr. Mit durchlöcherter Stirn und bleischwerem Hirn. Der gefährliche Dan McGrew. Doch der Mann, von dem keiner was wusst, lag gekrallt an die Brust der schönen Lady mit Namen Lou. Ich bin viel zu schlau, dass ich's laut zu sagen mich trau. Aber ganz ins Geheim geb ich's zu. Die Frau, die ihn küsste und ihm sein Geld dabei stahl, war die Lady. Die Lady mit Namen Lou. Hallo, sind Sie noch da? Das war natürlich nur ein Scherz von Ihnen, nicht? Ein Scherz? Aber nein, keineswegs. So, dann mache ich auch keinen Scherz, wenn ich Ihnen sage, dass, falls Sie auf dem lächerlichen Vorhaben beharren sollten, unseren Beruf zu ergreifen, es am klügsten von Ihnen wäre, sich sofort für die Arbeitslosenunterstützung anzumelden. Oh nein, das wird vollkommen nötig sein, da ich finanziell unabhängig bin. Gestatten Sie? Ich bin noch nicht ganz fertig gewesen. Sie haben Ihre Meinung deutlich genug verkündet. Nein, nein, ich wollte gerade darauf hinweisen, dass Ihr Vortrag auch Vorzüge besaß, große Vorzüge. Sie haben nur kein Glück bei der Wahl Ihres Textes gehabt. Ja, da gibt es doch bessere Dinge. Königinmutter, Herzoginnenrollen. Wenn Sie eine solche Rolle bekommen, werden Sie wie ein Engel spielen. Das sehe ich schon. Wie ein Engel? Ist das nicht die Bezeichnung für einen Mäzen, der Theaterleuten unter die Arme greift? Drollig. Wirklich sehr drollig. Nein, ich habe bloß gemeint, dass Sie dem Theater vielleicht viel zu geben haben, Mrs. Marple. Miss Marple. Ich bin entzückt, das zu hören. In unserem Beruf ist leider fast immer der eheliche Knoten ein Sperrriegel vor der Tür zu dem Weg nach oben. Sehr schön. Soll das bedeuten, dass Sie mir ein Engagement anbieten, Mr. Cascott? Nun, wenn Sie so fragen, nicht gerade ein Engagement, Miss Marple. Nein, ich habe da mehr an so eine Art Lehrzeit gedacht, natürlich unter den üblichen Voraussetzungen. Ohne Bezahlung. Nun, ganz offen gesagt, ja. Sehr gut, angenommen. Großartig, blendend. Willkommen bei der Casco-Truppe. Vielen Dank. Wunderbar. Nun zur Unterkunft. Ich würde am liebsten, wenn es irgendwie möglich ist, mit meinen Kollegen Wange an Wange wohnen. Natürlich, natürlich. Wir sind im Westward Hotel Prescott Street. Mrs. Harris führt ein ausgezeichnetes Haus. Es ist sehr nett dort. Na gut. Also dann werde ich mal rasch mein Gepäck vom christlichen Hospiz holen. Au revoir. Cascott. Schon wieder betrunken? Also jetzt hör mal zu, George. Ach. Dieser Mann ist nicht betrunken, Mr. Cascott. Er ist tot. Vergiftet. Vergiftet? Vergiftet. Arsen, würde ich sagen. Die Autopsie wird es zeigen. Das ist doch Unsinn. George hat zu viel getrunken. Die Todesursache ist völlig eindeutig. Also, wie Sie sagten, Sir, waren Sie hier, als er aus der Richtung der Garderoben auf die Bühne gekommen ist. Ja, ja, Inspektor. Doch der Vorhang wird in 10 Minuten hochgehen und Sie müssen bitte berücksichtigen, dass ich jetzt 2 Rollen spielen muss. Heute wird kein Vorhang hochgehen. Das Publikum nach Hause schicken? Die Leute werden Zeta und Mordio schreien. Das müssen wir riskieren. Ich habe eine ganze Anzahl Fragen zu stellen. Fragen?
Worüber denn? Ein Mann ist tot, Sir, da ist das so üblich. Ja, und verdammt unbequem. Ja, Sir. Wo war seine Garderobe, bitte? Nummer 2. Hören Sie, Inspektor, können Sie nicht George von der Bühne schaffen und dann später nochmal wiederkommen? Nein, Sir, Nummer 2, sagten Sie. Ich habe ja gewusst, dass so etwas passieren würde. Wirklich? Wieso? Ja, ich habe so merkwürdige Vorahnungen bei solchen Sachen. Das ist schon immer so gewesen. Das ist ja sehr interessant. Und das habe ich auch George gesagt. Und zwar gleich, als ich die seltsame Frau sah. Welche seltsame Frau? Die vorhin herkam und zu Driffold wollte. Driffold? Driffold Casgood, Inspektor. Das bin ich. Und gut, was hat es mit ihr auf sich? Mit ihr? Ich meine, diese seltsame Frau. Ach so, die. Sie hatte mir vorgesprochen, als George uns unterbrochen hat. Ist die Dame noch hier? Ja, das nehme ich an. Ich meine, sie muss doch irgendwo sein. Oh nein, sie scheint bereits fort zu sein. Lassen Sie sich Namen und Personenbeschreibung geben. Also, Sir, haben Sie irgendeine Ahnung, wie die Dame heißt? Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Oh nein, das da nicht, Inspektor. Das hier. Ah. Denk an September 1951. Eine Rose mit anderem Namen würde duften. Rufe. Miss Marple, ich hatte Sie ausdrücklich gebeten, sich nicht mehr einzumischen. Herr Inspektor, diese fremde Frau ist... Ja, Miss Marple. Gestatten Sie bitte. Guten Tag. Sergeant, würden Sie bitte Miss Marple aufs Revier mitnehmen? Sie soll eine vollständige Aussage machen. Wir werden uns dann später noch sehen. Nach Ihnen bitte, Sergeant. Also gut, Miss Marple... Wollen wir mal annehmen, also nur mal so gedacht, dass Mrs. McKinty einen dieser Schauspieler erpresst hat. Und wollen wir ferner annehmen, dass dies die eigentliche Erpressernachricht gewesen ist. Ja, aber unbedingt, Herr Inspektor. Ja, also gut. Nun weiter. Da diese Nachricht hier neben der Whiskyflasche in George Rotens Garderobe gelegen hat, muss sie sie ihm geschickt haben. Natürlich, müsste man meinen. So, dass er es also war, den sie erpresst hat. Sieht zumindest so aus. Wenn also etwas dran sein soll an dem, was Sie sagen, dann muss er sie ermordet haben. Auf den ersten Blick scheint es so, ja. Sollen wir dann annehmen, dass er heute in einem reichlich verspäteten Anfall von Reue das Gift selbst genommen hat? Schon möglich. Oder sollen wir annehmen, dass jemand anders ihn vergiftet hat, aus irgendwelchen Gründen? Natürlich, das wäre auch möglich. Hm. Inspektor, dürfte ich Ihnen mal eine Frage stellen? Bitte sehr. Wenn Sie nun dieses anonyme Schreiben in der Garderobe des Opfers gefunden hätten und nicht mehr darüber Bescheid wüssten, als Sie es tun, zu welchem Schluss wären Sie dann gekommen? Dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, dass der Mann erpresst worden ist und sich entschlossen hat, ein Ende zu machen. Ja, das dachte ich mir, dass Sie das gedacht hätten. Es ist doch möglich, dass man die Nachricht absichtlich in die Garderobe gelegt hat, damit Sie genau das denken sollten. Miss Marple, ich habe schon einen langen und anstrengenden Tag hinter mir. Worauf wollen Sie nun wieder hinaus? Ich will darauf hinaus, Ihnen klarzumachen, dass der Mörder von Mrs. McGinty und der Mörder von George Rorten ein und dieselbe Person ist. Wer der Mörder von George Rorten ist, weiß ich zwar noch nicht, doch ich werde es rauskriegen. Und wer Mrs. McGinty ermordet hat, weiß ich genau. Er sitzt im Augenblick im Gefängnis von Milchester und wartet dort auf eine neue Verhandlung, die wegen der Dickköpfigkeit einer gewissen Geschworenen anberaumt werden musste. Und er hat sie getötet, um sich zu berauben. Ach ja, jene 100 Pfund, die man neben der Leiche gefunden hat. Hm. Sind Sie nicht auf den Gedanken gekommen, Inspektor, dass das keineswegs zu Mrs. McGintys Ersparnissen gehörte, sondern ihr Schweigegeld war? Wollen Sie mir da etwa einreden, dass der, den Sie erpresst haben mag, ihr das Geld brachte, sie tötete, es dann liegen ließ und sich aus dem Staub machte? Nein. Na, was dann? Ich möchte sagen, dass das Geld ebenso wie die anonyme Nachricht absichtlich am Tatort liegen gelassen wurde. Aber wozu? Offensichtlich doch, damit die Polizei zu dem Schluss kommt, der erwünscht war und zu dem sie auch gekommen ist. Also jetzt hören Sie mal, Miss Marple. Wenn ich Sie wäre, Herr Inspektor, dann würde ich wenigstens mal die Bankkonten dieser Leute überprüfen lassen, nur um zu sehen, ob nicht einer von ihnen zufällig 100 Pfund oder doch eine entsprechende Summe vor dem Tod von Mrs. McGinty abgehoben hat. Ich werde natürlich Ihre Theorien nachprüfen lassen. Inzwischen aber wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie nach Milchester zurückkehrten und dort vorläufig blieben. Tut mir leid, das kommt gar nicht in Frage, Inspektor, denn meine Arbeit wird mich noch längere Zeit hier festhalten. Ihre Arbeit? Ich habe heute ein Engagement bei der Casco-Truppe angenommen. Und ein Mann, ein Wort, das gilt für mich auch. Guten Tag. Schauspieler, Regisseur, Stückeschreiber, ein Mann mit vielen Begabungen. Mhm. Oh, die hätten ein besseres Foto nehmen können. Deine Sorgen, hier steht, ich bin 48. Da, hört euch das an. Lady Sheila, die theaterbesessene Adoptivtochter von Lord Upward und Braut des begabten jugendlichen Helden Bill Hansen, sagte, und ich zitiere wörtlich, das wird unsere Heiratspläne nicht beeinflussen. Daddy ist sehr demokratisch. Es lebe Daddy, nicht wahr, Billy?
Arthur, du bist ein ausgesprochenes Scheusal. Kriech doch unter deinen Grabstein zurück und schlaf. Na, na, regt euch doch nicht auf. Eine absolut eindeutige Reklame für uns. Und eine kleine Skandalnotiz ist immer gut fürs Geschäft. Ja, das stimmt. Hast du das schon über dich gelesen, Ralf? Hm? Ralf Summers, männliches Idol aus Mutters Zeiten, jetzt ein alternder, dicklicher Liebhaber von Barmädchen. Oh, zeig mal her, ja? Du kleiner Dreckskerl, das sollte wohl ulkig sein. Ich finde, es war sehr drollig. Und dazu so wahr. Reizend, das von der eigenen Frau zu hören. Es ist doch nur die Wahrheit, dass du was für Barmädchen übrig hast. Da war doch jetzt die in Winchester. Ich war Liebling, die mit den Rosen. Ja, bitte, Mrs. Harris. Ihre Neue ist hier. Meine Teuerste, ich hatte schon befürchtet, dass wir vielleicht einen schlechten Eindruck auf Sie gemacht haben. Ich meine, wegen des heutigen Unglücksfalles. Oh nein, durchaus nicht. Ich hatte bloß noch etwas Wichtiges zu erledigen. Nun gut, Hauptsache, Sie sind hier. Mädchen und Jungs, das hier ist Miss Marple. Miss Marple, unsere Truppe. Guten Tag. Guten Tag allerseits. Mhm. Da auf dem Tisch steht Kakao. Wenn Sie Bier haben wollen, geht das extra. Ja, ein Schlummertrunk, natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Danke sehr. Welches Gift bitte, meine Teuerste? Was? Ich meine... Kakao bitte, Mr. Castle. Ein ausgezeichnetes Gebräu, kann ich nur empfehlen. Übrigens sagen Sie, die Polizei hat Sie gesucht. Ja, ja, ich habe schon mit den Leuten gesprochen. Tatsächlich? Gut. Danke. Ich habe mir überlegt, Riffelt, ob wir nicht eine Art Mord wieder aufführen sollten, sozusagen als Tribut für George. Wie? Ja, ich finde, Miss Marple und Dorsey hier wären doch blendend als die intriganten Schwestern. Ich könnte bestimmt niemals eine Mörderin spielen. Wirklich, ne? Einer von uns könnte es sicher. Er oder sie hat ja Übung darin. Was willst du damit sagen, lieber Freund? Wir wollen nicht wie die Katze um den heißen Brei gehen. Irgendjemand hat eine unbekömmliche Dosis Arsen in Georges Whisky geschüttet. Und dieser jemand ist hier in diesem Raum. Ach du, bitte. Seid ruhig, ich will das nicht. Ich bitte euch noch dazu vor einer neuen Kollegin. Es ist ganz ausgeschlossen, dass George von einem Mitglied meiner Truppe ermordet wurde. Die ganze Geschichte muss nach meiner Meinung ein schrecklicher Irrtum sein. Nein, da irrst du dich. Ich hoffe, Sie werden sich hier wohlfühlen, so wie er. Er? Nun ja, der Tote. Sie wissen doch, Mr. Rorten. Ach so. Tja, also Frühstück um 8.30 Uhr. Das Kochen in den Zimmern ist verboten. Einen Schilling in den Gasofen, wenn Sie frieren. Baden können Sie sonntags und freitags. Und verschwenden Sie nicht das Licht. Und keine Männerbesucher auf den Zimmern hier oben. Ist doch seltsam. Was meinst du, warum diese Marple sich hier so in aller Herrgottsfrühe aus dem Hause schleicht? Woher soll ich das wissen? Vielleicht bloß, weil sie so exzentrisch ist. Aussehen tut sie jedenfalls so. Wenn ich's bloß wüsste. Sei doch vernünftig, Herzchen, und fang nicht an, Gespenster zu sehen. Wirklich, du kannst deines Gruseln lernen. Ich wünschte, du hättest mich nicht geweckt. Jetzt geht die Grübelei wieder los. Wenn ich du wäre, würde ich mich bemühen, alles zu vergessen. Ach, das ist leichter gesagt als getan. Ich meine, wo kann man noch seine Flitterwochen verbringen? Ist doch alles schon so überholt heutzutage. Hey, sag mal, was hältst du von Moskau? Wie kannst du dir nach dem, was hier geschehen ist, darüber den Kopf zerbrechen? Das Leben muss ja weitergehen, Eva. So schrecklich das auch mit George ist. Ich weiß, du hast ihn geliebt, nicht wahr? Nein. Es war alles vorbei. Wirklich? Ja. Ich habe ihn gehasst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde es doch keinem verraten. Hier, Jim, da haben wir unser Denk an September. Das ist kein Datum, sondern der Name eines Stückes. Und der Verfasser ist mein neuer Arbeitgeber, Driffelt Kaskut, höchstpersönlich. Ich hoffe doch, Sie sehen die Bedeutung dieser Sache. Nein. Also dann passen Sie jetzt auf, Jim, und hören Sie mir gut zu. Ich habe das Gefühl, dass das Opfer von Mrs. McGinn, diese Erpressungen, beziehungsweise der Mörder, den wir suchen, in Verbindung zur Aufführung dieses Stückes im Jahre 51 steht und auch heute noch ein Mitglied der Kaskut-Truppe ist. Vielleicht der Verfasser selber? Ja, vielleicht. Wie sind Sie an das Stück gekommen? Ich habe es auf meinem Kopfkissen gefunden. Was? Irgendjemand hat es dort absichtlich hingelegt. Dann weiß er also Bescheid, der Mörder. Er muss sie die ganze Zeit durchschaut haben. Er ist gewarnt und spielt jetzt Katz und Maus mit ihnen. Fragt sich bloß, wer die Katze ist. Miss Marple, ich bin jetzt aber äußerst beunruhigt. Es muss doch eine Organisation geben, die eine Kartei führt über alle Aufführungen. Ich meine, über alle professionellen Theaterproduktionen. Das werden die Leute von der Zensur machen, möchte ich sagen. Darauf wollte ich hinaus. Es wird das Lord-Kämmerer-Amt in London sein.
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie so schnell wie möglich hinfahren könnten und einiges über die Geschichte des Stückes in Erfahrung bringen. Wo es 1951 aufgeführt wurde, die Besetzung und so weiter. Es kann aber an sehr vielen Theatern gespielt worden sein. Nein, das glaube ich nicht, denn ich habe es gelesen. Ach so. Also schön, Miss Marple. Auf nach London. Mit dem nächsten Zug fahre ich ab. Gut. Na dann, viel Glück. So, ich muss mich beeilen. Ich möchte nämlich am Tisch sitzen, wenn alle zum Frühstück runterkommen. So, nun hopp, 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 ein bisschen Dalli. Wiedersehen. Ich danke Ihnen, Mrs. Harris. Ich scheine wohl ein bisschen zu früh dran zu sein. Nein, die anderen kommen zu spät, das ist es. Doch das ist mir egal. Wenn Sie nicht rechtzeitig runterkommen, ich habe 6 Katzen zu füttern. Guten Morgen, Flurry. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, Mr. Cascott. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, meine Teuerste. Ja, danke, wie ein Murmeltier. Gut, gut. Nichts ist so wirksam wie der Schlaf, um die verstrickten Fäden der Gefühle wieder aufzutrennen, wie der Barde so passend sagte. Was ist denn das, was ihr da so fesselt? Ihr Schauspiel, Mr. Cascott. Was? Das ist doch von Ihnen, Mr. Cascott. Ja. Ja, allerdings. Wo haben Sie denn das nur gefunden, wenn ich fragen darf? In meinem Zimmer, gestern Abend. Na, also das ist ja außerordentlich merkwürdig. Ja. Nun, wahrscheinlich wird der arme George es sich mal von mir ausgeliehen haben. Lassen Sie sich nicht durch mich beim Lesen stören. Ich habe schon ausgelesen, ja. Aha. Na schön, wollen wir sehen, was die gute Flori uns heute zu bieten hat. Wie finden Sie es? Den Lachs, meinen Sie? Nein, das Stück. Oh, ich bitte um Verzeihung, das Stück. Ich finde es ungewöhnlich interessant. Oh, ja, freilich, vielen Dank. Ist es schon mal irgendwo gespielt worden, Mr. Cascott? Nein, ich habe es erst vor kurzem geschrieben. Ach so. Doch ich muss sagen, ich knüpfe große Hoffnungen daran. Die müssen Ihnen viel Kraft geben. Ja, allerdings, meine Teuerste, glücklicherweise. Ah, Ralph. Driffelt, ich bin die halbe Nacht aufgewesen und habe nachgedacht. Ich muss dich was fragen. So? Ja. Kannst du dir unsere liebe, verehrte Miss Marple als einen weiblichen Detektiv vorstellen? Ich weiß nicht, ich kenne keine weiblichen Detektive. Das habe ich auch nicht gesagt, aber was meinst du dazu? Ich finde nicht, dass sie den Typ darstellt. Aber doch, glaub mir, sie wäre hundertprozentig richtig. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich habe eine tolle Idee. So? Ich schlage vor, dass sie bis Montag das Theater zumachen, die Reklame für uns arbeiten lassen und dann kommen wir mit dem Reißer aus dem großen Topf raus. Die alte Klamotte, da kommt kein Arzt. Ein gut gebautes Kriminalstück, mein Lieber. Wir haben doch jetzt selbst einen Mord. Warum wollen wir nicht einen auf die Bühne bringen? Ist vielleicht gar nicht mal ein schlechter Gedanke. Mit Miss Marple in der Rolle der ehrenwerten Penelope Brown. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, beim Zeus, das ist brillant. Ich nehme an, Sie werden das Stück kennen, meine Gnädigste. Nein, ich glaube nicht, dass ich es kenne. Ein Klassiker in seiner Art. Ich werde gleich mal die Bücher holen. Ralf, ruf das Theater an und sag Bescheid, dass wir den Rest der Woche auf der Bühne probieren. Mr. Cascott, ja? Ich hätte nicht geglaubt, dass ich jemandes Vorstellung von einer Detektivin entspreche. Nicht jedermanns Vorstellung, Miss Marple, aber meiner. Das sogar hundertprozentig. Und auch meiner. Den Spot an! Gehen Sie auf mich und verfolgen Sie mich. Also das Stück habt ihr ja alle gelesen und jetzt werde ich euch mal in die Stimmung versetzen. Die Szene ist eine schmutzige Dachstube in Soho, mitten im Herzen von Londons berüchtigter Bannmeile des Verbrechens und des Lasters. Eine verschwommene Gestalt huscht im Zimmer umher. Das bist du, Bill. Du spielst Sidney, den flinken Gehilfen der ehrenwerten Penelope Brown, der ungewöhnlichen Amateurdetektivin. Das sind Sie, Miss Marple. Sidney sucht etwas in dem Zimmer. Er schleicht umher, katzengleich, und sucht und sucht. Dein Geräusch! Auf der Treppe da draußen nähern sich Schritte. Ich, der Vater, bin im Begriff, mit meinem kriminellen Sohn Stanley aufzutreten. Das bist du, Arthur. Arthur! Sidney scheint wie erstarrt. Dann stürzt er auf ein Versteck zu und ist verschwunden. Verzeih, ich wollte nur sehen, ob es funktioniert. Sind aber schnell zurück. Na schön, na gut, du stehst ja nicht herum und kichert. Ja. Also hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Also wo war ich denn? Ach ja. Ich komme also mit meinem Sohn herein und bitte ihn flehentlich der Polizei alles zu sagen, was er über den Mord an Rona LaPlante weiß. Stanley weist mich zurück und verhöhnt mich. Und dann kommt der Höhepunkt der Szene. Ich nehme eine Bewegung hinter dem Vorhang am Alkoven wahr. Ich stürze hin, reiße ihn zur Seite. Und wer steht da? Sidney! Oh, was wollen Sie denn hier? Ein Telefongespräch für Miss Marple. Warum sagen Sie denn das nicht gleich? Gehen Sie bitte, Miss Marple. Wir brauchen Sie in dieser Szene doch nicht. Ach, vielen Dank. Gut, jetzt wollen wir mal anfangen. Von meinem Auftritt an. Bill, du hast dich hier drüben versteckt. Arthur, wir beide kommen rein.
Hier wohnst du in dieser Höhle? Ein Sohn von mir? Hallo? Ach, Sie sind's, Mr. Stringer. Sie hatten wieder recht, Miss Marple. Denkt an, September ist 1951 Uhr aufgeführt worden. In einer Probevorstellung mit Peppelson on Sea. Das ist aber sehr interessant. Besonders, weil der Autor behauptet, dass er die Arbeit an dem Stück erst vor kurzem beendet habe. Und das würde er aus Verlegenheit gesagt haben. Denn wissen Sie, die im Lord Cameron konnten sich deshalb so besonders gut erinnern, weil das Stück damals während des zweiten Aktes ausgebuht wurde. Sie werden staunen, das überrascht mich überhaupt nicht. Das Wichtigste ist, war unter den Schauspielern irgendjemand, den wir kennen? Ich habe die vollständige Besetzungsliste und darin erscheint hier der Name von Margaret McGinty. Was? Tatsächlich? Das ist ja ausgezeichnet. Jetzt sagen Sie mir, abgesehen von Mr. Tascott, wer hatte sonst aus dieser Truppe hier noch irgendetwas mit diesem Stück zu tun? Sonst weiter keiner? Sind Sie ganz sicher? Nein, ist gut, Jim. Ich habe nur nachgedacht. Ich meine, es kann doch vielleicht jemand, ob nun eine Er oder eine Sie, den Namen inzwischen geändert haben. Hören Sie zu, Jim. Können Sie mir nicht diese Liste so schnell wie möglich ins Westward Hotel bringen? Ich danke Ihnen. Also bis dann. Miss Marple? Ja? Verzeihung, wenn ich Sie erschreckt habe. Nein, Mr. Casket lässt Sie rufen. Ihr Auftritt ist jetzt dran. Danke. Ich komme. Hier, den habe ich mir aus der Requisite geholt. Müsste eigentlich gehen. Na gut, wir können es ja gleich versuchen. Ah, na wunderbar, da sind Sie ja. Gut, dass Sie kommen. Wir haben gerade eine kleine Änderung besprochen. Und zwar an der Szene, wo Sie Ralph treffen und ihn mit der Wahrheit über den Tod von Rona LaPlante konfrontieren. So. Anstatt wie hier steht, dass er bloß hastig und ungeschickt die Lampe umwirft und versucht zu entkommen, schlägt Ralph vor, dass er in seiner Angst auch Sie ermorden will. Ach, wirklich? Ja, es soll so sein. Er stößt erst die Lampe um, schießt auf Sie und türmt dann. Ich verstehe. Natürlich trifft er nicht. Nichts hält die Zuschauer wacher und aufmerksamer als so ein schöner, lauter Knall. Das beunruhigt Sie doch nicht etwa, meine Gnädigste. Oh nein, durchaus nicht. Gut. Sehr gut. Also dann los, lasst uns anfangen. Ralph, pass auf, du stehst also hier drüben und bist gerade dabei, den Schreibtisch auszurauben. Nun. Und die ehrenwerte Penelope kommt durch die Flügeltür herein, die ich jetzt hier markiere. So, bitte auf die Plätze. Ach, das habe ich mir doch gedacht, dass ich Sie erfinden werde, Faber. Sie? Ja, ich bin's. Bleiben Sie da stehen. Ich warne Sie, Gewalt wird Ihnen auch nichts nützen. Das ganze Gelände ist schon von der Polizei umstellt. Die hat nichts in der Hand gegen mich. Da täuschen Sie sich aber, es ist aus. Denken Sie doch an Mrs. McGinty's Tod. Das war eben ein Schnitzer von Ihnen, nicht wahr? Ja, allerdings, da hat er recht. Wieso, was habe ich getan? Sie haben gesagt, Mrs. McGinty ist tot. Tatsächlich? Ja, es ist aber Rona LaPlante, die tot ist. Natürlich, wie töricht von mir. Ich muss den Namen irgendwie beim Lesen Ihres Stückes, Denk an September, aufgepickt haben. In meinem Stück? Hm. Da kommt niemand vor, der diesen Namen hat. Ist doch ulkig. Der Name McGinty ist mir aber aus irgendeinem Grunde im Bewusstsein. Ich weiß. Das war diese Bardame, die in Milchester ermordet worden ist. Letzte Woche war der Prozess. Ja, natürlich. Daher hab ich's. Darf ich bitte die Szene nochmal probieren? Ja, ja. Doch hoffentlich wird es diesmal ein bisschen besser klappen. Ich werde mich bemühen. Also bitte, auf die Plätze. Also los, Ralph. Du hörst sie kommen und drehst dich um. Ach, Miss Marple, es ist Besuch für Sie da. Danke sehr. Da drin, das ist ein Mann. Ach so, ich verstehe. Ach, Sie sind's, Inspektor. Guten Abend, Miss Marple. Guten Abend. Ich hatte auf dem Polizeirevier angerufen, da hat man mir gesagt, Sie wären nicht da. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie hierher kommen. Woher sollten Sie auch? Ihr Besuch kommt mir sehr ungelegen, Inspektor. So? Ja, weil der Zeitpunkt ungünstig ist. Ich habe eine Reihe Kunstgriffe auf der heutigen Probe angewandt, die unseren Mörder zwingen werden, noch vor morgen früh zu handeln. Das möchte ich sehr bezweifeln, so? Miss Marple. Unser Mörder, wie Sie ihn nennen, ist tot. Wie bitte, Herr Inspektor? Sehen Sie sich das an. George Rawdons Bankauszüge. Der wichtigste Punkt ist unterstrichen, nämlich die Abhebung von 100 Pfund. So, so, das erklärt eine Menge. Ich wusste, Sie verstehen, was das bedeutet. Oh ja, allerdings. Doch ich muss zugeben, dass mir das Motiv für den Mord an Rawdon bis zu diesem Augenblick entgangen war. Er ist nicht ermordet worden, er hat sich selbst getötet. Glauben Sie tatsächlich daran? Ist doch ganz offensichtlich.
Mrs. McGinty wird ihn erpresst haben. Er hebt 100 Pfund ab, um sie ihr zu geben, ermordet sie und lässt das Geld, um den Mieter in Verdacht zu bringen, zurück. Ah, diese Theorie, da kommt mir irgendwie bekannt vor, Herr Inspektor. Wie? Ah ja, etwas Ähnliches in dieser Richtung haben Sie schon mal angedeutet, das ist wahr. Der Untermieter ist natürlich unschuldig. Rorten hat's getan und dann den einfachsten Ausweg gewählt, wie man so sagt. Tja, das schließt den Fall ab. Ich bin auf dem Weg, es dem Polizeipräsidenten zu melden. Das würde ich an Ihrer Stelle lieber nicht tun. Wieso nicht? Weil ich glaube, dass Sie sich irren. Glauben Sie? Ja. Sehen Sie, ich glaube jetzt, dass unser Mörder das Geld, um Mrs. McGinty zu bezahlen, von George Rorten bekommen hat. Und zwar auf eine solche Weise, dass es für ihn notwendig wurde, Rorten ebenfalls zu beseitigen. Ich glaube bloß ein Weibergehirn und bestimmt auch nur Ihres konnte auf sowas kommen. Es mag sehr irritieren, Inspektor, dass weibliche Gehirne manchmal den männlichen überlegen sind. Doch Sie müssen sich nun leider damit abfinden. Ach, brauchen Sie das nicht mehr? Danke sehr. Gute Nacht, Miss Marple. Gute Nacht, Inspektor. Die alte Schachtel ist uns vielleicht auf der Spur. Durchsuch ihr Zimmer und komm dann um 1 Uhr in die Küche. Hm. Ja, bitte. Ah, Miss Marple, ich wollte Sie gern erwischen, bevor Sie zum Essen gehen. Warum, Mr. Casco? Tja, ich finde, es wird langsam Zeit, dass wir uns mal unterhalten. Es geht los. Alles zum ersten Akt auf die Bühne. Also Sie bitte auch. Keine Männerbesuche auf den Zimmern, Madam. Lass diese albernen Witze, ja? Nun, Miss Marple, erlauben Sie mir, Sie nach unten zu begleiten. Ich glaube, ich werde heute Abend mal auf das Essen verzichten, Mr. Casput. Ja. Mir ist schon den ganzen Tag ein wenig übel. Nun, ich hoffe, dass es nichts Ernsthaftes ist. Oh nein, eine ordentliche Nachtruhe. Tja, dann lasse ich Sie jetzt lieber allein. Danke sehr. Holen Sie sich aus und erholen Sie sich, damit Sie uns für Montag nicht ausfallen. Das wäre doch Pech. Ja, komm also. Bittere Mandeln. Blausäure. Das ist eine Tragödie. Eine absolute Tragödie. Wenn das die Presse bringt, könnten wir jeden Tag Doppelvorstellungen geben und müssten noch Zuschauer abweisen. Und jetzt sitzen wir da und haben niemanden, der das Dienstmädchen spielt. Na, alles auf einmal kann man nicht haben. Müssen wir aber. Das sind wir Doris sich schuldig. Eve! Nein, du hast ja schon 2 Rollen zu spielen, das lose Mädchen und die Pfarrerstochter. Sheila! Würdest du das Dienstmädchen spielen, wenn ich dir eine Perücke besorge? Oh, Dreffel, du machst mich krank. Du machst dir einen Dreck aus der armen alten Dorothy. Du interessierst dich bloß für deine eigene Person und dein dummes altes Stück. Nein, hörst du? Ich werde das Dienstmädchen nicht spielen. Also schön, Miss Marple, die Cyangas. Aber wie? Ich glaube, dass ich in der Lage bin, das zu erklären. Zweifellos. Aus Ihrem Ton entnehme ich, dass Sie sich gestern Abend die Sache nicht noch mal in Ruhe überlegt haben. Ich meine Ihren Besuch beim Polizeipräsidenten. Wenn Sie mir eine Erklärung geben können, Miss Marple, dann tun Sie's. Also gut. Unser Mörder hat es so eingestellt, dass das Gas genau um 12.55 Uhr herausströmt, aus der Kassrolle nämlich, in der eine kleine mit Säure gefüllte Wachskapsel lag. Und pulverisiertes Natriumcyanid. Das Wachs ist geschmolzen und die Säure floss über das Natriumsalz. Resultat? Entwicklung von Dizyangas. Tödlich. Verstehe. Nach 5 Minuten, genau um 1 Uhr, schaltete sich das Gas wieder aus. Ganz von selbst. Das bedeutet, unser Mörder muss spezielle Kenntnisse haben. Aber nein, denn genau dieselbe Mordmethode wird in dem Stück benutzt, das wir jetzt am Montag herausbringen werden. Aus dem großen Topf. Dann hätte es jeder aus der Truppe machen können. Ganz recht. So wie die Sache jetzt aussieht, habe ich die größte Lust, endlich zuzupacken und die ganze Bande zu verhaften. Wirklich? Ja, wirklich. Was Sie da rausgefunden haben, was wir rausgefunden haben, sehen Sie mal, was wir da haben. Casgood. Er hat Ihnen gesagt, er hätte gerade erst dieses Denk an September fertig geschrieben und wir wissen, dass es bereits 1951 aufgeführt wurde. Und das Opfer Nummer 1, Mrs. McGinty, hat mitgespielt. Und dann haben wir diesen Summers. Wir wissen genau, dass er ein paar Mal ausgegangen ist mit Mrs. McGinty in der Woche, in der die Truppe in Milchester war und in der sie ermordet wurde. Und dann seine Frau Maureen. Sie wusste darüber Bescheid und hat es nicht sehr gern gesehen. Und dann die mit dem Tick, diese Eva. Wir haben feststellen können, dass sie mit dem Opfer Nummer 2 ein Liebesverhältnis gehabt hat und dass George Rorten sie abserviert und fortgeworfen hat wie einen... Wie einen alten Handschuh, Sir. Ja. Vergessen wir nicht den jungen Arthur. Die Notiz, die sie gefunden haben, ist auf seiner Maschine getippt worden. Und das Resultat der nächtlichen Einladung ist Opfer Nummer 3. Da ist ein Haken bei der Sache.
1951 müssen die jüngeren Mitglieder der Truppe noch Kinder gewesen sein. Ja, ja, zum Teufel auch. Wenn die Aufführung vor diesem Septemberstück im Jahre 51, also vor 13 Jahren, diese Geschichte ausgelöst hat. Dann kann keiner der Jüngeren, also Eva, Bill, Sheila und Arthur, etwas damit zu tun haben. Nein, sieht zumindest so aus. Ich meine nur, Inspektor, es konnte doch jeder in Arthurs Zimmer kommen. Und die Schreibmaschine benutzen, das habe ich auch gemacht. Hm? Was machen Sie denn hier? Tja, Sie hatten mich gebeten, im Vorbeigehen die Besetzungsliste abzugeben. Sie wissen doch von diesem Denk an September. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie nachts um drei hier so vorbeikommen. Hm? Nur hören Sie aber auf. Also gut, um die Wahrheit zu sagen, der Inspektor war so freundlich, mir ein Auto zu schicken. Er dachte, ich hätte womöglich Erfolg, wo er leider versagt hatte, nämlich Sie zu überreden, meinen Posten aufzugeben? Das ist hier ein sehr gefährlicher Ort und das sind sehr gefährliche Leute. Nur einer von Ihnen, mein Freund. Miss Marple, der Augenblick ist gekommen, offen miteinander zu sprechen. Na ruhig, Jill, ich überlege gerade. Irgendwo hier muss die Antwort liegen. Triffert Cascut, Ralph Summers, Margaret McGinty, Rose King, Rose... Rose? Mr. Stringer, wir haben hier auf dieser Liste außer Margaret McGinty eine Schauspielerin namens Rose Kane. Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz. Ist doch völlig klar, Rose. Eine Rose mit anderem Namen würde duften. Denken Sie an die Pressebotschaft. Oh ja. Mr. Stringer, morgen geht's los. Da werde ich mal ein bisschen graben. Graben? Ja, in der Vergangenheit. Sie meinen diese Rose Kane? Ja. Ich habe das Gefühl, dass Sie gut mit ihr bekannt sind, Mr. Tambrell. Wieso interessieren Sie sich für sie? Ach, ich möchte sie bloß finden, weiter nichts. Sehen Sie, ich bin nun leider schon seit ein paar Jahren völlig raus aus dem Beruf. Und die einzige Möglichkeit, sie tja, zu finden... wenn Sie eine alte Freundin von ihr sind, dann wird Ihnen ein Schock bevorstehen, fürchte ich. So? Die arme Rosi wurde erhängt, wissen Sie. Was? Tja, eine furchtbare Geschichte. Eine furchtbare Geschichte. Ach, möchten Sie ein Glas? Nein, lieber nicht zu kurz nach dem Frühstück. Danke sehr. Was sagten Sie? Ja, ja, das war furchtbar. Ich werde es niemals vergessen. Sie spielte auf irgendeiner Schmiere in der Provinz dieses Stück. Es ging nicht mal bei der Premiere ganz über die Bühne. Der größte Reinfall aller Zeiten. Jedenfalls hat sie an demselben Tag, ob Sie es nun glauben oder nicht, ihren Mann vergiftet. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, leider ja. Sie hat ihr Kind losgeschickt, um ein halbes Pfund Knoblauchwurst zu kaufen... und hat dann E605 hinzugefügt. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Kind hatte. Mhm. Es muss damals 10 oder 11 gewesen sein. Mädchen oder Junge? Habe das Kind nie zu Gesicht bekommen. Ich weiß heute nicht mal mehr den Namen. Ich habe gehört, dass das Kind zunächst bei einer Freundin von Rose aufgenommen wurde, die es dann später ins Waisenhaus brachte. Hieß die Freundin, die das Kind aufgenommen hat, McGinty? Mhm. Ja, ja, ganz recht. Maggie McGinty. Blond und flatterhaft. Warum hat Rose das nur getan, Mr. Tambrell? Der übliche Grund, ein anderer Mann. Und wer war das? Rose hat seinen Namen verschwiegen und er ist nie zum Vorschein gekommen. Hm. Dann könnte es entweder der Liebhaber sein oder das Kind. Hä? Verzeihung? Ob ich diese Fotografie von Rose haben könnte, Mr. Tambrell, so zur Erinnerung, meine ich. Ja, aber gern. Ja, es ist mir eine Freude. Eine von den meinen, die mich verlassen hat, könnte man sagen. Jetzt will ich nicht noch mehr von Ihrer kostbaren Zeit in Anspruch nehmen. Erlauben Sie. Evelyn. Wie meinten Sie bitte? Rosis Kind. Evelyn, das war der Name. Evelyn. Nichts geht über Champagner zu einem Champagner-Ereignis. Wie außerordentlich liebenswürdig von Ihnen, meine Teuerste. Wie wär's mit einem Trinkspruch? Hast du nichts Passendes auf Lager? Aber natürlich. Auf einen Erfolg für uns alle, wie wir hier sind, und im Besonderen für unsere reizende Gastgeberin. Langes Leben, mein Gnädigste. Danke sehr. Langes Leben. Ach ja, Mr. Cascut, vielen Dank für die wundervollen Blumen. Wer ist das? Das? Das war eine Schauspielerin. Sie hieß Rose Kane. Wieso fragen Sie danach? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo ist darin Mord und Tod. Das Bild hat mit George zu tun. In 5 Minuten, meine Kinder. Kommt, die Party ist zu Ende.
Und nun denkt bitte daran, ihr braucht leider nichts zu tun, als deutlich zu sprechen und möglichst nicht über die Möbel zu stolpern. Dann läuft das Stück länger als die Mausefalle. Wir sehen uns nachher auf der Bühne, meine Teuerste. Und vergessen Sie nicht, die Tote heißt Rona Laplante und nicht anders. Gut, heute kommt's drauf an. Ja, mein Junge, du sagst es. Hast du den Revolver? Ja. Was glauben Sie, warum die uns sprechen will, Sir? Ich weiß nicht, Sergeant, aber irgendwas muss sie vorhaben. Ja, bitte. Nun, Miss Marple? Guten Abend, Herr Inspektor. Ich hielt es doch für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen, bevor unsere Vorstellung beginnt. So was? Ja, ich glaube, unser Mörder wird heute Abend wieder versuchen, mich umzubringen. Wieder? Der erste Versuch ging fehl. Die arme Doris, sie kam ja an meiner Stelle um. Wovon reden Sie da bitte? Das Eisen war heiß, verstehen Sie? Ich verbrannte mir die Hand. Ah, ich verstehe gar nichts. Als ich ein paar Stunden vorher an dem bewussten Abend in Dorothys Zimmer ging, ging da Wäsche auf der Leine. Na und? Ich glaube, dass sie später noch gebügelt hat und da muss sie vergessen haben, das Eisen auszuschalten. Dann ist sie mitten in der Nacht aufgewacht, weil es ihr mit einem Mal einfiel und sie ist runtergegangen, um es nachzuholen. Und ging in die Falle, die für sie aufgebaut war? Genau. Es ist auch klar, dass diese Notiz absichtlich vor meine Tür gelegt worden ist. Denn genau das sollte mich herunterlocken. Also gut, Sergeant. Wir bleiben jetzt hier hinter der Bühne. Und wir werden unsere liebe Miss Marple nicht eine Sekunde aus den Augen lassen. Ich glaube, das wäre nicht gut, Inspektor. Wir dürfen unseren Mörder nicht im Weg versperren. Das kann doch nie und nimmer Ihr Ernst sein. Ich bin fest entschlossen. Sehen Sie, unser Mörder hat da für mich eine Falle aufgebaut. Und ich habe gerade auf diese Art das Kompliment erwidert. Miss Marple, hier bringe ich Ihnen die... Ja, geben Sie bitte her, Mr. Stringer. Danke sehr. Ein Moment, was geht hier vor? Was ist das? Eine Art Lebensversicherung, Inspektor. Eine gute Lebensversicherung. Die ersten Acht auf die Bühne, bitte. Wir fangen an. Würden Sie mich jetzt bitte entschuldigen, meine Herren? Ja, natürlich. Kommt. Kommen Sie rein, Eva. Schreien Sie nicht, Miss Marple. Halten Sie ja den Mund. Ich werde Sie an einen Ort bringen, wo wir beide von niemandem gestört werden. Und wenn Sie mir nicht gehorchen, dann bringe ich Sie um. Los jetzt! Los, machen Sie die Tür auf! So, hier stehen bleiben. Wer auch immer hier heute Abend durchgehen will, ich möchte wissen, wer es ist und was er will. Verstanden? Jawohl, Sir, verstanden. Hey, was soll denn das, sagen Sie mal? Also, Miss Marple, ich habe jetzt... Sheila, hast du vielleicht Ralph gesehen? Nein. Du musst der Polizei alles sagen, was du über diesen Mord weißt. Wo ist sie? Sie hat ihre Garderobe nicht verlassen. Oh doch, natürlich, Sie Vollidiot. Wir müssen sie finden. Gehen Sie auf die andere Seite. Ich möchte, dass Sie wissen, warum Sie jetzt sterben müssen. Das möchte ich auch gern wissen. Weil Sie ihn getötet haben. Ich weiß nicht wieso, aber Sie müssen ihn umgebracht haben. Ich nehme an, Sie meinen damit George Rorten, nicht wahr, Eva? Ja. Sie haben diesen Mann geliebt. Ja, ich habe ihn geliebt. Und durch Sie kam der Tod zu ihm. Nein, nein, da irren Sie, mein Kind. George Rorten ist von jemandem umgebracht worden, der Evelyn Kane heißt. Nein, ich glaube Ihnen kein Wort davon. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich hatte das Gefühl vom ersten Moment, als ich Sie sah. Du kannst es nicht tun, Eva. Weil du ebenso wenig fähig bist, wie ich, einen Menschen zu töten. Sie haben ganz recht. Sie wäre nicht dazu fähig gewesen. Ist ein Jammer. Ich hatte gehofft, sie würde mir die Arbeit abnehmen. Müssten Sie nicht in diesem Moment auf der Bühne sein? Oh, das bin ich ja auch, Miss Marple. Und darüber hinaus würden Hunderte von Menschen beschwören, dass ich dort oben bin und mich hinter dem Vorhang verstecke. Es ist wirklich recht simpel im Grunde. Sie waren doch dabei, als dieser Idiot Casket runterfuhr mit der Versenkung. Nun, ich habe es genauso gemacht. In genaue 3 Minuten werde ich wieder auf der Bühne stehen und trete auf. Aber Sie, tut mir leid, das zu sagen, werden nun nicht mehr zu Ihrem Auftritt kommen. Sie sind Evelyn Kane, nicht wahr? Rose Kanes Sohn. Oh ja.
Evelyn, was für ein Name. Den habe ich schnell geändert. Ja, das hat diese McKinty dummerweise herausgefunden, nicht wahr? Als sie Milchester gespielt haben. Sie hat sie erkannt und da sie wusste, dass sie die Erbin eines Lords heiraten wollten, sah sie für sich die Möglichkeit, sie damit zu erpressen. Sie hat mir gedroht, dass Sheilas Vater es erfährt, wenn ich mir nicht mit Geld ihr Schweigen erkaufe. Also habe ich's gekauft. Wo konnte ich das Geld bekommen, das sie wollte? Von George Rawdon. Sie wollte 100 Pfund. Also fälschte ich Rawdons Namen auf einem Scheck. Was er niemals rauskriegen durfte, das war ja klar. Und deshalb musste ich ihn auch töten, nicht wahr? Arme alte Darcy. Das war natürlich Ihnen zugedacht. Ich war so frei, mir diesen hübschen kleinen Revolver von Mr. Summers zu besorgen. Denken Sie etwa, Sie können mich mit diesem Platzpatronen-Ding da ins Boxhorn jagen? Es sind keine Platzpatronen. Ein Freund von mir hat mich mit einer kleinen Rückversicherung versorgt. Das Risiko gehe ich ein. Ich möchte Sie nochmals warnen. Ich habe 1925 im Handfeuerwaffenschießen der Damen in Bisley die Goldmedaille gewonnen. Na, meinen herzlichen Glückwunsch. Du liebe Güte. Mir war so, als hätte ich da was gehört. Kommen Sie da heraus! Spiel, du dämlicher! Herr Inspektor! Der auch noch. Mit etwas Ruhe und ein bisschen Glück, meint der Doktor, könnte ich in ein paar Tagen schon wieder entlassen werden. Na wunderbar. Ich bin ja so froh, dass der Schlag keinen Dauerschaden bei Ihnen angerichtet hat. So, und wenn Sie mich jetzt wohl entschuldigen würden, Inspektor... Ich danke Ihnen vielmals, Miss Marple. Miss Marple, einen Augenblick noch. Ich denke doch, es wird Sie sicher interessieren, zu erfahren, dass ich aufgrund meiner Leistungen in dieser Angelegenheit befördert worden bin. Zum Oberinspektor. Das freut mich aber sehr. Herzlichen Glückwunsch. Ich danke Ihnen, Miss Marple. Keine Ursache, Inspektor. Oh, Verzeihung, Oberinspektor. Ja. Also dann, au revoir. That e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me. Her rosy cheeks and ruby lips.
hearts that e'er I had. They'd wish me one more day to stay, but since it falls into my lot that I should run.